Was ich auch sagen wollte, Leute, egal, betet auch für diese ganzen Muslime, dass sie zu den Herrn Jesus Christus kommen. Betet für die Muslime, dass die alle den Islam verlassen. Betet für die Muslime, evangelisiert die Muslime, dass sie den Islam verlassen und zu den Herrn Jesus Christus kommen, weil der Islam ist falsch. Und deswegen machen wir auch die Streams, damit sie gerettet werden, damit die Muslime gerettet werden vor dem Zorn Gottes. Nur der Herr Jesus rettet. Ganz einfach, Punkt, fertig, aus. Und wir wissen, und das wird sich erfüllen, es wird sich erfüllen. Die Juden werden den dritten Tempel bauen. Und wenn der dritte Tempel denn gebaut wird, wird sich der Antichrist da drin reinsetzen. Und dann wird er die ganze Welt verführen. Und diese ganzen muslimischen Länder hier werden auch alle gerichtet werden von den Herrn Jesus Christus. Punkt, fertig, aus. Sie werden alle gerichtet werden. Weil dieses kleine Land wurde den Juden versprochen. Dieses winzige kleine Land wurde den Juden versprochen und gehört den Juden. Doch, ist einfach so. Und der Herr Jesus wird wiederkommen und das tausendjährige Reich aufrichten. Glaubst du, dieses Jahr ist die Entrückung? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht prophezeien. Ich möchte euch nicht irgendwas sagen und das trifft er nicht ein. Also die Entrückung kann jederzeit geschehen. Und ich sage es euch, wenn sie denn die Moschee da, die Al-Aqsa-Moschee, wegmachen, das werden Bürgerkriege in Europa stattfinden, das verspreche ich euch. Wenn das geschehen sollte, dann wird es richtig knallen. Dann knallt das aber richtig. Und das kann man dann auch nicht mehr aufhalten, das ist eine Kettenreaktion. Ich sage es euch, wenn das passiert, das werden blutige Bürgerkriege stattfinden. Ich hoffe, dass der Herr noch Erbarmen hat. Und deswegen sage ich auch an die ganzen Muslime immer wieder, verlasst den Islam, rettet eure Seele, kommt zu dem wahrhaftigen Gott. Guckt euch mal an, was der Islam aus euch gemacht hat. Der Herr Jesus, er gibt euch ein neues Herz. Er kann euch Frieden geben, wahrhaftigen Frieden. Und der Herr Jesus ist Frieden, der Herr Jesus ist Liebe. So Leute, alle liken, alle teilen. Jesus ist Gott. Jesus ist Gott. Punkt, fertig, aus. Amen. Jesus ist Gott und Allah ist nicht Gott. Und Mohammed ist ein falscher Prophet. So, wenn wir einmal dieses winzige Land angucken, guckt euch dieses winzige Land an, und das sage ich seit 2 Tagen, dieses winzige Land wurde bis heute nicht islamisiert. Dieses kleine Land hier. Dieses kleine Land wurde bis heute nicht islamisiert. Umzingelt von 20 muslimischen Ländern, dieses kleine Land, was so groß ist wie NRW. Und ich sage euch, wer Israel antastet, der tastet den Augapfel Gottes an. Und wer Israel verflucht, sagt die Bibel, der sei verflucht. Und dieses Land gehört den Juden. Punkt, fertig, aus. Das Land hier wurde den Juden versprochen und das gehört den Juden, dieses kleine winzige Land. Gott hat sein Volk aus Ägypten herausgeholt und hat sie dahin gebracht, in dieses kleine Land. Da könnt ihr lachen, wie ihr wollt. Ihr legt euch dann mit dem allmächtigen Gott an. So, und am Ende wird Israel zu den Herrn Jesus Christus schreien. Und dann wird der allmächtige Gott, der Herr Jesus, wieder runterkommen. Und dann wird er gegen die Muslime kämpfen. Der Herr Jesus Christus wird am Ende gegen die Muslime kämpfen und wird die Juden dann retten. Punkt, fertig, aus. Deswegen sage ich auch an die ganzen Muslime, verlasst den Islam, rettet eure Seele, ihr müsst von neu geboren werden. Wenn ihr nicht von neu geboren werdet, werdet ihr alle gerichtet werden. Ihr werdet alle unter den Zorn Gottes kommen. Lacht, lacht. Lacht, wie ihr wollt. Und ich sage es hier und jetzt, diese ganzen Länder könnten jetzt gegen Israel kämpfen. Israel würde gewinnen. TikTok sportlich. Punkt, fertig, aus. Weil Gott hat noch einen Plan mit Israel. So, und da könnt ihr mich hassen. Da könnt ihr mich verfluchen. Da könnt ihr mich bedrohen, wie ihr wollt. Der Herr segne euch. Mir ist egal von mir aus. Flucht mich, hasst mich. Der Herr segne euch. Und dann werden wir mal sehen, Muslime, ob die Bibel ein Märchenbuch ist. Dann werden wir mal sehen, ob das hier ein Märchenbuch ist. Denn es wird sich diese Prophezeiung erfüllen. Das sage ich euch. Hand und Siegel gebe ich euch drauf. Der Tempel, ich sage es euch, die Al-Aqsa-Moschee wird abgerissen werden. Und dann sage ich euch, und der dritte Tempel wird aufgebaut werden. Und dann werdet ihr alle verloren gehen und gerichtet werden, wenn wir entrückt werden. So. Leute, bitte nochmal alle liken. Teilen und liken bitte.
liken und teilen. Auch dieser Hass, das ist unfassbar schrecklich, dieser Hass. Ich war gestern evangelisieren und dann habe ich Israeliten gesehen, also Israel mit Fahnen und einen Palästinenser da, wie sie die angegriffen haben. Einfach nur schrecklich, einfach nur traurig. Deswegen sage ich auch an diese ganzen Palästinenser und an die Muslime, ihr müsst den Islam verlassen. Ihr müsst den Islam verlassen und zu den Herrn Jesus Christus kommen. Wenn ihr in diesem Glauben sterbt, werdet ihr in den Feuersee geschmissen werden. Leute, bitte alle teilen und liken bitte. So, ein Moment. Bin ich geblendet? Es ist die Wahrheit. Man sieht doch diesen Hass in euch. Möge Gott dir verzeihen. Möge der Herr Jesus Christus dich recht leiten. Euer Allah ist nicht Gott. Allah ist ein Mondgott. So, Punkt, fertig, aus. Und ich habe das ja auch im Status gesehen, wie muslimische Frauen TikTok-sportlich mit Kopftuch den Juden den Tod gewünscht haben. Wie schrecklich ist das? So viele Muslime auf der Straße in Deutschland ergötzen sich darüber. Was ist das bitte für ein Glaube? Was ist das bitte für ein Hass? Wie verhasst muss man eigentlich sein, dass man den Juden den Tod wünscht? Auf beiden Seiten. Ich wünsche mir auch, dass die Palästina, also dass die auch alle gerettet werden. Aber was für ein Hass ist das? Was für eine Scheinfrommigkeit ist das? Kopftuch tragen, scheinfrommig sein, aber im Herzen tot und verbittert sein. Das meint der Herr Jesus Christus. Reinigt erstmal das Innerliche, bevor ihr das Äußerliche reinigt. Ihr seid Scheinfrommige. Und euer Glaube, seht ihr, was euer Glaube aus euch gemacht hat? Guckt mal, diese Länder hier, alle schön christlich. Türkei christlich, Syrien christlich, Irak christlich, Ägypten christlich, Libanon christlich, Saudi-Arabien christlich. Alles ruhige und friedliche christliche Länder, die evangelisiert worden sind von den Aposteln. Und jetzt schaut euch das alles hier mal an. Alles islamisiert. Wie hat sich dieser Glaube verbreitet? Und diese ganzen Länder haben einen Hass auf Israel. Leute, schaut euch die Kommentare an. Schaut euch einfach nur verhasst diese Kommentare an hier. Schaut euch mal an, wie verhasst die sind. Und der Herr Jesus, der hat uns was beigebracht. Du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Ihr liebt nicht eure Feinde. Ihr hasst eure Feinde. So, Punkt, fertig, aus. Wir lieben unseren Nächsten und wir lieben unseren Feind, aber ihr nicht. Ihr hasst eure Feinde, ihr habt Bitterkeit und Hass und Zorn. Und dafür werdet ihr eines Tages vor den allmächtigen Gott stehen. Und der wird euch eines Tages alle richten. Leute, bitte tippen und teilen. Tippen und teilen. Hier sperren. Hier alle sperren, die beleidigen. Sperrt die alle, Leute. Alle sperren und melden. Was für verhasste Menschen ihr seid. Wie krank ist das eigentlich? Alles für Fame. Nichts für Fame. Gar nichts für Fame. Ich möchte, dass die Muslime gerettet werden. Ich möchte, dass die Muslime den Islam verlassen und zu den Herrn Jesus Christus kommen, der euch Frieden gibt. Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wir sehen ja, was der Islam hier gemacht hat mit diesen Ländern. Hat Jesus Schwein... Oh, jetzt bitte hört auf mit Schwein essen. So, dieses Land hier gehört den Juden. So, Punkt, fertig, aus. Das gehört nicht Palästina, das ist Israel. Dieses Land gehört den Juden. So. Und dieses kleine Land gönnt ihr nicht mal den Juden hier, dieses winzige kleine Land hier. Guckt euch mal an, wie groß dieses Land ist. Guckt euch das mal an. Und das gönnen die Muslime denen nicht mal. Das hier ist, gehört Israel. Der allmächtige Gott hat sein Volk, was versklavt worden ist, aus Ägypten rausgeholt und sie ins verheißene Land gebracht. So, Punkt, fertig, aus. So Leute, bitte alle den Stream liken, den Stream teilen. So, liken und teilen. Liken und teilen. Man sieht ja eure Friedlichkeit. Man sieht ja eure Nächstenliebe. Man sieht ja, wie ihr auf den Straßen demonstriert. Wie Terroristen TikTok sportlich. Dankeschön.
Man sieht, wie friedlich ihr seid. Man sieht das, wie verhasst. Einfach nur verhasst. Wo kommt dieser Hass her? Ja, alles gut. Leute, schaut euch einfach mal die Kommentare an, wie abfällig die über Juden reden. Aber auch an die Christen. Sperrt die Christen, wenn die abfällig über Palästina reden, also über die Palästinenser reden. Alle Christen sperren. Wir wollen fair sein. Wir wollen fair sein. Christen, die über die Palästina auch hetzen, raus mit denen. Genauso umgekehrt. So, Punkt, fertig, aus. Hier wird das Wort Gottes wahrhaftig verkündigt. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Punkt, fertig, aus. Deswegen möchte ich auch, dass die Muslime gerettet werden und den Islam verlassen. Deswegen möchte ich auch, dass die Muslime zu dem wahrhaftigen Gott kommen. So, der Arme. Ja, dann bin ich eben arm. Aber ich habe ja gesehen, wie die Palästinenser drauf sind. Ich war gestern evangelisieren. Wäre die Polizei nicht da gewesen, wäre die Polizei nicht da gewesen, ich sage es euch, das würde Mord und Totschlag auf der Straße sein. Wäre die Polizei bei dieser Demonstration nicht da gewesen und diese ganzen Leute, ich sage es euch, es hätte Mord und Totschlag gegeben. Wie viele Polizisten mussten die Israeliten, also die Juden da beschützen, um damit die Palästinenser die nicht angreifen. Ich rede von Deutschland. So müsst ihr das euch mal vorstellen. In was für eine Lage wir leben. Und die Muslime freuen sich darüber. Dann sehe ich irgendwo in Instagram-Stories Frauen mit Kopftuch, die sagen, Israel vernichte alle Juden. Was ist das? Was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Hass? Ihr werdet eines Tages vor den heiligen Gott stehen und ihr werdet Rechenschaft ablegen müssen. Mein Gott erlaubt nicht zu lügen. Mein Gott erlaubt nicht zu töten. Ihr werdet eines Tages vor den Richterstuhl Gottes stehen. Das verspreche ich euch. Hand und Siegel drauf. Und dann werdet ihr nicht vor Allah stehen. Dann werdet ihr vor den Herrn Jesus Christus stehen. Und dann werdet ihr alle gerichtet werden. Punkt, fertig, aus. Leute, tippen und teilen. Tippen und teilen. So, ich werde euch jetzt einen Vers vorlesen. Ob euch das schmeckt oder nicht. Alle Knie werden sich beugen und die Hände abwenden. So, alle Muslime werden eines Tages den Herrn Jesus Christus anbeten. Alle Muslime. Der Herr Jesus ist der wahrhaftige Gott. Philipper 2, Vers 10, 11. Damit in den Namen Jesu sich aller Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes. Mohammed wird den Herrn Jesus anbeten. Mohammed, euer Prophet, wird den Herrn Jesus anbeten. Ihr Muslime werdet eines Tages den Herrn Jesus Christus anbeten, weil er ist König. Er ist der König der Könige. So, und Gott lässt sich nicht spotten. Die Bibel sagt, es ist Gesetz, dass der Mensch einmal stirbt, danach aber das Gericht. Und es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nochmal, ich werde das jetzt über die Schlachter nochmal vorlesen. Mohammed wird den Herrn Jesus anbeten. Ihr Muslime werdet den Herrn Jesus Christus anbeten, ob es euch schmeckt oder nicht, weil er Gott ist. Er ist der wahrhaftige Gott. Und der Islam ist falsch. So, Islam ist nicht Frieden. So. Nochmal, in der Schlachterübersetzung, damit in den Namen Jesu sich aller Knie derer beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes. Und der Herr Jesus Christus wird wiederkommen, das sage ich euch und das verspreche ich euch. Und dann werdet ihr sehen, Muslime, was der Herr Jesus mit euch machen wird. Ihr werdet sehen, was dieser lebendige Gott mit euch machen wird. Der lebendige Gott ist vor 2000 Jahren auf diese Erde gekommen. Er nahm Knechtgestalt an. Er wurde wie ein Mensch. Und ich sage es euch, und das lese ich jetzt auch in Philipper 2 vor. Philipper 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Jesus Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, weil er Gott ist. Er ist der ewige Gott. Und auch hier lesen wir, wenn wir Johannes 3 oder wir lesen in 2. Korinther,
Vers 19, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihre Sünden nicht anrechnete. So Leute, deswegen sage ich an die Muslime, verlasst den Islam, rettet eure Seelen. So, und dieses kleine Land gehört den Juden. Das hier ist, das gehört den Juden. So, ganz einfach, Punkt, fertig, aus. Dieses kleine, winzige Land, was so groß ist wie NRW, gehört den Juden und Punkt, fertig, aus. Und das kann niemand den wegnehmen. Niemand. Weder Amerika, noch Russland, noch diese 20 islamischen Länder. Niemand kann dieses kleine Land wegnehmen. Punkt, fertig, aus. So Leute, und jetzt habt ihr meinen Stream gemeldet. Doppelte Meldung. Doppelte Portion Meldung. Aber ich werde nicht meinen Stream beenden. Ich werde weitermachen, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Auch wenn jetzt mein Stream gemeldet wird, werde ich weiter predigen und weiter verkündigen, damit ihr Muslime gerettet werdet, damit ihr zur Wahrheit kommt. Weil es gibt nur einen Gott und dieser Gott ist der wahrhaftige Jesus Christus, der Herr Jesus Christus. Punkt, fertig, aus, Muslime. So Leute, und ihr könnt mich weitermelden und ich werde weiterkommen und weiter predigen. So Leute, obwohl der Stream gemeldet und beeinschränkt wird, wird die Zahl immer hochgehen. So, und ich werde jetzt weiter verkündigen. So, und ich sage euch eins, ihr habt eine Chance. Nutzt diese Chance aus, geht auf eure Knie, tut Buße, kehrt um und werdet wiedergeboren, wie es in Johannes 3, Vers 3 steht. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und hört auf zu sagen, die Bibel wurde verfälscht. Wann wurde die Bibel verfälscht? Wer hat die Bibel verfälscht? Muslime. Es ist eine Behauptung. Aber ihr bringt keine Fakten. Ihr bringt keine Beweise. Das ist einfach nur Gerede. Der Herr Jesus, er ist der ewige Gott. Hier, seht ihr die Beleidigung? Seht ihr diese Beleidigung hier? Der Herr segne euch. Und das ist der islamische Geist. Das ist euer Geist. Ihr beleidigt und flucht von morgens bis abends. Und wir segnen, die euch fluchen, weil der Herr Jesus uns Feindesliebe beigebracht hat. Wir sollen unsere Nächsten wie uns selbst. Aber das habt ihr nicht, weil ihr den Herrn Jesus Christus nicht habt. Was bringt diese äußerliche Scheinfrommigkeit? Bringt gar nichts. Eure Werke werden euch nicht retten. Punkt, fertig, aus, ihr tötet. Hast du Angst, Digga? So, ich habe vor niemandem Angst. Ich habe vor niemandem Angst. So. Wir sollen unsere Feinde lieben. Wir sollen unsere Nächsten lieben. Aber bei euch sehe ich keine Nächstenliebe. Bei euch sehe ich nur Hass und Bitterkeit. Zorn, Hass und Bitterkeit. Und das ist euer Glaube. Aber mein Glaube sagt, mein Gott sagt, ich soll meine Nächsten lieben wie mich selbst. So, und ihr habt den Stream jetzt doppelt eingeschränkt. Seht ihr das, Leute? Sie wollen nicht, dass man die Wahrheit sagt. Sie möchten nicht, die Leute hier drin, die ganzen Muslime, diese antichristlichen Geister, möchten nicht, dass das Wort Gottes weiter gepredigt wird. Aber Muslime können von morgens bis abends live gehen und über Israel reden, über Juden reden, über den Gott der Bibel lästern. Alles schön und gut, das wird geduldet. Aber wenn wir einmal predigen und verkündigen, werden wir gesperrt, gemeldet und gehasst und verfolgt. So, ja, ich rede zu viel. Dann ist das so. Dann geht raus, wenn ich zu viel rede. Mein Stream, meine Regeln, solange ich hier niemanden beleidige, so, ich predige das Evangelium. Moin. Hallo. So, jetzt hängt mein Stream. Was ist das denn jetzt? So, Leute, könnt ihr bitte einmal alle folgen? Alle bitte einmal folgen, Leute. Alle bitte einmal folgen und bitte weiterleiten. Leute, weiterleiten und bitte folgen. Teilen und weiterleiten, egal ob der Stream eingeschränkt ist. Wir werden weiter predigen. Bis der letzte Zuschauer gegangen ist, werden wir weiter predigen. Wir lassen uns davon nicht einschüchtern. Weiter, alle folgen, Leute, alle folgen. Dankeschön. Danke, alle, die folgen, zurückfolgen. Bitte, alle folgen. Käfer, ja, du bist ein Käfer. So, und jetzt sage ich euch mal was der Gott der Bibel sagt. Der Gott der Bibel sagt, wir sollen unsere Nächsten lieben. Wir sollen unsere Feinde lieben. In Matthäus 5, Vers 43 hat der Herr Jesus gesagt,
Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und betet für die, welche euch beleidigen und verfolgen, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böses und Gutes und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, was habt ihr denn für einen Lohn? Tun nicht auch die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur euren Bruder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen es auch nicht die Zöllner ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. So, Amen. Punkt, fertig, aus. Amen. So, mein Stream wurde jetzt zweimal eingeschränkt. Angeblich wegen Hassrede. Wir hatten fast die 1000 Zuschauer erreicht. Fast hätten wir die 1000 Zuschauer erreicht. Leute, alle folgen. Alle folgen, Leute. Der Stream muss geteilt werden und gefolgt werden. Wir werden weitermachen. Alle tippen, alle folgen. Ich habe gar nichts geraucht. Ich habe weder was genommen, noch habe ich Alkohol getrunken, noch habe ich was geraucht. Ich bin in einem nüchternen Zustand. So, fertig, Punkt, aus. Das gibt's nicht, ne? Das ist so Wahnsinn. Alexa, gerade wo du hier drin bist, fast 1000 Zuschauer und der Stream wurde zweimal beschränkt. Zweimal beschränkt, innerhalb von 10 Minuten fast 1000 Zuschauer. Danke an alle, die Rosen schicken, aber Leute, gib mir keine Geschenke. Ich will weder Rosen haben, noch möchte ich Spenden haben, Leute. Gib mir gar nichts, Leute. Ich mache das hier alles gratis. Ich mache das hier alles umsonst. Ich möchte das Evangelium verkündigen, damit ihr gerettet werdet. Denn es gibt nur einen Retter und das ist der Herr Jesus Christus. Frieden durch Gott mit dem Herrn Jesus Christus, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat durch den Sohn Gottes, der Herr Jesus Christus. Ich nehme jetzt niemanden an. Du willst Fame werden. Ich will Fame werden, damit Fame werden, damit ich gehasst werde. Ich will nicht Fame werden. Ich möchte euch das Evangelium verkündigen, damit ihr gerettet werdet, damit ihr zu den wahrhaftigen, lebendigen Gott kommt. Evangelium, frohe Botschaft, rettende Botschaft, lebendige Botschaft. Nein, ich möchte dich nicht annehmen jetzt. Ich möchte predigen, versteht ihr das nicht? Ich möchte das Wort Gottes predigen, ich möchte jetzt hier niemanden annehmen. So, und Gott segne euch alle, die hier im Stream sind. Ich bin gerettet. Ich bin gerettet durch den Herrn Jesus Christus. Er hat mich gerettet. Ich bin zu ihm gekommen und er hat mir vergeben. Er hat mich aufgenommen. So viele Leute haben keine Ahnung. Ja, genau. Ich nehme dich nicht an. Allein schon Lack nehme ich an. Hab mal ein bisschen mehr Geduld und Respekt. Ich weiß nicht, ob dir das dein Glaube so erlaubt, so mit Menschen umzugehen. So, Leute, auf jeden Fall Feindesliebe. Das hat uns der Herr Jesus Christus beigebracht. Der Herr Jesus Christus sagt, an meine Liebe werdet ihr sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also habt untereinander Liebe. Und wir sehen, was der Islam für eine Liebe hat. Wir sehen die Liebe. So, Leute, es ist einfach nur gerade traurig. Gemeldeter Stream. Beobachtet bitte die muslimischen Streams. 1000, 2000 Zuschauer und die können sagen, was sie wollen. Nichts wird gemeldet. Aber wenn ein Evangelist, ein Christ, das Wort Gottes predigt, die Wahrheit verkündigt, wird der Stream wegen Hassrede gesperrt. Ich habe wieder beleidigt, noch habe ich Hass verbreitet. Ich habe die Liebe verkündigt, das Wort Gottes. So. So, Leute, ich werde auch, glaube ich, gleich nochmal den Stream neu starten. Neues Glück. Ich werde erstmal was essen, Leute. Dann werde ich den Stream neu starten. Ich werde Kraft sammeln und dann wieder mit Power nach vorne gehen. Und ich bedanke mich bei allen, die mich unterstützen. Ich bedanke mich bei allen, die meine Streams auch geteilt haben und die mir folgen. Alle bitte folgen. Bitte, Leute, folgen, unterstützen, Leute. Der Stream muss voll sein. So.
Okay, Leute, ich beende jetzt einmal den Stream. Ich werde in die nächsten 20 Minuten dann wieder live kommen. Gott. Bis zum nächsten Mal. Ja. Gottes Segen euch dann, Leute. Und dann bis gleich. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr wichtig, ihr müsst von neu geboren werden. Ohne die Wiedergeburt kommt ihr nicht in den Himmel. Johannes 3, Vers 3, das predige ich nochmal. Jesus Christus, der Herr Jesus Christus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Es ist wichtig, eine Entscheidung für den Herrn Jesus zu treffen. Nicht gegen den Herrn Jesus Christus, sondern für den Herrn Jesus Christus, der seinen Sohn in die Welt sandte. Denn allen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. So, ich werde gleich wieder live kommen. Bitte Leute, unterstützt mich, teilt den Stream in allen WhatsApp-Gruppen, Telegram-Gruppen, egal wo, Hauptsache es wird geteilt. Gottes Segen und bis gleich. Bukhari folgen. Und Bukhari selber sagt, dass Waraka, ein christlicher Mönch, den Koran für Mohammed geschrieben hat. Und als Waraka gestorben ist, hatte Mohammed 3 Jahre lang keine göttlichen Offenbarungen mehr und wollte sich umbringen und wurde gerettet von Jibril. Das steht in Sahih al-Bukhari. So. Und jetzt hast du ein Problem damit, dass die Bibel mehrere Autoren hat, genauso wie der Koran. Nein, der Koran ist aber der erste. Aber das sagt Sahih al-Bukhari, wieso sagst du nein? Guck mal, es gibt nur einen Autor. Nein, gibt es nicht. Allah subhanahu wa ta'ala, es gibt nicht mehrere. Aber in Sahih al-Bukhari steht was anderes. Ach ja, ich glaube nicht an andere Bücher. Ich glaub, das, aber dein Koran wurde von einem anderen Buch abrogiert. Der Koran wurde von Allah subhanahu wa ta'ala auf Muhammad seine Hand gelegt. Und das ist der Fehler, was ihr jetzt... Ja, versteht das nicht. Der Koran wurde nicht... Es wurde in 23 Jahren, wurde in Vers für Vers offenbart. Niemand hat ihn ein Buch in die Hand gelegt. Weil die Menschen, warum ist so wahr? Die Menschen sollten nicht alles direkt erfahren. Weil dann zu viel ist, es wäre zu viel für die. Ja, genau. Deswegen genau. Und jetzt kommt ein Mensch... Jetzt kommt ein Mensch nach dem Tod von Mohammed, schreibt ein Hadith und dieser Hadith abrogiert für den Sunniten den Koran und obwohl das im Koran steht, die Zeit-Ehe, machen das die Sunniten nicht mehr. Wegen einem Hadith von irgendeinem Kalifen oder ich kenne jetzt seinen Namen nicht, aber vielleicht können das die Leute im Chat schreiben. Wenn das die Sunniten dann machen, okay, wenn das die Sunniten an einen anderen glauben, dann sind das in unseren Augen Kafirs. Dann bist du aber ein Schiite. Dann bist du ein Schiite. Ich folge dem Koran und der Sunna. Ich bin kein Schiite. Und die Sunna? Und was ist die Sunna? Was ist die Sunna? Guck mal, die Sunna ist zum Beispiel das, was der Prophet gemacht hat. Ja, und wo liest du das? Durch die Hadithe. Und von wo kommen die Hadithe? Die sind von Menschen geschrieben. Das sind Gelehrte und Gefährte von dem Propheten Mohammed, die dann alles niedergeschrieben haben. Genau. Und jetzt gibt es Gelehrte, die als authentisch eingestuft haben als Sahih. Gelehrte. 100%. Die haben ein Zitat. Ja. Und jetzt sage ich, Sahih al-Bukhari selber schreibt, dass ein christlicher Mönch namens Waraka bin Neufal für Mohammed den Koran geschrieben hat, denn als Waraka gestorben ist, hatte Mohammed 3 Jahre lang keine göttlichen Offenbarungen. Also entweder war Allah traurig, dass ein Christ gestorben ist, oder Mohammed hat seinen Schreiber verloren, von dem er die Offenbarung hatte. Und Mohammed, sein eigener Cousin, ist zum Christentum konvertiert, als er gesehen hat, dass Mohammed Verse von ihm in den Koran geschrieben hat. Es kann doch gar nicht sein, weil der Koran wurde offenbart von dem Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam und seinem Folger. Zum Beispiel der Folger, einer der wichtigsten Folger war, der den ersten Ersehen gemacht hat. Abu Bakr. Abu Bakr, wer war sein bester Freund von dem Propheten Mohammed? Ich weiß, aber alles gut, was hat jetzt Abu Bakr mit Waraka zu tun? Jetzt erkläre ich dir was. Weil du sagst, der Koran wurde von einem Christlichen geschrieben. Ja, das sagt aber Sahih al-Bukhari schreibt das, nicht ich sage das, das sagt Sahih al-Bukhari. Und dann, wenn er das gesagt hat, dann ist er in unseren Augen ein Käfer. Und daran glauben wir nicht. Aber warum haben dann eure Gelehrten ihn als Sahih al-Bukhari eingestuft und nicht als Sahih al-Bukhari? Er ist 100% authentisch. Ja. Sicher. Er ist 100% authentisch. Wo bekomme ich die Absicherung, dass er 100% authentisch ist?
Weil das eure Gelehrten ihn eingestuft haben. Weil er heißt das Sahih al-Bukhari und nicht Daif al-Bukhari. Warum kenne ich Sahih al-Bukhari nicht? Das ist eine Katastrophe. Warte mal ganz kurz. Leute, alle nochmal tippen und folgen. Alle tippen und liken, damit wir jetzt hier die 300 Zuschauer bekommen. Warum kenne ich das Sahih al-Bukhari nicht? Weitergemacht. Ja, stell dir mal vor, jetzt du gehst in einem Stream von Christen und die Christen müssen dir erklären, wer Waraka ist, wer Sahih al-Bukhari ist. Das ist doch schlimm. Du folgst ja einer Religion, wovon du gar keine Ahnung hast. Guck mal, ich folge dem Islam und dem Koran. Du erklärst mir Sachen von einem anderen Bücher. Ich folge keine anderen Bücher. Ich folge keine anderen Bücher. Verstehst du, was ich meine? Wenn ich jetzt über die Bibel oder über den Christentum was erklären sollte. Du bist ein Moslem, kommst in den Live, ich erkläre dir was, aber nicht über die Bibel, ich erkläre dir über andere Büchersachen. Aber dein Koran selber sagt, du musst an die Bücher glauben, nicht ich sage das. Die sagen, folgt dem Koran und der Sunna. Und die Sunna wurde niedergeschrieben, in Sahih al-Bukhari hat die Sunna niedergeschrieben. Warum glaubst du jetzt nicht an dieses Buch, obwohl dein Koran sagt, du musst an dieses Buch glauben, an die Sunna? Der Koran sagt mir, ich soll an andere Bücher glauben. Sicher. Ja, natürlich, folgt dem Propheten und der Sunna. Wann, wo wurde die Bibel verfälscht? Wann und wo? Wann? Wann und wo? Wer hat die Bibel verfälscht? Wann und wer? Wo? Also erzähl keinen Schwachsinn, wenn du keine Ahnung hast, ja? Immer diese Aussagen, ihr lebt doch, diese Leute haben null Ahnung. Leute, müsst ihr mal vorstellen, die Leute haben null Ahnung. Null Ahnung haben die Leute. Und reden einfach ohne Wissen. Axel, ich muss ganz kurz den Stream neu starten, Leute. Ich komme gleich wieder. Immer das Gleiche, Leute. Hallo? Möchtest du was sagen? Leute, kommt doch rein, ohne zu beleidigen. Kommt doch einfach mal sachlich rein, Leute. Sonst schmeiß ich euch raus. Hallo, möchtest du was sagen? Hallo? Ja, dann muss ich dich jetzt leider raustun. Kleiner Dankeschön, der Herr segne dich. Dankeschön, der Herr segne dich. Was hast du gegen das aus Liebe gesagt? Entschuldigung. Hallo? Möchtest du was sagen? Ja, nur einen Moment, warte. Wie bitte? Ich habe ihn nicht gehört. Bruder Seifu, ich entstumm dich mal. Hallo? Ja, Bruder? Gottes Segen. Gottes Segen. Alter, war viel Spaß. Bruder, ich wollte sagen, was dem Menschen bewusst sein soll. Hört man mich? Da sterben Menschen, Bruder. Da sterben Menschen. Das ist egal. Im ersten Moment ist es nicht egal, an was die glauben, weil wer nicht an den Herrn glaubt, der ist leider verloren. Aber da sterben einfach Menschen. Und man kann das nicht feiern, dass da Menschen sterben. Das ist nicht in Ordnung. Hi. Nur das wollte ich sagen, Bruder. Das ist einfach. Genau, Amen. Amen. Man kann das nicht feiern. Hört man mich? Ich wollte auch noch was sagen, falls es mir erstattet ist. Ja. Also, ganz kurz zum Thema. Natürlich, Krieg ist, kann man nicht rechtfertigen, egal welche Seite. Krieg ist immer schlimm. Ne? Aber es gibt ein Land, was den Juden laut ihrem Buch zusteht. Das geheiligte Land. Und das ist ein Riesenprojekt, was darauf hinarbeitet, den Juden dieses heilige Land zu geben. Ne? Das steht auch in der Tora und so weiter und das kann auch niemand leugnen. So, und diese Länder umfassen Syrien, Irak, Türkei und so weiter und so fort, Ägypten sowieso. Und daher, es ist ein Glaubenskrieg. So.
wenn ich kurz was sagen darf, sogar ein Bruder Eli, also der Bruder Elianathan, hat heute Morgen aus dem Koran vorgelesen, dass Israel den Juden gehört. Es steht sogar im Koran drin. Er hat die Verse vorgelesen. Das steht sogar mehrmals im Koran, dass Israel den Juden gehört. Ganz einfach. Das ist einfach sogar im Koran, das ist in der Bibel, das ist. Welche Suche soll das denn sein, bitte? Ich will da mal nachschauen. Also der Elianathan hat die Suren genannt. Ich habe mir die jetzt nicht aufgeschrieben, aber der hat die erwähnt, hat vorgelesen, damit auch die anderen halt mitschreiben können. Ja. Weil mich interessiert das ja nicht, weil ich weiß das ja aus der Bibel. Und hier schreibt aber jemand die Suren rein, glaube ich. Und ich fand das halt sehr interessant, weil ich selber wusste nicht, dass das so oft im Koran steht, dass Israel den Juden gehört. Schreib mal bitte in die Kommentare rein, welche Suren das sein soll. Ich will da mal nachschlagen. Genau, ihr Lieben. Das wäre ganz lieb. Wo soll das denn im Koran stehen, dass das den Juden gehört? Also dann heißt, Amerika gehört auch nicht den Amerikanern. Oder? Also steht gehört Deutschland den Deutschen, Ukraine, die Ukraine oder sonst was? Italien. Also schau mal. Du erzählst hier ein Märchen, was gar nicht im Koran, wenn es danach gehen würde, ja, dann würdest du im Dschungel leben. Ja, schade, dass du das heute Morgen nicht gehört hast. Ich wollte. Nein, ist aber so. Da steht gar nicht. Die sind zwar in dem Koran erwähnt, aber da steht nicht, dass da im Koran, dass das dem und dem was gehört. Doch, das stimmt, steht drin. Das stimmt doch gar nicht. Moment. Und außerdem, warte mal, so wie jetzt zum Beispiel, die Kurden, die wollen in der Türkei ein Land haben, ne? So, weil die sagen, das gehört denen. Und das ist genauso. Ein Moment, warte, ich muss kurz auf Stumm. Ich bin sofort da. Auch wenn es im Koran steht, ne, dass den Israel den Juden der Israel gehören soll. So, es geht nicht um die Juden, es geht um den Zionismus, um die fanatischen Zionisten, die Israel nicht reicht, sondern komplett und alles drumherum auch noch besetzen wollen. Darum geht's. Okay. Wir Moslems hatten niemals mit den Juden irgendwelche Probleme. Allein dieses Zionismus und dieses Extremismus, sei es von Seiten des Zionisten oder Seiten des Hamas, das spielt gar keine Rolle. Es gehen Menschenleben drauf. Und das kann niemand irgendwie gutheißen. Ne? Richtig. Genau. Auch von den Palästinensern, das ist egal, welche Seite. Genau. Egal in welcher Form, ist immer scheiße. Nationalismus, Zionismus, egal mit welchem Muster das alles endet, es ist immer schlecht. Genau, also ich muss dir sagen, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, ich weiß nur eine Sache. Vor 2000 Jahren ist mein Herr Jesus in Israel geboren, er ist Jude gewesen und Mose war Jude und alle Juden waren von da an immer, er hat aus Ägypten die Juden befreit und hat die nach Israel geführt. Und das ist schon ganz viele tausend Jahre her. Und das kann ich dir nur sagen. Auch Islamismus, auch der extreme Islamismus. Ne? Der Islam kam dass die Menschen so geblendet sind durch diesen Extremismus, dass die sogar über Leichen gehen. So, verstehst du, was ich meine? Richtig, ja. So, und da werden Leute gedrillt, Gehirn gewaschen und Kanonen in die Hand gedrückt. Du wirst den Gegenüber umbringen, ob du willst oder nicht. So. Mach dir mal einen Screenshot. Sei es auf der Seite von den Juden. Lauf mal als Moslem durch Jerusalem als ganz normaler Moslem. Die Leute werden angespuckt auf offener Straße. So. Okay. Ich bin selber Türke, ich bin jedes Jahr in der Türkei. In der Türkei stehen so viele Kirchen. Die Leute, die machen da ihre Gebete. Ob es Juden sind, ob es Armenier sind, ob es sonst irgendetwas ist. Ne? Da herrscht Glaubensfreiheit. Ja. Auch in der Türkei. Was man schwer zu glauben mag, aber es ist wirklich so. Okay, Ispatana oder wie der Name ist, mach mal einen Screenshot. Jakobus, kannst du bitte noch mal die Suren reinschreiben? Dann kann der Ispatana sich vielleicht, Entschuldigung, ein Screenshot machen von den Suren, die ich eben erwähnt hatte. Das wäre super lieb. Dankeschön, vielen Dank.
Der hat hier gerade die Suren rein. Ja. Wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen, ich habe es nicht gelesen. Ja. Aber wenn es so da steht, dann ist das so. Aber wie gesagt, auch wenn Israel den Juden gehören sollte, ne, ob das im Koran steht oder nicht, sei es mal so, es geht alleine um den Extremismus, dass der Mensch gierig ist, dass er nicht genug bekommt, dass er ein Land will und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Darum geht es. So, und die Palästinenser, bis 1900, keine Ahnung, was war das, 45, 46, wo es angefangen hat mit dem Bausiedlungen in Israel, bis dahin war ja auch alles in Ordnung. Ne? Ja. Ja. Ich finde das halt nur, weißt du, Ispatana, das, was mich so aufregt seit gestern, ist einfach, dass Menschen feiern auf der Straße, weil in Israel Menschen getötet werden. Die machen Partys und sagen, wir gehen dann beten. Sowas kann ich absolut nicht verstehen. Ich habe jetzt mal eine andere Frage an dich. So, bist du dafür, egal welche Nationalität oder egal wo, bist du dafür, dass ältere Frauen und Kinder umgebracht werden, egal wo? Stellst du mir die Frage? Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich will dir mal was sagen. Und ich kann dir, wenn du möchtest, sogar Privatvideos schicken. Ja? Dieses Jahr alleine. Ich habe einen Kollegen, wo sein Bruder auf dem Balkon stand, der wollte Zigaretten holen. Ne? So, und der Bruder hat oben vom Balkon geguckt. 19-Jähriger kriegt einen Schuss von einem Israelin durch sein unterm Kinn aus dem Kopf raus. Der Junge hat ein Jahr behindert. Wie viele Kinder sind da ermordet worden? Davon wird nicht berichtet. Ja? Aber jetzt, wo die Hamas dafür eingegriffen haben, weil die Schnauze voll haben irgendwann, ne? Das wird hier in den Medien gezeigt. Und jetzt sind die Terroristen, die in ihr eigenes Land angespuckt werden, jedes Jahr zu unserem Zuckerfest werden die Moschees angegriffen und bla bla, dann heißt das, ja, weil die Palästinenser. Ja. Was sagst du denn dazu? Hier in deutschen Medien, ich saß wirklich mit Leuten, ich komme selber von einer Sicherheitsfirma, ich saß mit Leuten Kunterbund, ja, wo die gesagt haben, ey, schon wieder die Israel und hin und her. Dann habe ich arabische Nachrichten angemacht, ich so, das ist gerade live. Die so, ehrlich? Ich so, das ist live. Sowas wird hier nicht gezeigt. Die Leute werden hier manipuliert. Es wird nur das gezeigt. Ja. Aber da sagt doch niemand was. Ich bin für irgendwelche Kriege. Aber was für ein Zufall, dass es genau immer zu Ramadan und zu Zuckerfest passiert. Ne, was für ein Zufall. Ja, das frage ich mich auch. Darum. Entschuldigung. Die wollen nur die Palästinenser damit erniedrigen. Die Muslime wollen sie damit erniedrigen. Ja. Ganz kurz bitte. Keiner von hier sagt, dass wir das gutheißen, wenn sowas passiert. Kein Mensch sagt das. Kein Mensch leugnet da, dass da überall auf der Welt irgendwas Komisches passiert. Und wir vorhin gesagt haben, wie dein Kollege, Extremismus ist immer schlecht. Ist in allen Seiten so. Wir sagen nicht, dass da irgendwelche Juden irgendwelche Menschen umbringen. Aber meine Frage, antworte mir bitte da drauf. Wieso seid ihr oder generell jetzt die Leute erst aufgestanden, nachdem Israel angegriffen worden ist? Wieso 250 Leute wurden dieses Jahr ermordet? Warum hat da keiner Mucks gemacht? Das ist mal meine Frage. Nochmal, gib mir bitte darauf eine Antwort, nicht um den Brei herum. Ja, ich gebe dir eine Antwort. Kann ich kurz? Ja, dann gib mir mal. Eine Sekunde, Schwester. Das, was du in den Medien siehst, ist nicht das, was wir entscheiden oder das, was du sehen möchtest oder was ich sehen möchte. Das, was du in den sehen möchtest, ist das, was du uns sehen lassen möchtest. Das ist das, was Bruder Danny hier tagtäglich den Leuten versucht zu erklären, dass alles manipuliert ist. Ja? Dass der Teufel überall die Hand im Spiel hat. Das, was wir sehen in den Medien, ist nicht das, was die Menschheit sehen soll. Ich sehe das nicht nur in Medien. Was die Menschen sehen möchten. Guck mal, ich bin ehrlich zu dir. Ich sehe das nicht. Ich habe das nicht durch die Medien. Ich habe Familie, mit denen ich Kontakt habe. Ich habe im Libanon selber Familie, die in Libanon leben. Meine Tante ist selber mit einem Palästinenser verheiratet. Ich habe Familie da unten. Pass auf, nochmal. Ich sage, das ist keine Medien. Du hast mich missverstanden. Ich habe gesagt, das, was die Menschen in den Medien sehen, ist das, was die möchten, dass die Menschen sehen. Das, was wir den Menschen zu sehen bekommen, ist nicht das, was auf der Welt wirklich passiert. Das ist das, was die möchten, dass die Menschheit weiß, was die Mehrheit dran glaubt. Das ist das, was Bruder Daniel tagtäglich sagt.
dass der Teufel seine Spielchen spielt. Kein Mensch, kein Christ kann, tut es gut heißen, wenn irgendein Jude irgendein Baby umbringt oder sowas. Kein Mensch von uns, keiner. Wir ja, aber das. Du siehst doch deren, du siehst doch selber der Jude, du siehst selber zum Beispiel, ich rede von den Zionisten, ne? Wie die da feiern, dass ein Moslem brennt oder wie auch immer. Ja, aber die feiern das. Guck mal, zum Beispiel in Ukraine. Die Bilder haben wir auch nicht vergessen, wo Bomben auf Palästina gefallen sind und die ganzen Juden auf diesen Berg standen mit ihren Klappstühlen gefeiert haben. Das haben wir auch nicht vergessen. Ich gehe doch deswegen nicht auf die Straße, nur weil ein Jude brennt und feiere das oder weil ein Moslem brennt und ich feiere das. Das tun wir doch nicht. Nicht du, aber die haben das in Israel gefeiert. Da waren Millionen Menschen, die das gefeiert haben. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt alle Menschen, die sowas machen, terminieren? Sollen wir die alle umbringen? Sollen wir alle Menschen, die was Böses machen? Nein, nicht umbringen, aber man soll nicht, Bruder, dann soll man nicht in den deutschen Medien sagen, die Araber, die Palästinenser, Terroristen sind selber schuld. Wir müssen nicht mehr Geld dahin schicken, bla bla bla. Alles nur gegen Palästinenser und der Jude wird als korrekter dargestellt. Ich meine der Israeli jetzt, weißt du, warum? Ja, warum immer auf eins? Das verstehe ich nicht. Gerade Deutschland sollte sich ein Beispiel dafür nehmen, wie es ist. Alles wird von Freimaurern kontrolliert. Haben wir doch schon x-mal erklärt. Alles sind Freimaurer. Netanyahu ist Freimaurer. Biden ist Freimaurer. Putin ist Freimaurer. Alle Staatspräsidenten sind Freimaurer und Satanisten. Und hetzen die Völker gegeneinander auf. Aber auch die Hamas-Führer sind Eingeweihte und auch Terroristen. Ja, das ist ein bisschen zu laut. Mach mal deinen Dings da aus. Man versteht nicht, ist zu laut da. Man hat ja diesen Angriff zugelassen, sag ich mal. Der beste Geheimdienst, Shin Bet Mossad, haben ja, und die israelische Armee haben das alles zugelassen, ja. Diese ist ja eine False-Flag-Operation wie am 9.11. sozusagen. Die Ägypter haben vor diesem Angriff gewarnt und die Israelis haben nichts unternommen, um ihre Staatsgrenzen zu sichern, sondern sie haben diesen Angriff bewusst zugelassen, um jetzt in den Gazastreifen einmarschieren zu können. Das ist alles von Freimaurern durchorganisiert. Hitler war ein Freimaurer und Satanist, Stalin war ein Freimaurer und Satanist. Das hat die Welt immer noch nicht begriffen. Alles wird von Freimaurern und Satanisten geführt. Das ist das große Problem. Das Einzige, was du machen kannst, sagen wir immer wieder, komm, so frag bitte zu Gott, wer bist du? Bist du Allah oder bist du der Herr Jesus Christus? Bist du Buddha? Wer bist du? Und braucht man ja als Moslem keine Angst haben, wenn sich dann Alarm meldet, ist ja alles okay, dann hast du die Heilsgewissheit, dass der Islam die absolute Wahrheit ist. Mehr wollen wir hier gar nicht. Das ist der Sinn und Zweck unseres Streams. Und wir haben es nie für gut gehalten. Nochmal, wir haben es nie für gut geheißen, dass irgendwelche Menschen getötet werden. Wir sind nicht auf Seiten der Israelis. Wir sind noch nicht auf Seiten, sag ich mal, der Palästinenser. Wir lieben alle Menschen durch die Bank weg. Vielleicht das Volk, aber nicht die deutsche Politiker. Israelis. Wie bitte? Vielleicht das Volk, aber also zum größten Teil der Volk vielleicht, aber nicht die Politiker. Die ganze deutsche Politiker halten alles so ist recht. Die Politiker sind alles Die halten Sachen, alle. Das habe ich da schon mal gesagt. Die Presse weißt du, was mich am meisten sogar aufregt? Ja, dass hier in Deutschland die Politiker, ja, zeig mir einen Deutscher, der in. Scheiß mal auf alle Ausländer, die hier in Deutschland sind. Aber zeig mir einen Deutscher, der den Kopf hochheben kann und sagen kann, ja, dass es ihm gut geht hier in Deutschland. Zeig mir einen. Weißt du, die Politiker, die nehmen alles hier auseinander, weißt du? Kann ich auch noch mal ganz kurz was sagen. Alleine schon die Überschrift hier. Lass uns mal ein paar Dinge klarstellen mit dem. Es steht zu keiner Relation, diese Zahl. Okay, wie viele Israelis, ich kann jetzt gerade die Überschrift nicht lesen, aber. So ein kleines Land wie Israel, wie viele Supporter haben die denn? Deutschland, Amerika, Pipapo, wie soll ich noch aufzählen? Da werden Milliarden an Euros gescheffelt. Krieg ist natürlich scheiße, ne? Ist ja logisch, aber dieses Rad muss sich drehen. Deutsche Waffen, Krieg, supporten, das gehört alles dazu. Ja, das reicht schon, dass Amerika deren Waffen, Rücken ohne ist. Waffenexport, ohne diese ganzen Bomben. Ohne ja, aber Deutschland geht kaputt. Das habe ich doch gesagt, das ist alles, alle Politiker sind Satanisten. Die Satanisten sind auch hier natürlich in Deutschland. Kann ich versuchen, die ganze Zeit zu erklären. Amerika stellt Waffen her, Deutschland stellt Waffen her.
Ja, das ist von Satan ist, das ist ein Standbein, das ist ein Standbein von Deutschland. Waffenexport. Und ohne diese Waffenexporte kann Deutschland nicht existieren. Da geht es nicht um Menschenleben oder wer Recht hat oder wer sonst was. Darauf ist das Problem ist, die deutschen Politiker, die fühlen sich schuldig, weil angeblich Zweite Weltkrieg, Hitler den Juden das angetan hat. Und deswegen sind die Ersten, die jetzt davor stehen, um sich zu zeigen, dass sie, wie heißt es, dass ihnen das früher leid tat und dass sie beistehen. Ja. Das ist bei den Politikern. Und das finde ich Schwachsinn. Deutschland hat so viel an Geld gezahlt und gemacht und getan und trotzdem heißt das scheiß Nazi. Egal wie gut Deutschland zu den Leuten ist, die haben so kunterbunt in Deutschland aufgenommen, aber leider so viel undankbare Menschen. Tut mir leid, ist aber so. Die Sache ist, seit 80 Jahren ist das schon durch. Und normalerweise muss das doch irgendwann mal gut sein. Ne? Begreift doch endlich mal, dass alle Politiker auch in Deutschland alle eingeweiht sind, dass die Banken sind in der Kontrolle von Satan, die Rüstungsfirmen sind natürlich, in der Kontrolle von Satan. Das ist alles alle arbeiten zusammen. Netanyahu ist ein Satanist, genauso wie die Hamas-Führer. Da kannst du nicht dagegen angehen. Solange diese Bomben abgeworfen werden, wird alles nachproduziert. Es muss sich als dieses Hamsterrad muss sich alles weiterdrehen. Diese Mühlen müssen alles weiterdrehen. Ohne die Waffen, ohne Tote, ohne sonst irgendetwas, kann ein Land wie Deutschland oder Amerika auf Dauer nicht existieren. Ich glaube, Deutschland, wenn ich mich nicht irre, ist, glaube ich, drittgrößter Waffenimporteur. Stimmt das ungefähr? Ne? Amerika ist, glaube ich, Nummer eins. Ich glaube, danach kommt schon Deutschland oder als drittes. Nein, erstmal kommen nur China, Russland, ach so, stimmt. Frankreich, Großbritannien. Ich glaube, Deutschland kommt an siebter Stelle. Ja. Aber irgendwie Deutschland spielt auf jeden Fall ganz oben mit, ne? Da sind wir uns einig. Spielt mit, ja, natürlich. Ich habe doch gesagt, nie abgestritten, dass Deutschland von Satanisten regiert wird. Habe ich doch nie abgestritten, dass das alles Freimaurer sind. Die Rothschilds und so, die kommen ja alle aus Deutschland, ne? Die meisten Bauingenieure kommen ohne Deutschland, wo wären wir eigentlich jetzt gewesen, um ehrlich zu sein. Da muss man halt wirklich sagen. Deutschland hat wirklich sehr, sehr helle Köpfe, auch in der Vergangenheit, gehabt. Aber irgendwann sind die komplett abgedriftet. Ich frage mich warum. Ich weiß warum, weil Amerika das nicht sehen kann. Das ist das Problem von Amerika gewesen. Dass Deutschland so kleines Land ist, also was heißt klein, aber ganze Bauingenieure oder sonst was, alles aus Deutschland und das konnten die nicht verkraften. Ja. Aber seither denkt ihr wieder weltlich. Ich hab doch schon mal gesagt, ihr denkt wieder weltlich. Natürlich. Weil Deutschland guck mal, den Zweiten Weltkrieg, Deutschland lag richtig auf dem Boden, da war nichts und auf einmal Deutschland von heute auf morgen, die D-Mark-Zeit. Ja, die Währung, die war auf einmal bam, die war ganz oben und das hat Dollar kaputt gemacht. Nein, hat nicht Dollar kaputt gemacht. Alles wird von Satan geführt. Der Zweite Weltkrieg, alles wird von Satan geführt. Auch hat Satan wieder geführt, dass Deutschland wieder erstärkt, indem eben Deutschland Riesenkredite bekommen hat und von den Amerikanern die neuesten Maschinen, um das Land wieder aufzubauen. Das wurde auch alles wieder vom Satan geführt. Ich musste gerade so. Jetzt, wo du Satan sagst, Hitler hat Juden gehasst. Denken. Der hatte so einen Judenhass. Und der Judenhass ist ja generell extrem. Warum? Weil Jesus Jude war. Und Jesus sagt, die Juden sind das auserwählte Volk. Deswegen hasst Satan die Juden und will die Juden vernichten. Richtig. Laut meinem Glauben. Ja, guck mal, die Muslime sagen, Jesus war Muslim, die Juden sagen, der war Jude und die Christen sagen, der war Christ, weißt du? Der kann ja kein Muslim gewesen sein, wenn der Islam viel später gekommen ist. Der Islam ist viele, viele Jahre später gekommen, der kann gar kein Muslim. Der Islam ist in unserer islamischen Glaube seit Adam, der erste Prophet, erster Mensch und erster Prophet, bis den letzten Prophet Muhammad a.s. waren alle in unserer Glaube Muslime. Aber Leute, guck mal, es geht schon wieder Richtung Glaube. Es geht schon, ihr driftet wieder komplett ab. Ich wollte was anderes sagen. Jesus war als erstes, Mohammed doch war der wahre Prophet. Nein, es war doch Jehova. Nein, ich wollte was anderes. Genau, lass mal Thema wechseln. Aber beim Thema bleiben. Ich wollte auf was anderes hinaus. Warum ich eigentlich das echt ätzend, also warum ich jetzt überhaupt hier oben bin. Ich finde, guck mal, wenn ich bete für Palästina und bete für Israel. Ich mache da überhaupt gar keine Unterschiede. Was ich halt nur wirklich, was mich aufgeregt hat, persönlich ist, dass gestern Palästinenser geschrieben haben, und das kann ich einfach nicht verstehen, dass die Juden bald wieder auf den Zügen sitzen werden.
Das heißt, wie zu Hitlerzeiten. Und die haben sich gefreut. Ach, wisst ihr, sowas, das ist einfach, das so, geht einfach. Glaubst du doch selber nicht, wisst ihr? Ich wollte noch mal was sagen, genau. Genau. Die haben dann gesagt, Juden werden wieder auf die Züge sitzen. Da haben die irgendwas gesagt. Was, ey, da, dass sie sowas überhaupt labern, das ist doch komplett. Nein, bitte, hör bitte auf. Ich habe das alles gesehen. Ich muss dich stumpfen. Wenn du noch mal dazwischen redest, schmeiß ich dich raus. Ich war doch vor Ort. Ich habe doch gesehen, wie die Palästinenser einen Hass gehabt haben. Die Polizei wäre nicht dazwischen gegangen, das wäre Mord und Totschlag gegeben, das sage ich euch jetzt. Die haben nur die Israel-Fahne gesehen und schon sind sie aus ihren Ecken gekommen und wollten die Israeliten hier angreifen, also die Juden. Wo war das denn? Welche Stadt? Es war in Hamburg. Also, okay. Es war fast eskaliert. Ich war ja daneben und das waren bestimmt hunderte Polizisten überall versammelt und wie die Palästinenser geschrien haben, ich will das gar nicht aussprechen, diese Worte und wie sie sich darüber ergötzt haben, was die Hamas gemacht haben. Unfassbar schrecklich. Die haben sich gefreut, man hat das an ihren Gesichtern gesehen und haben dann alle Allahu Akbar geschrien, haben die Hamas gefeiert. Das ist unfassbar schrecklich, wenn du das nochmal mit den eigenen Augen siehst. So, ich muss ganz kurz aufräumen. So, und ich sage euch, Leute, ich hoffe, dass das nicht passiert. Ich hoffe, dass die nicht die Synagogen stören. Ich hoffe, dass das so weiter friedlich bleibt hier in Europa oder also allgemein in Europa. Dass sie nicht diese Palästinenser, dass die auf einmal die Synagogen stürmen und dann die Juden hier in Deutschland jagen. Weil ich sehe ja Videos, wie das schon langsam anfängt. Und ich hoffe, dass das nicht passieren wird. Auch, dass die für die Palästinenser, dass die nicht gejagt werden. Auch für die beten wir. Dass die in Ruhe gelassen werden. So. Amen. Amen. Weißt du, was ich arm finde? Die meisten schreiben, ja, wie Tiere. Um ehrlich zu sagen, die Tiere benehmen sich viel besser als viele Menschen. Wirklich. So, wie die sich gegenseitig momentan fressen, ne? Das ist echt unglaublich. Ja, traurig, ne? Ja, ist leider. Lasst uns auf jeden Fall beten für Palästina, auch für Israel. Ja, und nicht glücklich sein über Tote oder so. Lasst uns einfach für Frieden beten und dass der Herr seine Hand über alle Menschen hält und alle Menschen beschützt. Vor allem die Kinder, weil es ist egal, welches Land. Das ist einfach schrecklich, wenn Menschen sterben. Deswegen betet bitte nicht nur für Palästina. Guck mal, und ich sage ja nochmal, ich könnte eigentlich innerlich so durchdrehen. Ich sehe, wie so Kopftuchfrauen mit einem Nazi-Symbol so posten, wo ich mir denke, ihr seid so eklige, widerliche Menschen. Eigentlich, guck mal, wenn das ein Deutscher macht, dieser Deutsche würde sofort eine Haftstrafe bekommen, sofort Knast. Macht das aber ein Ausländer, so Moslem, das habe ich auch bei Michael Stürzenberger seinen Vortrag gesehen, wo dann eine muslimische Frau das gut fand, was der Hitler mit den Juden und so gemacht hat, TikTok sportlich. Die Polizei war nur daneben. Die haben gar nichts getan. Wenn das ein Deutscher gemacht hätte, wobei, der würde erstmal ein Jahr Gefängnisstrafe bekommen. Und auch die, was ich da bei den Palästinensern gesehen habe mit dieser Fahne, ist unfassbar, ne? Aber möge der Herr auch die Muslime segnen, mögen sie zu dem wahrhaftigen Gott kommen. Und mögen sie erkennen, dass was sie da machen, absolut falsch, dämonisch und bösartig ist. Amen, Bruder. Amen. Aber die Polizei hat doch auch, der eine Iraker oder was das war, wo der den Koran verbrannt hat, hatten auch die Bullen den da beschützt. Da hat auch keiner was gesagt. Ja, was meinst du, was die Polizei, wenn die nicht da gewesen wären? Der kriegt sogar Polizeischutz. Er bekommt Polizeischutz. Warte,
Weißt du, was erwartest du? Guck mal, wenn du hast ein Glashaus, ich habe ein Glashaus. Ich werfe mit einem Stein. Was erwarte ich denn? Soll ich dir mal was sagen? Ich verspreche weißt dir, ich habe Hand und Siegel drauf. Wenn du, sagen wir mal, die Bibel, ich habe es in meinen eigenen Augen gesehen. Ich habe es in meinen eigenen Augen gesehen. Die Muslime, ist auch egal. Hat nichts mit Hetze zu tun. Die Bibel in die Mülltonne werfen. Pass auf, so ein Buch brauche ich nicht. Ich bin Muslim, Alhamdulillah, pass auf. Würde ein, egal wer, das mit dem Koran machen. Ich sag dir mal was dazu. Vor seinen Augen in die Mülltonne werfen. Das war's mit seinem Leben. Das war's mit seinem Leben. Er kann sein Testament schreiben, das war's. Er wird einmal, das war's. Aber wir Christen segnen, wir verfolgen nicht Menschen. Wir würden auch keine Menschen töten. Aber ich habe das ja mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich bin ja auf der Straße. Ich gehe missionieren und evangelisieren. Und wenn ich dann solche Muslime eine Bibel in die Hand drücke, die schmeißen das so auf den Boden und treten drauf. Weißt du, ich heb das auf, ich bete für den Menschen, aber mach das mal mit dem Koran. Mach mal das mit dem Koran und dann will ich deine Augen sehen. Dann sagst du, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Komischerweise kommen hunderte Muslime um die Ecken. Wir Christen, wir beten einfach nur. Ich habe Muslime gesehen, die haben christliche Flyer, wo Bibelverse drauf waren, zerrissen und draufgespuckt. Und wir beten für diese Menschen. Mach das mal, wo so Koran. Was denn jetzt passiert? Hallo? Und jetzt mein Stream. Hallo? Hallo, hört man mich? Axel? Ja, hallo? Ja, man hört dich, Bruder. Mach das mal bitte mit dem Islam, dass so ein Muslim zu dir kommt und einen Flyer gibt über den Islam und zerreißt den mal vor seinen Augen. Dann will ich mal sehen. Dann will ich mal sehen, was passiert. Ja. Ich meine, wir wollen ja jetzt auch hier nicht zu sehr auf gewisse Themen eingehen, denn wir ja, wissen ja, dass in manchen... Die sollen, guck mal, das Einzige, was ich möchte, ist einfach, dass sie den wahren Gott erkennen. Dieser wahrhaftige Gott, der für euch ans Kreuz gegangen ist, am dritten Tag auferstanden ist. Hier dieser Stream, hier kann jeder seine Meinung sagen, hier kann jeder reinkommen, aber wir möchten, dass ihr gerettet werdet. Versteht ihr das nicht? Versteht ihr das nicht? Wir haben keinen Hass auf euch Muslime. Wir hassen euch Muslime nicht. Wir lieben euch Muslime und wollen, dass ihr gerettet werdet und zu dem wahrhaftigen Gott kommt. So. Bruder Axel, ich muss ganz kurz, kannst du ganz kurz übernehmen? Amen. Hallo, seid ihr noch da oder redet gerade keiner? Es redet wohl keiner mehr. Ich weiß, ich war gerade meine Wäsche aufgeraten, deswegen habe ich die verfolgt jetzt. Ach so. Auf jeden Fall, ja. Es ist schön, wenn wir alle beten für Palästina und Israel, für die Kinder, für alle. Hier schreibt jemand, was für ein Gebet. Generell beten. Ich weiß ja nicht, ob du für alle Menschen betest, der du das hier gerade reingeschrieben hast. Ich bete immer für alle Menschen, die gerade in Schwierigkeiten sind oder wo Krieg ist. Ich stelle mich nicht auf eine Seite oder auf ein Land oder auf eine Religion. Ich bete für alle. Ja, da gibt es nichts, wo ich sage, für die Menschen, die sollen sterben und verrecken und für die bete ich. Das geht gar nicht. Was wäre ich für ein Mensch, was wäre ich für ein Heuchler, wenn ich für eine Nation bete und hoffe, dass die andere stirbt? Dann bin ich ein Heuchler und dann bin ich böse. Ja, entweder bin ich ein friedlicher Mensch, entweder glaube ich an Gott und liebe alle Menschen und möchte, dass niemandem etwas Böses passiert. Oder ich bin ein Heuchler und bin böse und bin halt, ja, und für mich ist das ein Mensch, der dann mit Gott nicht viel zu tun hat. Denn wenn ich wirklich Gott in meinem Herzen habe, dann kann ich nicht für die eine Seite beten und die andere Seite sagen, ist mir egal, sterbt doch alle. Das passt nicht. Und hier sind so viele Menschen drin, jetzt wo gerade keiner redet.
ich segne, möchte wirklich, wünsche allen den Segen Gottes, die hier drin sind, egal ob Muslime, egal ob Christen, egal ob Juden. Ich hoffe, dass der Herr euch segnet, euch, eure Familie, eure Kinder. Ich hoffe, dass der Herr euer Herz berührt, mit Liebe erfüllt und euch wirklich ins Licht bringt und aus der Finsternis holt. Denn Gott ist die Liebe und er liebt euch alle, egal woher ihr kommt, wer ihr seid. Ihr müsst nur verstehen, dass Gott damit nichts zu tun hat mit Töten. Das ist der Satan. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch alle den Film Im Auftrag des Teufels gesehen hat mit Keanu Reeves. Kennst du den Film? Ja, den kenne ich. Am Ende sagt doch Al Pacino, der den Teufel spielt, den Satan spielt, sagt er, ein Zitat ist mir echt hängen geblieben, sagt er, welcher Mensch mit klarem Verstand kann verleugnen, dass das 20. Jahrhundert alleine mir gehört hat? Genau, richtig. Und du hast ja gesehen, wie schlau der war, ne? Wie er ihn verdreht hat und so. Genau, wie genau. Der Film ist das beste Beispiel, wie der Teufel seine Finger im Spiel hat. Richtig. Weißt du, bei uns in der Bibel steht, er verkleidet sich als Engel des Lichts. Er kommt und sagt, mach das, das ist gut, was du tust. Und bei uns in der Bibel steht sogar, dass die Menschen andere Menschen töten werden und es machen für Gott, im Namen Gottes. Aber dass sie das tun, weil sie Gott nicht kennen. Und das finde ich auch eine ganz interessante Stelle, weil wie kann man wirklich im Namen Gottes töten, wo Gott sagt, liebe die anderen Menschen? Also, ja. Ja, das ist leider traurige Wahrheit. Ja, sehr traurig, sehr traurig. Ja, der Gott, Gott sage ich, der Satan, was du schon sagtest, Engel des Lichts und so weiter, war ja. Ja, er verkleidet sich. Er wurde ja verbannt durch Gott, durch Allah, oder je nachdem, wie man es halt haben möchte, weil er sich halt gegen seine Befehle gewehrt hat. Ne? Genau. Wurde halt verbannt. Er wollte ja auch er wollte ja wie Gott sein. Genau. Und er hasst uns vor allem, weil der Herr, also Gott, hat uns halt so geschaffen, wie er ist, eigentlich voller Liebe, dass wir uns lieben und so. Und das hasst er. Er möchte das nicht. Er möchte nicht, dass wir Frieden haben, dass wir uns lieben. Er möchte, dass wir uns hassen und dass wir uns töten. Und dass wir denken, dass wenn wir töten, dass das gut ist. Und manche sind so verblendet, dass die tatsächlich denken, wenn sie töten und sagen, das ist im Auftrag Gottes, dass das echt so ist. Und das ist halt sehr, sehr traurig, weil unser Herr, also Gott hat uns doch gemacht, wenn er Gericht hält, kann er alleine Gericht halten. Er braucht uns Menschen dafür nicht, um Menschen zu richten, ja, oder irgendwie zu vernichten. Das geht mir sehr nah, wirklich. Und deswegen hoffe ich, dass der Herr bald kommt und Frieden macht und ja, dass wir alle im Frieden leben können. Definitiv. Da bin ich bei meiner Meinung. Stream beenden, weil ich mache jetzt, ich muss jetzt abschließen. Leute, ich werde später nochmal wieder live kommen und ihr seid auch herzlich alle eingeladen. Und ich werde jetzt den Stream beenden. Ihr könnt ja alle mir folgen, wenn ihr möchtet. Alle gerne folgen und danke nochmal für alle, die geteilt haben, geliked haben und die mir auch gefolgt sind. So Leute, ich werde, so Gott will, später dann nochmal ein Live machen und dann wünsche ich euch allen Gottes Segen. Eins möchte ich euch noch vom Herzen mitgeben. Trefft eine bewusste Entscheidung für den Herrn Jesus Christus, denn er ist vor 2000 Jahren für euch ans Kreuz gegangen. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt sandte, damit jeder, da steht jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und allen, die ihn aufnahmen, den gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Und vielleicht wärst du auch heute ein Kind Gottes, wer weiß. Treff eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus und du wirst ewiges Leben bekommen, denn er gibt dir ewiges Leben. Du kannst dich nicht selber erlösen, Religion kann dich nicht retten und deswegen ist der Herr Jesus Christus für dich ans Kreuz gegangen und am dritten Tag auferstanden. Wenn du das glaubst, wirst du selig sein, du wirst gerettet sein. Der Glaube rettet, allein der Glaube, nicht die Werke.
Und der Herr Jesus, er ist der ewige Gott. Und er muss nicht sagen, dass er Gott ist. Man hat es an seinen Taten gesehen. Und deswegen, ich sag's immer wieder in allen Streams, Leute, geht doch einmal aufrichtig auf eure Knie. Seid doch einmal wirklich aufrichtig, demütig und fragt Gott, wer bist du? Diese eine Frage, diese eine berechtigte Frage, Gott, wer bist du? Jeder, der den Namen des Herrn anruft, er wird gerettet werden. Und wenn ihr mich vom ganzen Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Wer klopft, dem wird aufgetan werden. Wer sucht, der wird finden. Wer aber nicht klopft, wie will die Tür denn aufgetan werden? Was meine ich damit? Dein Herz. Öffne dein Herz für diesen heiligen und vollkommenen Gott. Denn der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 3, Vers 3, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neu geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du musst wiedergeboren werden. Treff eine Entscheidung. Und ich verspreche dir von ganzem Herzen an alle Zuschauer jetzt hier, an alle Zuschauer, geh bitte auf deine Knie, frag Gott, bin ich auf dem richtigen Weg? Welcher Gott bist du? Und ich verspreche dir, dieser Gott wird antworten. Denn wir haben keinen Gott der Toten, wir haben einen Gott der Lebendigen. Und dieser Gott ist lebendig. Und die Bibel ist die frohe und lebendige Botschaft. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und der Herr Jesus ist Gott. Fragt doch einfach mal, sucht doch einfach mal. Leute, ihr könnt doch nicht so in den Tag hineinleben. Lasst euch doch nicht verblenden, Leute. Es ist doch wichtig, das zu hinterfragen. Bin ich auf dem richtigen Weg? Folge ich einem wahrhaftigen Gott? Folge ich, ist meine Religion echt? Ihr müsst euch das mal fragen. Ihr habt diese, das ist eine berechtigte Frage. Was, wenn ihr verloren geht? Was, wenn eure Religion euch in die Hölle bringt? Was, wenn euer Glaube gar nicht der echte Glaube ist? Der Herr Jesus Christus hat vor 2000 Jahren gesagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben, ehe Abraham bin ich. Der Herr Jesus ist Gott. Und die Juden haben erkannt, was redet er da? Er ist der gute Hirte, er ist das Licht der Welt, er ist das lebendige Brot. Die Juden wussten ganz genau, er macht sich Gott gleich. Er lästert Gott. Und das werde ich euch später, so Gott will, vorlesen. So deswegen, Leute, Amen, Bruder. An die Muslime, bitte kommt zu dem wahren Gott. Er liebt euch. Der Herr Jesus liebt euch. Egal, was für ein Hass ihr gegenüber dem Herrn Jesus habt. Egal, wie verhasst ihr seid, er liebt euch. Und er kann euch ein neues Herz geben. Ich verspreche es euch. Egal, wie oft ihr Gott geflucht habt. Egal, wie oft ihr den Namen des Herrn in euren Mund missbraucht habt. Jetzt ist Vergebung angesagt. Aber danach gibt es keine Vergebung mehr. Keine Vergebung mehr. Wenn ihr in den Tod geht, geht ihr in den ewigen Tod. Und dann gibt es keine Vergebung mehr. Dann wird dieser Gott euch alle richten. Dann war's das, dann ist es vorbei. Ich verspreche euch, wenn du jetzt in diesen Zustand, in diesen Tod gehst, ist vorbei, es gibt keine Vergebung mehr. Du bist getrennt von Gott in alle Ewigkeit. Dann wärst du nur noch für das Gericht aufbewahrt. Und ich sage dir, es ist schrecklich, und das sage ich dir hier und jetzt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Weißt du, wie schrecklich das ist, wenn dieser heilige Gott dich richten wird? Wenn du eines Tages vor diesem Gott stehst und er sagt, da hast du gesündigt, da hast du gelogen, da hast du betrogen, moin, da hast du was falsch gemacht. Weißt du, er wird dir alles zeigen, deine ganzen Wege, deine ganzen Gedanken. Was wird deine Ausrede sein? Du hast diese Entscheidung, treff jetzt die Entscheidung. Ich dachte, Jesus liebt mich. Ja, Jesus liebt dich, natürlich, der Jesus liebt alle Menschen. Aber du musst dich auch für ihn entscheiden. Und wenn du dich für ihn entscheidest, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Er ist ein treuer Gott und ein gerechter Gott. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Umkehr. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und glaubt es mir, er ist gekommen, um zu suchen, um zu retten, was verloren ist. Und wir alle gingen in die Erde. Und er ist der gute Hirte. So Schwester, so Bruder, an alle Gott. Amen. Halleluja. Schöne Worte, Bruder. Wunderbar. Und keine Sünde ist zu schwer, dass Gott sie nicht vergeben wird, wenn du bereust, egal welche, weil er dich liebt. Ja. Warte mal ganz kurz, Axel, wenn du willst, sag du mal noch ein paar letzte Worte. Du noch ein paar letzte Worte. Ich muss einmal ganz kurz abschließen. Ja. An alle im Chat. Betet für die Ungläubigen, dass die Muslime zum wahren Gott, unseren Herrn Jesus Christus, kommen. Betet für Palästina, für die Palästinenser, die jetzt unter den Bombardements leiden, unter die Bombenangriffe der Israelis. Betet für die israelischen Geiseln. Betet für die Israelis,
dass dieser Krieg, dieser Konflikt sehr schnell beendet wird, damit nicht so viele Menschen, so viele Ungläubige in die Hölle kommen. Und betet auch natürlich, dass der Ukraine-Krieg schnell beendet wird, damit nicht so viele Ungläubige in die Hölle kommen. Und wie gesagt, an alle, prüft jedes Wort, liest die Bibel und bleibt im Glauben. In diesem Sinne, dem Herrn Jesus Christus anbefohlen. Tschüss. Amen. Willst du noch was sagen? Amen. Ja, du kannst ja auch noch was ganz kurz sagen. Ja, also das Gleiche, was der Bruder gerade gesagt hat, das liegt mir auch im Herzen. Kommt zum lebendigen Gott, der euch ruft. Er ruft euch. Er will nicht, dass ihr verloren geht. Er liebt euch so sehr, aber ihr müsst selber entscheiden, ob ihr mit ihm sein wollt und ihn als euren Gott haben wollt oder ob ihr ihn als euren Richter haben wollt. Und der Herr ist so gut, dass er uns den freien Willen gegeben hat, dass wir Ja oder Nein sagen können. Bitte lest den Koran, lest die Bibel, damit ihr die Wahrheit erkennt, aber mit offenem Herzen. Amen. Amen. Ja, auf jeden Fall an alle 300, fast 300 Zuschauer, bitte alle folgen. Alle folgen. Ich werde später nochmal live kommen. Und dann seid ihr auch alle herzlich eingeladen. Also alle nochmal bitte, alle folgen, die mir noch nicht gefolgt sind. Ich folge alle zurück. Alle folgen bitte. Und ich danke euch, der Herr segne euch. Und dann, so Gott will, komme ich später live. Gottes Segen euch. Gottes Segen. Dann da jetzt 53. Pablo, ja. Guck mal, wie fair ich bin. Hier, die Muslime können die ganze Zeit hier ihre Meinung sagen. Jesus ist nicht Gott. Mach das mal in einem islamischen Stream, dann wärst du direkt gestummt. Direkt. Wärst direkt gestummt. Hier, geh mal in ein islamisches Land. Geh mal in ein islamisches Land und sag mal, Jesus ist Gott, du wirst direkt geköpft. Ohne wenn du da warst. Ja, Bruder, jetzt musst du TikTok sportlich, bitte. TikTok sportlich. Und, ja. Und wird der Stream wieder gesperrt? Ja, natürlich. Also wir sehen, ne, dass die islamischen Länder sehr gefährlich sind, sehr, sehr, sehr gefährlich. Da könnt ihr alle selber Quellen aufschlagen. Opendoors.de Opendoors.de. Oder Axel, was kannst du über Open Doors ein bisschen sagen? Erzähl mal. Du, ich werde jetzt gerade ins Kia, dann nach mich zurück, melde mich, ja? Also in Open Doors sind Berichte von Christen, die verfolgt werden, weil die den Herrn Jesus Christus, weil die nur an ihn glauben. Und das sind 90% nur islamische Länder. Eine Weltrangliste wird immer getätigt und gezeigt, wie Christenverfolgung ganz groß geschrieben wird. Und das wird in allen Medien verschwiegen, in allen kompletten Medien. Hallo? Gottes Segen, hallo? Hallo? Wie alt bist du? 18. Hey. Ich möchte auch so, dass du Assassiner. Na, Family. Wenn der 18 ist, hat Allah zwei Schienbeine. Statt einen, dann hat er zwei. Da mein Granatapfel runtergefallen. Jetzt habe ich schlechte Laune bekommen. Jetzt habe ich echt schlechte Laune. Wenn es um Essen geht. Hey Leute, ohne Spaß, wenn es zum Essen geht, dann hört der Spaß echt bei mir auf. Der hat einfach Auge auf den Granatapfel gemacht. Was? Mann. Ja, auf jeden Fall, Muslime, ihr seid alle herzlich eingeladen. Muslime, nochmal, wir lieben euch und wir haben keinen Hass gegen euch. Versteht ihr das nicht, Muslime? Aber die Muslime denken, wir hassen die. Nein, wir lieben euch. Wir wollen euch für das Evangelium gewinnen. So. Amen. Wir wollen nur fischen, denn in der Schrift steht, wir sollen Menschenfischer sein. Und wir wollen das Evangelium verkündigen, dass Jesus Gott ist und der Mohammed kein falscher Prophet ist und nie ein echter Prophet war. Und der natürlich gewisse Neigungen hatte an Kindern, was sehr gefährlich ist in Sure 65, Vers 4. Bruder Axel, wenn du Zeit hast, bitte lies mal ein paar Berichte aus Open Doors. Da kann man einmal nur öffnen und dann kann man direkt die alle lesen. Ah, ich habe auch sehr heftige Sachen in Open Doors schon gesehen. Also das hat mich auch sehr mitgenommen, wenn du das denn so siehst. Und du siehst auf einmal diese Christenverfolgung und du siehst aber die Christen,
die verfolgt werden, die lieben die Muslime. Die Muslime, die lieben die Muslime, die rächen sich nicht an die Muslime. Das ist die Liebe Gottes. Das ist die Liebe Gottes. Stell dir vor, du wirst verfolgt und du liebst diese Muslime. Was ist das bitte für eine Liebe? Unfassbar. Du wirst verfolgt, du wirst gehasst und du liebst sie. Das ist vorbildlich. Das ist wahrhaftige Nächstenliebe. Kommt bitte das alle rein. Nein, ne? Kommt nicht mehr rein. Das ist Leute, wirklich bitte, heftig. Könnt, Leute, bitte nur Volljährige. Bitte kommt Leute rein, die auch wirklich 18 sind. Und bitte, sonst muss ich euch hier echt rausschmeißen. Und ich möchte das nicht. Führen wir einfach ein normales Gespräch, sachlichen Dialog. Das ist unfassbar, ne? Na, Muslime haben sowieso Angst, eine Anfrage zu schicken, weil die genau wissen, dass wir den Islam Arbeitszeit aufdecken und alle Quellen haben. Und die wissen ganz genau, die können gar nicht darauf antworten. Das ist Katastrophe. Die wissen auch, dass das wirklich so stimmt. Die schämen sich ja für ihren eigenen Koran. Ja, Muslime, also kommt rein, stellt eine Anfrage und redet einfach sachlich mit uns. Ganz einfach sachlich. Ja, sachlich kann man immer reden. Ich wünsche jeden Einzelnen sogar Gottes Segen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Aber meine Lieben, ihr müsst anfangen, die Bibel zu lesen. Ihr müsst anfangen, Gott zu fragen, wer bist du? Dann werdet ihr natürlich finden. Wer sucht, der findet. Wer klopft, den Weg geöffnet. Genau, weil es gibt nur einen Gott. Und dieser wahrhaftige Gott ist der Herr Jesus Christus. Soll ich mal die Widersprüche des Islams aufzeigen, also die Widersprüche im Koran selber? Da kann man ein paar aufschreiben. Gott. Muslime, kommt doch hoch. Kommt doch hoch und wir führen ein ganz normales Gespräch, ohne Beleidigung, ohne Drohung. Guck mal, die ganze Zeit, ne, werde ich hier bedroht, die ganze Zeit werden meine Nachrichten vollgespammt. Was soll das, Leute? Könnt ihr nicht normal reden? Wer hat euch das denn beigebracht, diese bösen Wörter? Diese bösen Schimpfwörter. Ja, dieser Hass steht in Buch 9, Vers 29. Ja, 2-3 Minuten. Ja. Dieser Hass ist in Buch 9, Vers 29. Bruder Axel, du kannst einmal Buch 9, Vers 29 lesen, aber mit TikTok sportlicher Art, bitte. Einen Moment, ich muss das PC hochfahren. Du startest deinen PC hoch. Axel, wenn du dein PC anmachst, das hört sich an wie so eine Industriefabrik. Ja, genau, richtig. Das ist Wobei, das ist von MSI, das Teil. Eigentlich müsste ja gar nicht so schlecht sein. Vielleicht. Aber es ist jetzt nur vom Mediamarkt. So, jetzt ist aber mal soweit. Sura, welcher? 9, Vers 29, da steht drin, wie Muslime andere Gläubige behandeln sollen. Genau, so schön. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und nicht an den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht die Religion der Wahrheit befolgen. Von denjenigen, denen die Schrift gegeben wurde, bis sie den Tribut aus der Hand entrichten und gefügig sind. Das war's. 50, ne? Ja. Ja, da müssen wir noch Sahih al-Bukhari 29, 26 dazu lesen. Da steht drin, dass die sogar ein Stein sagen wird, da ist ein letzter Jude. Ne, und dieser letzte Jude soll, ne? Verfolgt werden, ja, geschlachtet werden durch die Islam. Ein paar Sachen habe ich mir ja mal gespeichert. Sahih al-Bukhari 29:26. Und das ist so schön, das ist den ersten, den ich gelernt habe. Den kannte ich schon 1994. Da wusste ich schon, dass der Islam hier Wahrheit sein kann. Dass es nicht von Gott ist. Sunnah Sahih al-Bukhari Nummer 29:26. Die Stunde wird dich kommen, bis ihr gegen die Juden so lange kämpft und bis der Stein, hinter dem sich der Jude versteckt hat, spricht, du Muslim, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, so töte ihn. TikTok sportlich.
Das ist heftig. Seht ihr, das ist der Islam. Der verfolgt die ganzen Menschen und behaupten, die seien Frieden. Wo ist der Frieden, wenn da steht, dass sie verfolgt werden müssen? Das in Sure 9, Vers 29 steht, Verfolgung an die Ungläubigen. Gottes Segen der Reihen. Ja, Allah, genau. Jesus ist kein Gott, merkt euch das. Jesus ist kein Gott. Ist ein Prof. Allahu Akbar. Suche 47,4. Wenn Gottes ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. So werdet ihr nicht schwach und ruft nicht zum Frieden, wo ihr doch die Oberhand haben werdet, denn Allah ist mit euch und ihr wird euch nicht um eure Werke bringen. Welche Suche war das? 4735. Okay, das ist, wenn 50%, mehr als 50% in ein Land Muslime sind und die Scharia aufrufen, also nicht die Scharia, den Dschihad aufrufen. Die sind dazu verpflichtet und dann übernehmen die das ganze Land. Genau. So, ich habe einmal reingeschrieben, dass es jeder screenshotten kann, dass ihr selber seht. Mehr als 50% müssen die sein und dann werden die den Dschihad aufrufen in ein Land. Und wer nicht mitmacht, wird Sure 9, Vers 29 und Sure 9, Vers 5 miterleben mit Sahih al-Bukhari 29, 26. Da seht ihr, dass der Islam kein Frieden ist und dann voll mit Krieg und voll mit Hass ist. Aber die Bibel sagt was anderes. Liebe deine Feinde, das, was der Koran, der Islam niemals kennen wird. Genau. Und hier gibt es noch was anderes. Sure 5, 1. Oh, die ihr glaubt, nicht die Juden und die Christen zu Schutzherren. Also ihr dürft hier gar nicht leben, wenn ihr hier die Polizei ruft und so weiter. Seid ihr schon raus aus eurem Glauben. Dürft ihr gar nicht machen als wahre Muslime. Die Christen als Schutzherren hier irgendwie in die Staatsanwaltschaft gehen, Polizei rufen beim Verkehrsunfall. Friede sei mit euch. Gottes Segen, die Gnade sei mit dir. Was liegt auf den Herzen? Ich wollte fragen, was eigentlich der Sinn hinter diesem Stream gerade ist. Ich verstehe es nicht so recht. Islam aufdecken und den Herrn Jesus Christus verkündigen. Hast du, sei ehrlich, komm, Hand aufs Herz. Hast du dich jemals mit dem Islam wirklich mal beschäftigt? Ja. Okay, dann bist du doch vertraut mit Sure 9, Vers 29, Sure 9, Vers 5, Sahih al-Bukhari 29, 26. Dann bist du doch vertraut, Sure 47, 3, 5. Dann bist du vertraut. Was sagst du dazu? Also ich finde es auf jeden Fall gewaltverherrlichend, so. Ich weiß aber nur nicht, zu welcher Zeit das war, also zu welchen Kriegsbestimmungen. Da musst du den Dossier von Ibn Kathir lesen und da steht drin, bei Sure 9, Vers 5 von Ibn Kathir, das ist allgemein für die ganze Welt. Denn der Islam muss ja auf der ganzen Welt verbreitet werden. Es ist nie weggegangen. Diese Suren sind immer da. Denn Sure 47, Vers 3 bis 5 steht geschrieben, wenn die Muslime mehr als 50% in ein Land sind, dann sollt ihr den ganzen Islam, den ganzen Land übernehmen, den Dschihad aufrufen, den Kampfbefehl. Also das ist nicht, was wir hier sagen. Theoretisch wäre das doch jetzt in Deutschland schon der Fall. Nein, ihr seid noch ein kleiner Teil, ihr braucht euch nicht größer machen, als ihr seid. Ihr seid so 2 Millionen oder 4 Millionen, irgendwie so ungefähr seid ihr in Deutschland. Ihr seid ein ganz kleiner Teil, sehr wenige Muslime gibt es hier. Auch wenn es ein bisschen anders vorkommt, aber ihr seid 4 Millionen Muslime ungefähr, kann man googeln, die Statistik. Okay, das wusste ich nicht, alles klar. Ich find's interessant, weil kannst du mir, du kennst dich ja anscheinend mit den Schriften sehr gut aus. Was bist du selber als Religion? Ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Dani, bist du katholisch, evangelisch oder was bist du? Ich bin nur ein Nachfolger des Herrn Jesus Christus. Religionen sind von Menschen gemacht. Ich folge nur die Bibel allein. Nur den Herrn Jesus Christus folge ich. Jesus ist Gott. Ich bin ein Christ. Ein einfacher Christ. Nur nach der Bibel gehe ich. Also du hast gesagt, ja, okay, gut. Also,
Ja, das wäre interessant zu wissen. Das ist interessant zu wissen, weil also du hast dich ja auch, du hast ja den Koran auch gelesen. Also in dem Fall kannst du mir auch vielleicht eine gute Tat sagen, was Mohammed gemacht hat. Ich kann dir auch gute Sachen sagen, aber was Ich bringt mir meine, verstehst das? du, wie ich Nein, meine? nein, 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 nicht ablenken, nicht ablenken, nicht ablenken, hör zu, Moses hat im nicht ersten Testament, ablenken. ich lenke Du dich ab, kommst an mit Moses hat guten im Sachen. ersten Soll Testament ich Adolf gesagt, Hitler, auch sagen, nein. was für gute Sachen er getan hat und ist er ein guter Mensch? Nein, ist er nicht. Nein, Also das ist schon mal ein falscher Gedanke, gut. ich frage dich nur ganz normal, was Das ist du, ein wie gesagt, falscher Gedanke, gut. ziemlich alt zum Testament. Moses hat das Meer gespalten. Das gibt's doch gar nicht. Jesus halt Blinde wieder heilen können und Taube wieder hören lassen können. Aber was hat Mohammed gemacht? Mohammed hat nur den Krieg gebracht. Sure 9, Vers 5. Soll ich vorlesen diesmal Das hat vor? Mohammed Nur 9, gemacht. Vers 5. Wenn nun die Schutzmonate abgelaufen sind, dann tötet die Götzendiener, wo immer ihr sie findet, ergreift sie, belagert sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Das beantwortet aber meine Frage nicht, welche guten Taten er getan hat. Guck mal, wenn wir jetzt anfangen, hier gute Sachen aufzusagen, ne? Dann nehmen wir mal Adolf Hitler und erzählen mal, was Adolf Hitler getan hat. Er hat Arbeit für die Nein, Deutschen gebracht. danke. Er Aber hat, okay, dann nein, reden das wir war zu. anders. Er hat Autobahnen erfunden. Soll ich Ja. diese Sachen erzählen oder was für ein Sinn ist das? Ist er ein besserer Mensch geworden oder wie? Ich wollte nur ein Beispiel, was Mohammed gemacht hat. Das gibt's doch gar nicht. Nein, wir müssen über die Schattenseiten reden des Islam und die werden Nein, aufgedeckt. war Wenn eine, ihr ein Problem nein, damit habt, Freunde, dann verstehst du mich seid ihr falsch. keine Muslime. Mein So Liebster, du einfach ist verstehst die mich falsch. Geschichte. Du verstehst Dann mich habt ihr ein falsch. Problem mit dem Islam, dann ist der Islam falsch für euch, das ist auch gut so, dann solltet ihr aber auch den Islam verlassen. Dann wenn ihr einstimmig seid mit dieser Sachen und genauso den Dschihad ausführen würdet, dann seid ihr echte Muslime. Seid ihr dagegen, seid ihr keine Muslime, dann seid ihr genauso ein Kafir. Habib, ich habe dich ganz normal gefragt, einfach nur, weil ich es nicht weiß, welche gute Tat Mohammed gemacht hat. Ich habe dich normal, weil du kennst dich ja mit dem Koran aus, ob du Du verstehst es, glaube ich, nicht, Pretina. Ich glaube, ich rede mit deiner Wand, oder? Wenn ich jetzt sage, es hat keinen Sinn, darüber zu sprechen, wenn es Schattenseiten gibt. Es Okay, kann doch nicht, du kannst doch nicht von einem Serienmörder nur die guten Sachen aufzählen. dann erklär mir mal auch eine andere Sache. Also ich weiß nicht, bei Islam ist ja so, dass die, soweit ich weiß, nicht Alkohol trinken dürfen, aber da steht drin, dass man Im von Islam ist Alkohol Dattelbäumen, sogar erlaubt, solche die Sure dass man geben. von Dattelbäumen sich Ihr berauschen Rauschgetränke lassen. machen dürft. Richtig. Soll solche diese Sure geben? Nein, ich weiß nicht, ich habe es doch gerade Ja, gesagt. dann weißt du auch, dass es erlaubt ist. Richtig. Und da ist man dann Frage, aber wieso hat sich haben sich die Jünger und die Apostel auch selber mit Wein dann, weiß ich nicht, Die haben sich berauscht? nicht besoffen, sowas gibt es hier gar nicht. Erstens war damals Alkohol zeichnet ein Medizin. Na, warum? Denn Wasser war dreckig. Paulus hat selber zu Timotheus gesagt, trinke ein bisschen mit deinem Wasser, tu ein bisschen Wein dazu, ne, um deinen Magen willen. Heute findet man raus durch Studien, dass Alkohol desinfizierend ist und das Wasser desinfizierend dann war. Also so konnte man das Wasser dann wieder erträglicher trinken, weil das Wasser verdreckt war. Alkohol hat dieses Dreck dann desinfiziert, sauber gemacht. Alkohol mit Wasser beispielsweise gemischt. Sonst konntest du das Wasser gar nicht trinken, weil du immer ständig Bauchschmerzen und Probleme hast, weil das Wasser einfach verdreckt war in der alten Zeit. Aber diese Sachen seht ihr natürlich nicht. Das ist richtig, was du gesagt hast. Nur, ich will es dir gerne von der Bibel vorlesen. Das musst Diskutiert hier gerade Christ und Christ? du. Nein. Guck mal, der Pretti beantwortet noch immer meine ganzen Fragen gar nicht, den interessiert das gar nicht. Lenkt ein Wenn Thema du nach kein dem Christ anderen ab, bist, dann ich nimm mal beantworte dieses ihm jedes Kreuzfischchen da gezielt. raus. Daran erkennt ihr, dass er sich für sein Islam ein schämt. Dass er Ich sich für sein bin. Islam schämt. Das stimmt gar nicht. Ich bin Christ. Also ich verstehe Ja, nicht, warum du gleich herziehst, dass ich Muslim bin. Das stimmt ja gar nicht. Aber warum verteidigst du den Islam die ganze Zeit? Das hat gar keinen Sinn. Ich habe ihn nicht verteidigt, ich habe gefragt. Weil mich wurde sowas gefragt aus der Sicht eines Muslims und ich konnte ihm diese Frage nicht beantworten. Ja, Kann ich eine aber Frage dann gehst stellen? du nicht, was sagt die Heilige Schrift? Die Heilige Schrift sagt, zieh deine ganzen Waffenausrüstung an, dann geh hinaus. Das bedeutet, du musst man sich ja erst auskennen. Wenn man sich nicht auskennt und hinausgeht, ja, dann wird man doch geschlachtet von allen Seiten. Ich Das habe darf man nicht. Man muss die ganzen Waffenausrüstung der Bibel anziehen. Das ist sehr wichtig. Und Da hast du recht, da hast du Ali recht. Ibn, Ich finde Ali ja auch Ibn. Orthodoxen und Christen so, ne? Götzendiener und so, ne? Beten ja Ali, Ikonen und hör so doch mal an, ne? zu. Ja, aber jetzt mal ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Jetzt habe ich eine Frage an dich, ne?
ist der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Alle drei, sind das die Urquelle? Ist das die Urquelle der Macht? Ah, hast du mein Video gesehen, ne? Du musst die Bibel genauer lesen, mein Bester. Vater ist Gott, Heiliger Geist ist Gott und der Sohn ist Gott. Und ja, die drei sind eins. Ein Wesen, Gott ist eins. Absolut, die sind alle letztendlich der Quelle der Macht. Jetzt hör genau zu. Alle Ebenen. Du hast gefragt, dann hör zu. Aber versteht ihr, Johannes? Du hast gefragt, dann höre zu. In Johannes Kapitel 1, Vers 3 steht doch was geschrieben. Alles ist entstanden und ohne das eine ist nicht eines entstanden, was entstanden ist. Und alles ist durch dasselbe entstanden. Da hast du die Antwort. Johannes Kapitel 1, Vers 3. Nein, du. Oh mein Gott, mein Bester. Du hast gar nicht drauf gedacht, ne, dass ich darauf antworte, ne? Darf ich jetzt? Aliben, jetzt geh mal bitte auf deinen Islam, Sure 9, Vers 5, Sure 9, Vers 29. Jetzt mal ganz kurz. Du bist kein Muslim, wollte mich alle verhelfen oder was? Jetzt mal ganz kurz. Komm mal runter, komm mal runter. Alter, so, alles ist durch das Wort erschaffen. Was erzählst du denn da? Ganz kurz, komm mal runter. Komm mal runter. Bruder Danny, was ist das hier? Bleib mal locker. Nein, er erzählt mir, der ist kein Muslim, der heißt Ali. Okay, hört mal zu an alle, die hier drinnen sind, okay? Er labert über Orthodoxen, er redet über Katholiken, dass wir Götzendiener sind, aber er selber ist der größte Heretiker. Und das zeige ich dir euch. Und das werde ich, alles gut, und das werde ich euch heute alle zeigen. Sei mal ruhig, jetzt hör mir mal zu. Und, Bruder, ich zeige, ich zeige, nein, ich schmeiß dich raus, wenn du ein Mann bist, mach mit mir eine Debatte. Der kennt sich nicht mal mit der Bibel. Wenn du ein Mann bist, mach mit mir eine Debatte. Ich mach mit dir gar nichts, ich gebe dir doch keine Plattform. Lass mich doch zeigen, dass du ein Heretiker bist. Nein, ich decke die Finsternis auf. Warum habt ihr ja, denk dir, du meine tu das, aber ich sage dir, weil du Orthodoxen immer drunter machst. Das ich, werde heute mit dir reden. Ich will nur einmal hören, was er sagt. Ich will einmal hören, was er zu sagen hat. Ich will hier reden, aber ich kann nicht reden, wenn 80 Leute reinreden. So funktioniert das nicht. Nur ich habe geredet, aber nur nebenbei gesagt. Nee, Pretty und so haben auch gerade geredet. So funktioniert kein Dialog. Der Vater ist die Urquelle der Macht. Der Sohn ist die Urquelle der Macht. Der Heilige Geist ist die Urquelle der Macht. Johannes Kapitel 1, sei ruhig! Lass mich noch mal kurz ausreden. Ist dein orthodoxischer Geist gerade geworden, dass du so schreist? 1. Johannes 3 gibt er mir. Alles wurde durch das Wort erschaffen. Okay, haben wir gar kein Problem damit. Das hast du aber leider auch nicht verstanden, denn in Hebräer 3 steht es geschrieben, dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens. Er trägt alle die Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat ihn, nachdem er die Reinigung und unserem Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu der Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Was bedeutet das? Lieber Pavlos, was bedeutet das? Ich frage nicht dich, sei du unter mir ruhig. Ich frage Pavlos. Also warten wir ganz kurz, bitte. Ey, tut mir leid. Was ist das für ein aggressiver Mensch? Ich bin hier gerade am Essen. Oder Danny, mit so einem diskutiert man nicht. Ich weiß, ich bin hier gerade am Essen. Kannst du bitte nicht schreien? Guten Appetit, Bruder Herz. Möge der Herr dich segnen, Bruder. Ja, aber bitte nicht schreien, bitte, ich bekomme Angst. Ich schreie nicht. Aber jetzt, warte, ich habe sogar einen Vers aus Versehen ignoriert. Weil genau ein Vers steht geschrieben, hat er in den letzten Tagen zu uns geredet durch seinen Sohn, indem er auch eingesetzt hat zum Erben. Das hat gar keinen Sinn. Durch ihn, wer ist durch ihn, hat er auch die Welten geschaffen. Gott, der Heilige Geist ist Gott. Das ich ist rede so doch gar nicht mit dir, hör auf zu reden. Das kann dir jeder Christ beantworten. Bitte sei einfach ruhig. Du hast keine Ahnung. Seid ruhig. Pavlos antwortet. Willst du sagen, dass der Heilige Geist kein Gott ist? Das habe ich nie gesagt. Leg mir keine Wörter in den Mund. Nein, willst du gerade sagen, dass der Heilige Geist kein Gott ist? Apostelgeschichte 5, Vers 3 bis 4 lesen. Ich weiß, dass der Heilige Geist Gott ist. Dann hast du wieder was dazu gelernt, mein Bester. Ich weiß, dass der Heilige Geist Gott ist. Damit ist die Frage beantwortet. Nein, oh mein Gott, Bismillah. Guck mal, lieber Pretty. Bismillah. Ich würde dich bitten. Ja, bitte, ich bin ruhig. Ich würde dich bitten, einfach mal den Mund zu halten und zu lernen. Ja, Naam ist gut, ja, Ami. Ich frage nicht, ob Jesus Gott ist oder der Heilige Geist. Ohne Spaß, hat muslimischen Geist. Sei doch einfach, du bist der größte Antichrist. Sei ruhig. Du bist der größte Antichrist. Sei bitte. Nein, das geht nicht. Nein, das kannst du nicht sagen. Ja, okay, alles gut. Das ist heftig. Okay, warte mal, Evangelist, dann sei du ein Wahrhaftiger und sag was zu Pavlos, weil er hat auch gerade gesagt, ich bin Muslim. Sei ein Wahrhaftiger, sei nicht so doppelt. Was habe ich gesagt? Jetzt frage ich dich, du hast gesagt, ich habe den Geist des Muslims. Und jetzt frage ich dich noch einmal, du größter Antichrist. Jetzt frage ich dich eine Sache. Der Sohn ist die Urquelle der Macht. Der Heilige Geist ist die Urquelle der Macht. Johannes Kapitel 1, Vers 3, bitte lesen. Du hast schon wieder Antichrist gesagt. Ey, keine Beleidigung hier, das ist doch nicht normal, Leute. Das ist doch kein normaler Dialog. Gottes Segen. Ich möchte was dazu sagen. Leute, das brauchen wir jetzt hier nicht, diese Beleidigungen und so. Pavlos, willst du noch mit ihnen diskutieren, weil
Das ist eigentlich für mich oder zu viel. 22.30 Uhr gehe ich ja immer raus, das weißt du ja. Was ich sagen kann, ich habe ein Video ja gemacht. Die können sich das anschauen. Ich habe die Orthodoxie bei diesem strengen Gläubig komplett aufgedeckt, weil er eine komplett falsche Trinität hat. Er behauptet, der Vater ist die alleinige Monarchie, das heißt Alleinherrscher. Das bedeutet, der Vater ist älter als der Sohn und ist größer als der Sohn. Die vergessen alle Johannes Kapitel 1, Vers 3. Dann vergessen die noch, dann vergessen die zwei Naturlehren von Jesus Christus, denn Jesus war ja 100% Mensch, 100% Gott. Wenn Jesus sagt, ich bin dem Vater untergeordnet, dann denken die, der Sohn Hypostase ist der Vater untergeordnet. Die verstehen nicht, dass aber der Menschensohn, weil Jesus sich selber sogar Menschensohn nannte, untergeordnet ist. Das verstehen die nicht. Philipper Kapitel 2, Vers 5 bis 8 ist die Antwort. Die haben eine falsche Trinität. Das ist eine komplette, die Katholiken haben die richtige Trinität. Die Orthodoxen haben eine komplett falsche Trinität. Das ist sogar das Krasse in der Geschichte. Das ist richtig, ja. Weil die Katholiken haben wirklich die richtige Trinität. Die können das unterscheiden. Aber die Orthodoxen, die sind sehr, sehr aggressiv, haben eine falsche Trinität. Und ich wurde von Orthodoxen sogar bedroht. Ich habe ein Video darüber gemacht. Ihr könnt das alle sogar sehen. Das ist heftig. Das, dann denke ich mir, haben die den muslimischen Geist in sich? Weil die Muslime drohen ja immer gerne, ne? Und die drohen mir genauso. Ihr seht ja, der schreit ja richtig rum. Das ist nicht schön. Und hier, das mit Quelle der Macht. Ich habe ein Video gemacht, da kann es jeder sehen. Denn ist der Vater Gott? Ja. Quelle der Macht. Ist der Sohn Gott? Ja. Gott ist doch Quelle der Macht. Ist der Heilige Geist Gott? Ja. Gott ist doch die Quelle der Macht? Oder etwa nicht? Oder sehen wir da alle was? Oder geben wir die Trinität eine Rangordnung? Gott ist unter Gott geordnet, oder wie jetzt? Das denken die viele, dass es gibt Rangordnung zwischen dem Menschensohn, zwischen dem Heiligen Geist und Gott ganz oben. Dass er die zwei noch befehligt. Ja, aber möchte noch jemand mit ihm reden, der will so, aber möchte jemand mit euch? Bruder Pavlos, die machen halt, die sagen halt, die stellen Gott Vater gleich mit Gott allein, weißt du? Und von dem ging dann das alles aus. Und verstehen aber nicht, dass das Gott in drei Hypostasen, in Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die tun aber deins. Gott Vater, die sagen Gott Vater, Jesus, also Gott Vater und dann das Wort und der Heilige Geist. Ja, möchte weißt jemand du? Mit ihnen auch reden? Also will jemand mit ihnen reden? Nein, ich muss nicht mit ihnen reden, Bruder. Okay, aber ich schon da kann ich mich benehmen, da kann ich ruhig bleiben, das ist nichts. Pavlos, ich wollte schon sagen, Pavlos Seifu, wie geht's dir eigentlich? Mir geht's gut, oder? Danke. Ja, Gottes Segen. Chatty, grüß dich. Ich wollte fragen, was bist du eigentlich? Weil ich dachte, du warst ganz halt ein Muslim. Ja, also ich bin. Weil Bruder Danny hat gesagt, er holt ja eigentlich nur Muslim hoch, dann dachte ich, ein Muslim ist jetzt oben gekommen. Ich hatte nur Fragen zum Islam so selbst eigentlich so von der Sicht, weil ich dachte eigentlich, ich kenne wie gesagt keine gute Tat von Mohammed. Die Muslime können mir diese Frage irgendwie auch nicht beantworten. Du kennst keine gute Tat? Von Mohammed, nee. Ja, Petty, ne? Aber ich dachte, dank du Mohammed, bist ja ein Muslim, dann habe ich mir gedacht, warum lenkst du vom Thema ab? Ne? Das hat wieder keinen Sinn. Ich bin Christkatholiker auch, also ganz normal. Ich bin in Bagdad geboren, ich kenne mich mit Islam ein bisschen aus. Ich fange ein bisschen da reinzulesen. Also ich denke, jeder Mensch mit einem gesunden Menschenverstand sollte wissen, was in der Bibel, was liebevoll ist und also nach Liebe geahndet ist und was der Koran. Evangelist, du hast mich nicht umsonst hochgeholt. Wo drückt der Schuh? Gewaltverherrlichende Schriften sind, wo ich irgendwie nicht unterscheiden kann. Das ist nicht meine Ethik. Evangelist, hast du dich versteckt, oder? Ja? Hast du dich versteckt vor Angst? Ja, aber weißt du das? Ich weiß das, ich kann das riechen. Ja, heftig. Da hast du aber einen heftigen Nase. Evangelist, warum kommst du nie bei mir hoch, Mann? Ich habe dich so oft gesagt, komm hoch, komm hoch, komm hoch. Wann denn? Jedes Mal, du hast das auch gelesen. Das kann sein. Okay, alles gut. Denkst du, wir haben was gegen dich oder was? Du bist auf eine Art auch lustig, weißt du? Nee, ich sag ja nicht, also. Auch wenn ihr was gegen mich habt, ist ja auch egal. Ne? Also ist ja jedem seine Sache. Niemand muss niemals, mich erleben. Niemals. Ja. Niemals. Okay, du hast auch ein paar Mal gut über Muslime geredet, habe ich auch gehört. Ja, ich liebe ja auch die Muslime. Ne? Ist ja nicht so, dass ich jetzt die Muslime hasse, weil ich liebe die Muslime. Und ich möchte auch. Wer Liebe gibt, kriegt doch Liebe zurück. Wer Liebe gibt, kriegt doch Liebe zurück.
Ja. Im Islam, ne? Im Islam gibt es keine Liebe. Mohammed, der Prophet, hat gesagt, und lasst ihr eure Menschlichkeit spüren. Das heißt, ja, Vers 29 spüre ich die Menschlichkeit von Mohammed. Spüre ich Vers 29. Und die Menschlichkeit von Allah. Was steht im Vers 29, ja? Hast du es auch komplett im Kontext Vers gelesen? 29, Suche 9, Vers 5. Ja, ja, sag mal, Suche 5, trag Vers 32, da spüre ich die Menschlichkeit, da hast du richtig. Ja, ja, und holt euch das zurück, was sie euch genommen haben, und lasst euch nicht vertreiben von da, wo sie euch vertrieben haben. Was ist dein Problem? Das war Kriegszeit. 29, Vers 29, 26 steht drin, dass bis der letzte Jude verfolgt werden muss, laut Islam. Wer hat die Menschen erschaffen? Gott, Allah hat die Menschen erschaffen. Guck mal, du antwortest gar nicht auf die Sachen, die ich eingehe. Was ich denn? Du schmeißt mit Suchen um dich und ich soll antworten? Ja, du siehst diese Suchen, die nicht nur Christen verfolgen, sondern alle verfolgen, die keine Muslime sind, die Ungläubigen, die Kuffars, ja, verfolgt werden. Ja. Bei euch steht, hat eine Frau die Hand an, die ihrem Mann helfen soll. Und jetzt? Wie bitte? Bei euch steht, hackt die Frau der Hand ab, wenn die euch helfen soll. Und jetzt? Was erzählst du da für ein Quatsch? Komm, lenk mal hier nicht ab. Komm, erzähl mal nicht so einen Schwachsinn. Nein, du weißt genau, wo das drin steht. Nein, erzähl mal nicht so einen Schwachsinn. Anwar, jetzt komm, nicht ablenken. Wie findest du Suche 9, Vers 29? Also, würdest du das selber machen, den Dschihad? Alles, was im Koran steht, ist auch hat eine Geschichte. Weißt du denn die Geschichte dahinter? Ja, ja, Sahih al-Bukhari 29, 26 sehe ich die Geschichte. Verfolgt alle Juden bis von den letzten Juden und bis alle weg sind. Weil dann, wenn alle Muslime sind, da kommt ja der jüngste Tag laut Islam. Also da habe ich die Geschichte gesehen, da hast du recht gesagt. Du weißt genau auch, was da steht auch mit dem Baum und dass der Baum reden wird und hinter mir ist ein Jude. Und der Baum wird so gesagt, da ist der Jude, nimm ihn jetzt. Ja, richtig, das stimmt. Und warum pflanzen die Juden diese Bäume ein? Ist doch nicht mehr normal. Was? Nein, der Baum ist der Schuld? Willst du mir jetzt sagen, dass der Baum jetzt der Schuldige ist? Nein, hör mal zu, es gibt einen Baum. Du bist nicht mehr. Lass mich mal reden, Mann, sei mal ruhig und lass dich rum. Es gibt einen Baum, den pflanzen die Juden ein, da verstecken sie sich hinter, der Baum redet nicht, okay? Alles gut? Und die wissen genau, dass unsere Religion hat, sonst würden die das nicht machen. Hier, da ist der Jude. Genau mal, da. Jesus ist nur zu den Israelis gesandt worden, die verlorenen Schafe. Was habt ihr mit Jesus zu tun? Gar nichts. Der Jesus hat doch gesagt, ich bin auf die Heiligen gekommen. Das ist nicht gelesen, Anwar. Du weißt, dass die Heiden von diesem Bund profitieren. Du weißt, dass in der Bibel drin steht. Hör zu. Wir essen kein Schweinefleisch. Wir sind beschnitten. Unsere Frauen haben Hijab. Wir sind im Herzen beschnitten. Genau, pass auf, die Bibel sagt, das rettet keinen. Ja, die Bibel sagt, das rettet keinen, weil nicht die Taten retten euch, sondern der Glaube. Ihr seid durch Gnade gerettet. Und nicht durch irgendwelche Beschneidungen. Hat oder also Maria kein Kopftuch an oder was? Ihr folgt ja nicht mal die Maria und nicht mal Jesus. Gar nicht. Anwar, ich habe eine Frage. Warum meinst du, nennen wir uns Nachfolge Jesu Christi, wenn wir nicht den Herrn folgen würden? Ihr werdet Pauluskinder in der Bibel im Neuen Testament genannt. Pauluskinder. Anwar, bitte. Du bist ein Mohammed-Nachfolger. Natürlich bin ich ein Mohammed-Nachfolger. Alhamdulillah. Ja, dann Alhamdulillah auf Suche 65, Vers 4, dass Kinder ihr in Islam erlaubt ist. Das sagst du auch Alhamdulillah, ne? Die muss die Pubertät erreichen. Dann nein, muss sie nicht. Da steht in Suche 65, Vers 4. Sie soll Jungfrau sein. Jungfrau kann sein von vielen. Anwar, bist du jetzt mal ruhig? Hör doch zu. Ja, aber ihr habt Suche 65. Anwar, Sure 65, Vers 4, steht drin, dass man keine Menstruation haben soll. Na, das ist nicht hier nötig, es geht ja um die Scheidung. Und der Tafsir von Ibn Abbas, Al-Jalalan, Ibn Kathir, hat doch sogar erklärt, und weitere Tafsire, dass sie fragen, oh Gesandter Allahs, wer sind denn diejenigen, was ist mit diejenigen, die noch keine Menstruation haben? Okay, dann habe ich eine Frage an dich. Meine Kinder sind 18 und 17 und die sind nicht verheiratet. Ist doch nicht mehr normal, Anwar. Ja, wer sind denn die? Wer sind, hör doch zu, Anwar. Ich stelle dir jetzt eine Frage. Anwar, wer sind die gemeint, die noch keine Menstruation haben? Wer sind die gemeint? Ja, wer sind die gemeint? Sag du mir. Wie alt sind die denn? Bei euch muss nur Jungfrau sein, das kann auch 4 Jahre sein. Das ist doch nicht mehr normal. Wie Rebecca war auch. Rebecca war das gar nicht, was meine Frage. Das meine ich. Sowas mag ich überhaupt nicht. Antwort doch auf meine Frage. Ich antworte auf deine Frage.
Andal, ganz kurz, sag mal ganz kurz. Die ist jetzt gerade nicht alle Bruder, reden, nicht alle durcheinander. Rebecca war drei und da. Nein, das stimmt nicht. Warte bitte, nicht alle durcheinander. Rabbi Rashi, ganz kurz. Rabbi Rashi bestätigt, das seid ihr besser als Rabbi Rashi. Andal, ach bitte, Andal, pass auf. Andal, pass auf. Das Problem ist, wir sagen nicht, dass du oder irgendein anderer Muslime hier seine Kinder verheiratet mit irgendwelchen anderen älteren Leuten. Es geht darum, dass es in diesem Buch drinne steht und ihr das einfach nicht akzeptiert, dass es da drinne steht und es verdreht. Einfach nein, anstatt nein, zu sagen, es steht da drinne, wir praktizieren das aber nicht. Guck mal, kannst aber du kurz darauf antworten? Wie alt bist du, Alex? Nur eine Frage. Anwalt, ich bin jetzt meine Frage beantworten. Die 15-Jährigen von heute, waren die wie vor 20 Jahren oder so? Nein, das ist Quatsch, Anwalt, bitte. Du? Das weißt du die genau, Menschen, dass es Quatsch die Menschen ist. Verändern sich. Anwalt, bitte. Anwalt, das ist Quatsch, das weißt du genau. Leute, das ist Rebecca Quatsch. Ist drei, das ist aber kein Quatsch. Anwalt, ja, bitte, sag mal, dann lest doch mal, Anwalt, dann lest doch die Bibel, was darüber drin steht. Dann lest mal die Bibel und sagst, ob das möglich ist. Ich, okay, und dann kann das ein Dreijähriges. Ich habe das im Talmud. Ich habe das im Talmud. Kann ein Dreijähriges. Das hat ja keinen Sinn, mit Anwar zu reden, dann ist es sinnvoller, mit deiner Wand zu reden. Das ist auf jeden Fall viel besser. Ich bin voll freundlich zu euch. Ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen und die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Wer den Herrn Jesus Christus noch nicht hat, nehmt ihn heute noch an, weil ohne ihn geht ihr verloren. Lest die Bibel und betet. Und betet zu Gott und fragt Gott, wer bist du? Und die werdet ihn finden. Kann dich retten, ansonsten bist du verloren und in der Hölle. So ganz einfach. Anwar, Rebecca war niemals drei Jahre und das Rebecca war drei, das sagt Rabbi Rashi dir auch. Bitte, seid ihr besser als Rabbi Rashi? Dann lest doch mal, wie soll dieses kleine Mädchen mit drei Jahren das gemacht haben? Ja, sie hatte eine Amme. Sie hatte eine Amme. Ach so, die Kleine hatte Amme. Gesagt, mach du das, mach dies, mach jenes und die hat es dann für die Kleine gemacht. Auch. Ja, genau. Sie hat doch für sie das Kamel geritten, was sie fragen, Kamel zu denken. Im Chat bleibt mal vernünftig, Mann. Anwar, hat die Arme auch das Kamel dann geritten für das Mädchen? Oder wie war das? Versteht denn, dass sie bei das allem Kamel geholfen hat? Die Arme hat bei sein? Allem geholfen. Anwar, bitte, du weißt, wie groß ein Kamel ist. Du weißt, dass das Blödsinn ist, was du sagst. Alter, die Arme hat die draufgetan. Was erzählst du, Mann? Hast du das nicht gelesen im Talmud? Anwar, bitte, Anwar. Glaubst du überhaupt an den Talmud? Anwar, bitte. Wenn du nicht an den Talmud glaubst, der gehört dazu, das ist bei euch wie Tafsir. Nein. Doch, das ist Anwar, Tafsir. Anwar, wir glauben nur an die Bibel. Guck mal, Anwar, du kannst die Bibel nicht einfach so verstehen. Ihr braucht auch eure Gelehrten, die euch das erzählen. Pass auf, wir sind Nachfolger Jesu Christi. Für uns gilt nicht das Alte Testament. Wir akzeptieren alles, was da drin steht. Ihr dürft das aber auch nicht verwerfen. Aber pass auf, wir akzeptieren alles, was da drin steht, aber wir leben nach dem Neuen Testament. Also wenn du mit irgendwas kommen möchtest, musst du mit dem Neuen Testament bei uns kommen. Mit dem Alten Testament funktioniert nicht, wirklich. Das ist Pflicht, ansonsten seid ihr aus der Religion raus. Ich sage doch, da sage ich Amen dazu. Was soll ich sagen? Ich sage Amen. Ja, das stimmt nicht, was du sagst. Euren Büchern stehen schlimmere Sachen drin. Anwar, pass auf, der Unterschied zwischen mir und dir ist, zwischen uns und dir ist, wir verteidigen ein Glaube, wir verteidigen den Herrn. Ich verteidige keine Religion. Du verteidigst Traditionen und Religionen an. Wirklich. Was für Traditionen? Natürlich. Welche Traditionen denn? Wir haben keine Traditionen. Ja, ihr lebt. Du lebst doch nach Sunnen oder nach irgendwas lebst du doch, ja, oder? Ja, nach der Sunne und nach den Hadithen. Nach der Sunne lebst du. Also lebst du nach irgendwelchen Traditionen, die damals gemacht wurden, vor 1400 Jahren. Was wird ihr, wonach lebt ihr denn? Lebt ihr nach gar nichts? Ihr lebt ja nach gar nichts dann. Das stimmt doch gar nicht. Ja, die Bibel ist älter als der Koran. Aber die Bibel ist nicht tot, die Bibel ist ein lebendiges Bild. Die funktioniert doch heute. Wo funktioniert die Bibel heute? Bei allem, was du brauchst, funktioniert die Bibel. Wenn du Fragen hast, mach die Bibel auf, lese und du wirst sehen, du kriegst eine Antwort. Das Ding ist, die Bibel ist die Antwort auf alle Fragen. Du brauchst keinen Gelehrten. Jesus kam mit Bibel oder Jesus kam mit dem Evangelium? Jesus kam, pass auf, guck mal nochmal. Siehst du, wir wissen nicht. Jesus kam mit dem Wort Gottes, ja. Jesus kam mit dem, wie man leben sollte. War der Mustermensch, der war der perfekte Mensch ohne Fehler. Mhm. Der perfekte Mensch ohne Fehler, ohne Sünde. Und das sollte uns ein Vorbild sein.
Und die Leute, die Evangelien, alle vier Evangelien, schreiben über diese Zeit, wo der Herr hier das auf der Erde gewandelt ist als Mensch. Und die erzählen, was er gemacht hat. Und das glaubt ihr auch, dass ihr errettet seid? Glaubt ihr das natürlich auch? Natürlich. Wir kommen fest, dass wir errettet sind. Das ist, das, da, da gibt's, wir sind von neuem geboren. Wir sind nach Johannes 3, Vers 3 von neuem geboren. Ja. Wir glauben, dass der Herr Gott ist. Wir glauben an die Trinität. Wir glauben, dass Allah im Koran sagt, Allah sagt im Koran, wenn ihr doch so wahrhaftig seid in das, was ihr glaubt, bringt euch doch um. Warum sollt ihr mich umbringen? Ja, weil warum? Ihr seid ja sowieso im Paradies. Was hat das damit zu tun? Was war das? Was ja, ihr, seid das? Doch, ihr seid doch errettet. Ja, und ja, was hat uns sonst auf. Aber pass auf. Ihr braucht doch gar nichts zu machen. Aber pass auf, wenn wir das machen würden. Das ist doch eine Sünde, wenn wir unser Leben nehmen würden, oder? Ja, aber Jesus war es keine Sünde. Er hat auch sein Leben genommen. Und er hat, nein, er hat sein Leben genommen. Aber er hat doch gesagt, er ist für all eure Sünden gestorben. Aber das Lamm Gottes. Er hat gesagt, er ist für all eure Sünden gestorben. Bei euch gibt es doch auch Opferfest. Ihr schlachtet ein Lamm. Natürlich gibt es bei uns Opferfest. Das war die Gnade von Gott. Hört zu. Gott hat bei uns sein Lamm Gottes auf die Welt gebracht, sein Fleisch, Mensch geworden ist aus Fleisch, ja. Hat das geopfert, um die Sünden der Welt damit zu opfern. Also dann alles wird auf Null gestellt. Dann damit schließt sich der ewige Bund durch die Vergebung der Sünden durch Mensch und Gott. Das ist damit entstanden. Ja. Er wurde geopfert als Menschensohn. Ich verstehe euch. Guck mal, das ist eure Religion, wir haben unsere Religion. Das ist keine Religion, das ist ein Glauben. Versteht das bitte. Das ist keine Religion. Religion, Glauben. Wir praktizieren mehr als ihr. Wenn ihr Traditionen praktiziert. Wenn ihr TikTok verlässt, dann macht ihr gar nichts mehr. Wer sagt das? Das sagst du. Wenn der Livestream aufhört und so, betet ihr eure Gebete. Aber kennst du, ich bete nur unterbrochen zum Herrn. Ich bete auch, wenn ich hier in TikTok bin und stumm gestanden bin und irgendjemand schreibt irgendeinen Blödsinn oder sagt, Jesus hat sich niedergeworfen. Wer wirft euch nieder? Ihr wirft euch nicht mal nieder. Ihr sagt einfach so, das Vater unser und das war's dann. Ja, aber nein, mach das nicht, mach das, pass auf, Alex, Axel, ganz kurz, mach das ein Gebet wertvoller, wenn du dich hinschmeißt und nicht von Herzen kommt und nicht es im Stehen mach und von Herzen kommt. Warum nicht vom Herzen? Gebet? Warum denn nicht vom Herzen? Ja, was bringt es, wenn du dich auf den Boden wirfst und du machst es nicht von Herzen? Nein, versteh das bitte, was ich meine. Du schmeißt dich auf den Boden und du machst es nicht von Herzen. Und der eine macht es im Stehen und macht es von Herzen. Pass auf, ich sag dir was, in der Bibel ist eine Passage. In der Bibel ist eine Passage. Da ist ein Pharisäer und ein armer Mann. Okay? Und die gehen beten. Und der Pharisäer stellt sich hin und sagt, oh Herr, danke, dass du mich so reingemacht hast. Oh Herr, danke, dass du mich so klug gemacht hast und dass du mich nach deinen Gesetzen leben lässt. Oh, danke. Und der arme Mann, der guckt auf den Boden und sagt, oh Herr, ich bin so ein Sünder, ich finde es nicht wert, mit dir zu reden. So, welches von den deine macht genau, der Pharisäer macht genau das, was ihn genervt hat. Ich verstehe, was du meinst. Der andere macht ich habe eine Frage. Eine Frage, guck mal, man muss doch auch die reine Absicht haben. Man muss doch auch die Absicht haben zu beten, die reine Absicht. Natürlich. Ja, nee, und die Absicht fängt im Herzen an. Ja, natürlich, aber ja, das ändert doch nicht, ob du dich hinkniest. Aber wo ist der Unterschied, ob du dich hinkniest oder nicht? Weil Jesus hat sich auch hingekniet und Muslime knien. Ja, was ändert das? Was ändert es an deiner Worte? Was ändert einfach, es an deinen Worten, wie du sprichst? Das hat nichts mit den Tatsachen zu tun. Der Unterschied ist, ich spreche wirklich Worte, die von Herzen kommen. Pass auf, ich rede mit meinen persönlichen Worten, die von Herzen kommen. Du rezitierst irgendwas auf Arabisch. Ich habe doch gerade noch gar nichts rezitiert. Ich habe nur gesagt, Nein, ich sage dir, wenn du betest, aber wenn du betest, rezitierst du das auf Arabisch. Ja, richtig. Du musst das rezitieren. Richtig. Ich kann zu meinem Herrn beten, wie ich möchte, weil der Herr ist wie ein Vater. Ich bin ein Kind Gottes. Ich habe das Anrecht, nicht ein Kind Gottes zu nennen, und ich kann ihn Vater nennen. Ich kann zu ihm normal reden. Und ich muss nicht mal sprechen. Ich kann es auch im Geiste machen, der versteht es. Wenn die Gebetszeit kommt, knien sich 100 Millionen Muslime zur gleichen Zeit nieder und rezitieren auf Arabisch den Koran. Aber ändert es an irgendetwas an deinem Gebet? An meinem Gebet nicht, egal, ob sich eine Milliarde Menschen hinknien, aber dein Gebet ist ja wichtig. Was juckt mich die Gebete von der anderen? Ich sag dir doch, guck mal, die Absicht fängt doch im Herzen an, die reine Absicht. So ist das doch bei uns auch. Und du meinst, jeder Mensch betet mit reinem Herzen? Musst du mit reinem Herzen beten? Ja, musst, was man muss, ich muss auch... ich weiß nicht, ich kann in die Herzen nicht gucken. Kannst du in die Herzen gucken? Das können wir nicht, deswegen frage ich dich. Meinst du, dass jeder Mensch... Ich hoffe, jeder betet mit reinem Herzen, ich weiß es nicht. Damit kann ich leben. Weil ich glaube nicht, dass jeder Mensch wirklich von Herzen betet.
Nein, das kann man nicht sagen, aber zumindest betet er. Wie die Herzen sind, das weiß nur Gott. Nun zwischen ihn und Gott, ich weiß es nicht. Das kann ich sagen. Also, Anwar, meine ich Absicht habe ist eine rein. Wenn ich Frage. den beten sehe, denke ich, er hat reines Anwar, Herz. Was? Habib, bitte hör mal zu. Ich habe eine Frage. Wenn du jetzt, du hast, Gott hat dir einen menschlichen Verstand gegeben, dass du selber unterscheiden kannst, was gut und schlecht ist. Ich hoffe bei Gott, dass es so. Ja, sonst darfst du ja kein Muslim sein, sonst kommst du auch so ins Paradies, wenn du keinen klaren Menschenverstand hast. Alhamdulillah, ich hoffe, dass es so. Aber überleg mal, wenn du jetzt, stell das jetzt als Religion dar, als jetzt im Christentum selbst und den Islam. Wenn wir nach Mohammed leben sollten, müsste ich jetzt losgehen und die Juden steinigen. Jetzt sofort, ich muss Warum? losgehen und die Juden Warum? steinigen. Da steht so im Koran drin, oder nicht? Nee, das steht nicht so im Koran. Nein, Nein, da nein. steht drin, Also dass ich die Gottlosen wir sind steinigen nur eine möchte. Sache, Ich weiß es doch. wir sind nur fürs Predigen hier. Also das, was damals war, war damals. Das war zu Nein, Zeiten, warum? Nein, wo die das steht. Juden, Also guck willst du mal, mich Juden, damit vernichtest du den wir, Koran, wenn du sagst, nein, guck damals mal. ist damals, Nein, weil hör mal zu. Es Mohammeds Wort war ist. Nein, zu Mohammeds Wort ist Kriegszeiten. Ja, zeitlos. hast du den Koran gelesen? Nein, Mohammeds Wort ist zeitlos. Also, guck mal, ja, natürlich ist Mohammed zeitlos, aber das war die Juden, die haben den Propheten verraten. Und wie die alle Propheten verraten haben, ist einfach so, ob ihr wollt oder nicht. Die Juden haben jeden Propheten verraten. Auch Jesus haben sie verraten. Richtig. Und wie gesagt, also steinigen sollen wir nur den Schaitan in Mekka, mehr nicht. Was für Juden steinigen? Die Juden haben immer mit Palästinensern normal gelebt. Bis auf natürlich die zionistischen Israelis, ne? Die sind anders. Okay. Weißt du, was bei uns, was Jesus da gemacht hat, Woher kommst du wo eigentlich? Du hast gerade Alhamdulillah richtig gut ausgesprochen. ich komme aus Irak. Ah, okay. Deshalb bist du. Okay. Du bist der arabischen Sprache also mächtig. Richtig, ich kann das Alles alles gut. sehen. Das ist jetzt, Alles gut. deswegen, ich habe mich Alles damit gut. befasst und ich habe dann die Unterschiede gesehen. Okay. Dann kann man sagen, du hast auf jeden Fall gelesen. Das stimmt. So, und da lasse ich mich nur Guck Unterschiede. mal, So, ich ich sag, ich kann. sag dir was, Habibi, ich sag dir was. Guck mal, wer hat die Menschen erschaffen? Allah subhanahu wa Herr ta'ala, okay? Jesus Sind wir Christus. uns einig, dass Gott die Menschen erschaffen hat? Okay? Was denkst du, wenn ich einem Menschen was antue, was Gott mit mir macht? Ein Menschen, ja, nicht Gott, der Gott hat den erschaffen. Es spielt jetzt keine Rolle, ob der Moslem ist oder nicht. Anwar, nochmal. Keiner von uns, ja, keiner von uns tut irgendein Muslim hier irgendwas Ja, unterstellen oder so. sollte auch Es geht nicht. nur da, Von warte, beiden bitte, Seiten sollte warte, das bitte, nicht so warte, bitte, sein. lass mal ausreden, lass mal. Es geht nur darum, dass es nun mal in euren Büchern drinne steht. Und das kannst du nicht ungeschehen machen. Da steht da Ja, drin. bei uns Da steht stehen nun mal Sachen da drin, drin. Und das aber sollte diese man Sachen einfach haben auch eine Geschichte. akzeptieren. Diese Sachen haben eine Geschichte. Aber das trotzdem gibt es Menschen, die danach leben, oder nicht? Es gibt, es darf keine Menschen geben, Du die sagst, die gegen. esse ich pass auf, pass auf, ich möchte jetzt keinen Angriff, ich möchte Was ist mit IS? Ich ganz sag dir kurz, was zu pass IS, auf, okay? ich sag dir Wer ganz kurz hat was. Ganz IS kurz, vernichtet? ich Das habe waren ich hab ganz Muslime. kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich sag dir ganz ehrlich, wir wissen alle, dass alles, was Weltpolitik anbelangt, alle unter einer Decke stecken, egal wer, ob es die Israelis sind, die Ich habe mit Pakistanis, Politik ob nichts zu die. tun. Pass auf, die stecken alle unter einer Decke. Alle. Alle. Was mich Hey, gestört ich hat, sag dir was, ich bin hier warum, geboren und warte bitte denkst, ganz ich kurz, habe mehr ganz kurz, christliche ganz Freunde kurz, als warum, Muslime. ganz kurz bitte, ganz kurz bitte. Da sterben Menschen, da sterben Muslime, da sterben Juden, da waren bestimmt auch eventuell Christen, die dabei gestorben sind, bei das, was jetzt gerade passiert in Ja, Palästina. Okay? natürlich. Pass auf. Pass auf, was mich gestört hat, dass man da schreien muss, Allahu Akbar. Warum? Warum? Das macht den Islam bestätigt genau das, was wir sagen. Und das kannst du auch nicht Natürlich. ungeschehen machen. Aber stell dir vor, guck mal, stell dir vor, du gibst jemanden hier dein Wohnzimmer oder lässt ihn in deine Wohnung und der schreibt auf einmal, du darfst nicht mehr ins Kinderzimmer, dies, das, der Anwar, tut dich einkreisen. pass Diese auf, Leute, nochmal, du hast Anwar, gesehen, nochmal. was Israel aus Palästina gemacht hat. Nochmal. Ich habe extra damit angefangen, dass ich gesagt habe, dass alle unter eine Decke stecken und das, was da passiert, geplant ist, hundertprozentig. Das kann sein, Das dass ist es geplant geplant. ist. So, und ich sage dir, was mich einfach gestört hat, dass man in so einer Situation, wo viele Menschen einfach sterben, da stirbt ein Mensch und da sterben Muslime, da sterben Juden, da sterben womöglich irgendwann auch Christen oder sind dabei gestorben, Ja. dass dann etliche Menschen noch sterben und dass man dann sich hinstellt und sagt, Allahu Akbar.
Das ist ja nicht in Ordnung. Das stört. Genau, das macht das keiner von uns. Weißt du, ich kenne dich auf die Straße, wenn irgendwas passiert. Ja, hier auf der Straße passiert ja auch nichts, aber dort haben die Israel gemacht. Wenn irgendwas passiert, gehe ich nicht auf die Straße. Aber, oh, guck aber mal, ein Jude brennt. Die Israelis, ein Jude brennt, deswegen Jesus Christus, das mache ich nicht. Weißt du? Und das ja, ist einfach, ich verstehe dich, aber die Israelis greifen ständig. Jeden Ramadan greift Israel die Palästinenser an. Mit oben, mit Hubschrauber und mit Jets. Was ist das? Nochmal, keiner von uns sagt, dass es in Ordnung ist, was die machen. Ich habe extra nochmal gesagt, dass die Weltpolitik einfach keiner nur, sagt, dass es in Ordnung ist. Weißt du, aber das ist zwischen denen, guck mal, die haben den Konflikt schlecht. Das ist einfach schlecht. Weil du sagst, ja, du bist friedlich. Du bist auch friedlich. Pass auf, du bist friedlich, wir können uns gut unterhalten, du bist friedlich. Aber die zeigen mir normal, dass die einfach nicht friedlich sind, wenn sie mit irgendwelchen automatischen Pistolen. Guck mal, die haben doch eine andere Psyche. Die haben doch eine andere Psyche. Die sind da drüben. Nein, guck mal, die dürfen nicht überall hin, wo die wollen. Überall sind Stichpunkte. Habib, was er dir sagen will, ist, wenn die Leute sich da in die Allahu Akbar schreien und sich Menschen mit in den Tod ziehen, du sagst, das ist nicht gut. Wissen, Ani, im Koran steht auch im Dschihad, dass jeder, sobald auch 50% in dem Land sind, müssen sie alle töten, bis der Islam dann herrscht. Alle töten, bis der Islam herrscht und sich dem Islam niederknien. Das ist einfach so geschrieben, das würdest du nicht tun, aber steht im Koran drin. Deswegen sage ich auch, die Leute im Iran zum Beispiel, wenn du klaust, wird dir die Hand abgeschnitten. Die leben nach diesem Gesetz. Das ist deren Sichtweise. Ja. Das ist nicht falsch, meiner Meinung nach nicht falsch, weil es steht so im Koran drin. Das ist falsch. Leute, guck mal, im Koran steht, wenn du hungerst und klaust, ist das was anderes. Aber Iran kann man nicht mit Islam vergleichen, weil das sind Schiiten. Genau, aber wieso haben wir kann der Islam nicht standhalten gegen diese Wahrheit, wenn man das aufliest? Warum ist Gewalt verherrlicht? Warum muss man sich verteidigen? Warum gibt es bei uns im Christentum nur, guck mal, bei uns gibt es nicht Auge um Auge, Zahn wenn, um wenn Zahn. Du in Amerika bist und jemand betrittet dein Grundstück, ja, dann kannst du ihn auch abknallen oder was weiß ich, TikTok-sportlich. Pass auf, genau. Darum geht's nicht. Es geht nicht darum. Ist klar, kann sich jemand verteidigen. Es geht aber darum, dass auch hier, man sieht es auch hier, dass Menschen auf die Straße gehen und schreien Allahu Akbar. Ja. Was soll das? Wobei zum Beispiel, also bei was? Jetzt, wo das passiert ist, gehen die Leute, hört man so, man ja, sieht, die Leute sind die natürlich auf der Straße in Deutschland schreien Allahu Akbar. Sehen, also das ist Blödsinn. Die Palästinenser sind die Unterdrückten, ob du willst oder nicht. Ja? Anwar, nochmal, dann soll er sagen, oh gut, dann soll er sprechen für Palästina oder soll sprechen, aber soll nicht Gott dazwischen nehmen, weil das impliziert nochmal, ja, dass Gott das möchte. Gibt, und Gott möchte das bringt, das bringt nicht einfach viel jetzt hier. Das bringt nicht viel. Ganz einfach, aber das geht aber darum, weißt du, sagst du bist friedlich mit dir, Kamerina, aber es gibt dazu Menschen, die, wo man sieht, dass wenn das größer werden würde, sie einfach das wahre Gesicht anzeigen, weißt du? Wenn die sonst jetzt so hätten. So. Guck mal, es gibt natürlich Radikale auf überall, in jeder Religion gibt es Radikale, Mann, aber... Ja, aber du merkst, guck mal, du sagst, wenn jemand in dein Haus gehen würde, wie du mir vorhin gesagt hast, und du tötest etc. Schau, wenn ich jetzt deinen Bruder töte, würdest du mich töten. So, dann würde mein großer Bruder dich töten. Dann würde dein großer Bruder meinen großen Bruder tötet und mein Cousin tötet dein Cousin bis zum Vater und den Großvater und dann geht es so weiter und so fort. Aber was Jesus uns vermittelt ist, unsere Feinde sollen beten für unsere Feinde. Aber warum muss man denn töten? Nee, diese Frage. Leck Auge um Auge, Zahn um Zahn. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ja, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja, richtig. Ich bin behindert, okay, ich bin behindert, ich bin psychisch krank und ich mache jetzt TikTok-sportlich was mit deinem kleinen Bruder. TikTok-sportlich, wer meinen Bruder anfasst, den fasse ich auch an. Ganz einfach. Siehst du, genau das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Dann hört das nicht auf. Wenn wir jetzt nach dem Koran leben würden, Auge um Auge, Zahn um Zahn, ja, tust du das an, mein Vater würde dir auch dasselbe antun und dein Vater würde mein Vater auch was antun. So, aber bei was richtig uns lehrt die Bibel, dass ich für dich beten soll und dir Liebe geben soll, ich soll das Gebot Jesus, Liebe deines Nächsten wie dich selber. Das ist genau der Punkt. Wenn wir danach leben würden, würden wir diesen Streit gar nicht haben. Das ist die Frage. Ja, aber bei uns muss es erst ein islamisches Gericht geben und hier gibt es kein islamisches Gericht. Was willst du machen? Hier ist das eine Sache der Polizei. Aber im islamischen Land, wenn ich jetzt jemand, guck mal, ich rede jetzt nur von mir, ja? Wenn ich jetzt jemanden das Leben nehme, so, einfach so, dann muss man mich auch hinrichten. So ist das. Und nicht die Familie von denen, sondern der Staat. Falsch. Wir glauben an Vergebung der Sünden, so. Ja, bei uns kriegst du lieber hier deine Strafe als im Jenseits. Ja, im Jenseits ist schlimmer. Aber du folgst mir mit, dass wenn wir jetzt den Koran verfolgen würden, das ist einfach gewaltverherrlichend.
So, und die Bibel Anwar, ist nicht, Anwar, das, die Bibel mal, ist die Antwort auf alles. Guck mal, wir dürfen uns verteidigen. Wir dürfen uns verteidigen. Anwar, du hast gerade was gesagt, das ist wenn du sagst, du hast deine Strafe auf Erde abgesessen, meinst du, wenn du hier im Gefängnis bist, kommst du hast einen umgebracht, du gehst hier ins Gefängnis, meinst du, du kommst in Paradies? Wenn das keine Notwehr war. Wenn das Notwehr war, ist was anderes. Ja, aber du gesagt hast, du tust deine Strafe auf Erden absetzen. Er meint damit, dass das menschliche Gericht hier auf Erden, nach dem urteilst du, dass du ins Himmel kommst oder in Jannah oder. Wenn ich jetzt hier einen das Leben nehme, so, sag ich mal, einfach so. Ja. Einfach so, ohne nichts. Ich habe einen einfach das Leben genommen, auch wenn ich hier lebenslänglich bekomme. Vor Allah erwartet mich trotzdem eine größere Strafe. Das ist einfach so. Es gibt nicht bei uns hier, hast du ein Leben, bezahlst du mit Leben. Hackst du einen die Hand ab, muss man dir die Hand abhacken. So ist das im Islam. Auge um Auge. Genau, wie ich es erklärt habe, aber dann hört es ja doch nie auf. Das ist das Ding. Bei uns kannst du Buße tun. Ja, aber das entscheidet doch ein Gericht. Du kannst nicht einfach zu der Familie hingehen, den Typ rausholen und die Hand abhacken. Nein. Du musst zum islamischen Gericht gehen und die entscheiden dann. Die gucken dann die Lage, wie das ist. Und dann holen die dich und du musst danach deine Hand hinhalten. Wenn du einen das Leben genommen hast, wird dir das Leben genommen. So ist der Islam. Und macht das die Tat rückgängig? Die Tat macht das nicht rückgängig, aber du hast ein Leben genommen, also muss man dein Leben auch nehmen. Ganz einfach. Ist schon hart. Aber macht das die Tat unten? In Amerika gibt es doch auch Todesstrafe. Warum sagt ihr denn nichts da? Nochmal, was sagst du? In Amerika gibt es ja auch die Todesstrafe. Das stört mich genauso. Ja, das ist auch Hallo. Stell dir vor, jemand zum Beispiel, Gott bewahre, tötet dein Kind zum Beispiel. Gott bewahre. Ja, ich bin ehrlich, pass auf, ich kann dir nicht sagen, meine Bibel, meine Lehre gebietet mir, zu verzeihen. Aber, pass auf, aber, ich kann auch fleischlich werden und Sünde tun und vielleicht reagiere ich anders und tue mich rächen, das weiß ich nicht, ich kann dir das nicht sagen. Aber ich versuche es, ich erkläre dir mal kurz einen Fall, ja, der passiert ist damals und der steht auch im Hadith. Es gibt, einer hat einen gesehen, dass sein, ich habe jetzt den Hadith nicht im Kopf, ich sage den euch kurz so, ich kann den nachgucken und dann werde ich den gegebenenfalls mal schicken, aber so, einer hat gesehen, dass sein Kamel gerade misshandelt wird und schreit und der hat einen Stein genommen und auf den Typ geschmissen und das hat den am Kopf getroffen und der Typ ist gestorben. Ja, dann hat Omar bei uns, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Radialan, der hat sich den Typ geschnappt, der hat den geholt und gesagt, hör mal zu, du hast den umgebracht. Omar war damals Richter, ja, und der hat gesagt, guck mal, du hast den sein Leben genommen, man muss jetzt dein Leben nehmen. Und der hat gesagt, ja, wartet mal, es stimmt, ich habe geschmissen, aber außersehen, aber der ist am Kopf getroffen. Ja, ist egal, du hast den Stein geschmissen und der Typ ist dann halt eben, das war so, er hat den irgendwie den Kopf aufgemacht und der ist daran gestorben. Das gilt als Mord und die haben den dann genommen und wollten den dann gerade hinrichten. Dann hat er gesagt, warte mal, ich habe bei mir in der Familie Geld versteckt, nur dass, damit meine Familie das findet, sonst finden die das nicht, dann ist das Versorgung und so. Dann hat er gesagt, lass mich gehen. Dann haben die gesagt, nein, wir können dich nicht gehen lassen, du wirst nicht mehr wiederkommen. Dann hat er gesagt, ich verspreche, dass ich wiederkomme. Dann hat er gesagt, nein, das geht nicht. Oder will jemand für ihn so lange hier bürgen? Aber der Bürger danach, wenn der bürgt, beim Islam ist egal. Ne? Wenn der bürgt, dann muss der auch hingerichtet werden, wenn der andere nicht kommt. Das hört sich jetzt im Endeffekt schlimm an, aber pass mal auf, lass mich mal reden, lass mich mal reden. Lass mich mal reden, pass mal auf. Danach, so wie er will, er ist nach 3 Tagen wiedergekommen und der hat danach gesagt, okay, hier bin ich. Man hat dann beide Familien geholt, von denen seine Familie und denen seine Familie. Und danach hat man den genommen und man wollte den gerade, also der Henker ist gekommen und danach hat die andere Familie gesagt, nein, 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 wir vergeben den, der ist gekommen, wir vergeben den. Die andere Familie, danach haben die gesagt, okay, der wird nicht. Okay, so, nein, eine gute Tat von vielen, muss man sagen, ich verstehe. Ja, ich sag mal so, guck mal, bei uns gibt es nur, bei uns gibt es nur geradeaus. Hast du ein Leben genommen, wird man dein Leben auch nehmen. Ja, aber ich sage und ich denke, so ist es auch in der Bibel, du bist es nicht. Du selber darfst dir nicht mal dein eigenes Leben nehmen. Wer bist du, dass du ein anderes Leben nehmen darfst? Nein, wenn jemand meinen Sohn töten würde, bei uns auch. Vorhin gesagt hast, wenn jemand meinen Sohn töten würde, sagen wir leben in Deutschland, wenn er nicht in den Knast kommt und lebenslänglich sitzt, dann Gott sei ihm verziehen. TikTok-Sprachlich. Du sagst Gott sei ihm verziehen? Nein.
Also du willst nicht, dass der hier ins Gefängnis kommt, lebenslänglich und so weiter. Bist du Wenn nicht er nicht dafür? lebenslänglich hier in den Knast kriegt, ich würde ihn jetzt nicht mit meiner Hand irgendwas tun, würde ich nicht tun. Ich würde sagen, er steht danach vorm größten Gericht und muss Redest sich vor du Gott jetzt äußern. ehrlich, oder machst du christliche Tahrir? Wallah, es geht um Sohn, soll ich ne? Es geht um Kind. Soll ich genau dasselbe machen? Wo hört es denn auf? Nein, aber er muss zumindest lebenslänglich bekommen. Wieso soll ich Blut an meinen Händen haben? Ja, guck mal, solange es nicht, Gott bewahre, aber solange das nicht passiert, kann man nicht urteilen. Ja, weil ich Sohn würde ist, sagen, Sohn ist anders. Du hast deinen Sohn erzogen, du hast ihn als Kind in der Hand gehabt und so weiter. Das ist anders. Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber das wäre dann Gottes Gericht, nicht meine Entscheidung. Ich will nicht dann noch Blut an meinen Händen haben, nur weil irgendjemand was Dummes gemacht hat. Das will ich nicht haben. Ich will die Kette unterbrechen und nicht weiterführen. Ja, wie gesagt, also das sind ja Gesetze vom Islam. Also ich habe das selber noch nicht mal zu entscheiden. Aber ich kann sagen, doch, ich kann sagen, ich werde ja auch davor gerufen. Ich kann sagen, hör mal zu, ich vergebe ihn. Dann wird der nicht hingerichtet. Aber ich muss sagen, wenn es um mein Kind geht, ich weiß nicht, ob ich das Herz hätte. Wenn es um mein Kind geht, weiß ich nicht, ob ich das Herz hätte, um zu sagen, ich vergebe den. Vom vollsten Herz vielleicht nicht, aber wie gesagt, ich würde nicht wollen, dass ich selber Blut an meinen Händen habe für dieselbe Tat, die er getan hat. Das würde ich nicht wollen. Das wäre nicht richtig, das wäre vor Gottes ja, nicht aber gleich. Dann, guck mal, dann ist das ja so, ich habe dir ja gesagt, es werden beide Familien gerufen. Ja, und es gibt ein Hadith, wirklich viele haben denen vergeben, wo die gesagt haben, nein, lass den am Leben, wir vergeben den, ganz einfach. Aber wenn die sagen, wir vergeben nicht. Wie wir diskutieren müssen über den Islam, ich finde, guck mal, das ist einfach gewaltverherrlichende Religion so. Das ist einfach. Für dich mag das gewaltverherrlichend sein. Mohammed hat selber gesagt, ich wurde mit dem Schwert hergesandt, um allen von dem Islam zu überzeugen. Was soll das heißen? Nicht mit dem Schwert. Doch, mit dem Schwert. Wie ist Indonesien zum Islam gehört? Hat sich das Christentum mit Kaffee und Kuchen verbreitet? Guck mal Südamerika, ja? Was sie da gemacht haben, alles die Christen. Das ist eine Frage katholische habe ich. Kirche. Wie haben sich diese Länder denn, wie wurden diese Länder hier, die du hier alle siehst, wie wurden die denn islamisiert? Guck mal, man hat ja Botschafter geschickt vom Islam und viele Botschafter wurden ermordet und das war danach ein Zeichen zum Angriff, ganz einfach. Und wo steht das? Das kann man in Geschichte nachlesen. Weißt du, was man wirklich in der Geschichte nachlesen kann? Als die Kreuzritter gegen die Osmanen gekämpft haben, weil der Islam vor den Toren Europas standen. Da haben die Kreuzritter. Nein, aber ihr müsst sagen, so, guck mal, hat sich das Christentum friedlich verbreitet? Ja. Also dann hast du nicht Südamerika, Kolumbus und alle Apostel gesehen. Ich bin der römisch-katholische Kirche. Du kannst doch nicht diese Leute mit den Aposteln oder mit wiedergeborenen Christen vergleichen. Richtig, für dich sind ja alle Christen, das ist egal wer. Für dich sind jetzt Katholiken, Orthodoxen, Evangelisten, alle Christen. Aber diese ganzen Christen, die Morde, diese ganzen Verbrechen begangen haben, mit solchen Leuten haben wir nichts zu tun. Guck mal, glaubt ihr nicht, dass ich selber gegen Verbrechen bin? Ich glaube dir das, guck mal, wir das ist ja das hier, Ding. Warum sind wir hier? Wir sind genauso wie ihr, wir sind nur am Predigen. Ja, ich persönlich denke, es gibt viele, viele Muslime, die haben so ein gutes Gedächtnis, die wissen, was gut und böse ist. Wenn man vergleicht die zwei Bücher miteinander, siehst du in der Bibel auf jede Frage eine Antwort. Beim Islam gibt es Widersprüche, ich muss ein Hijab bringen, Alter, ich muss eine Erklärung herbringen, erst ich muss ein Hocker herbringen, Alter, der muss mir dies und das erklären. Hier ist Gewalt, hier ist das. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Als anderes Beispiel. Wie kann es sein, dass das Aisha ist die Frau von Mohammed gewesen, die dritte Frau. Genau. Er hat die Ehre zusammengebracht mit 9 Jahren. 9 Jahre. Ich habe mit Puppen gespielt, hat sie geschrieben. Ja, richtig. So, und das ist richtig. Aber das ist wieder... Also, ja, aber ich habe dir gerade eben gesagt, Rebecca ist 3 und du hast mir dazu nur... Du redest von Abraham, du redest von den Gottvatern. Ich rede von Isaac. Ich rede von Isaac. Isaac war 40 Jahre alt und Rebecca war 3. Rebecca war 3 Jahre jünger als Aisha. Das sind doch wieder andere Geschichten. Das ist nicht eine andere Geschichte. Das steht in der Bibel, Mann. Ja, zeig mir das in der Bibel. Hol mal den Bibeltext. Das steht in der Bibel, im Genesis. In Genesis kann man das nachlesen. Mach mal auf. Mach mal auf und lass mal vor. Ich habe das bei mir drin gehabt, konntest du lesen. Hör mal zu, Rabbi Rashi hat das bestätigt. Okay? Ja, dann mach mal auf und lass mal kein vor. Kein Problem. Ich kann dir das zeigen. Zeig mir, dass Jesus sagt, ich bin Gott in der Bibel, dann zeige ich dir das.
Offenbarung 21, Vers 5 bis 9. Natürlich. Offenbarung 21, Vers 5 bis 9. Ja, so ist es. Rabbis haben bestätigt, dass Rebecca 3 ist. Und was erzählt ihr mir jetzt? Nein, nein, der Herr Jesus muss nicht sagen, dass er Gott ist. Man hat es gesehen an seinen Taten. Ewa, Amen. Anwar, an ihren... Anwar, an ihren... Nein, man hat es gesehen an seinen Taten und an seinen Redensart. Warum haben Sie gesagt, wir steinigen dich nicht wegen einer guten Tat, wir steinigen dich, weil du dich zu Gott machst. Du bist nur ein Mensch und machst dich Gott gleich. Ja. Okay. Alles guck gut. Mal, du musst mal auch überlegen. Nani, wenn ich jetzt eine Frau wäre und ich bin jetzt Christin. Und wir reden jetzt von 1400 Jahren, ne? Also wir reden jetzt nicht vor 30 Jahren oder vor 100 Jahren oder. Ich hab sie doch wir waren guck mal, schon guck mal aber Mohammed wurde doch überall kritisiert. Man hat Sachen gesucht. Warum hat man ihn damals nicht deswegen kritisiert? Ich will jetzt nicht Mohammed richtig schlecht reden. Ich könnte das in jeglicher Art nein, und Weise. Ich will auch nicht hier so schlecht reden, aber. Aber guck mal, warum müssen wir überhaupt diese Fragen stellen? Weil es ist der Koran steht, kann nicht standhaft stehen gegenüber die Wahrheit, die Fragen. Guck mal, du siehst, wie viele Muslime sind, ja? Du weißt, dass du in spätestens nicht in 2060, in 2032 oder so wird Deutschland und Europa komplett islamisch sein. Ich hoffe nicht, Mann, weil dann gibt es den Dschihad, Alter. Das ich hoffe nicht, aber. Das wird so sein. Aber Dschihad, warum Dschihad? Ja, in solchen Sachen ist die Bibelkompetenz was ganz anderes. Der nächste Schritt, der jetzt passieren wird, ist, dass die Entrückung bald stattfinden wird. Dann wird der Tempel gebaut in Israel. Ja. Guck mal, die Israelis. Ja, Aksa Moschee und Israelis. Guck mal, die gebaut Israelis. Und dann kommt Israelis. Der Antichrist und der Diktator aus Europa. Ihr müsst Israelis glauben an jeden Antichrist, um das Chaos anzurichten und dann die Diktatur zu installieren. Ja, das kann sein. Ich hoffe, weißt du, ich hoffe, dass das alles friedlich bleibt. Weißt du, wozu die Muslime eigentlich hierher geholt worden sind, diese ganzen Flüchtlinge? Das wird nicht. Warum seid ihr so hasserfüllt? Warum seid ihr so negativ? Nein, weil das die Profitier ist. Erfüllt. Keiner. Pass mal auf, aber habt ihr schon mal überlegt, dass dieser Angriff von der Hamas... Das Erste, was passiert, auch, ich komme mir dein Motorrad holen, Mann. Warte, habt ihr schon überlegt, dass dieser Angriff von der Hamas vielleicht ein Grund sein wird, damit man auch so ein Attentat auf die Moschee machen könnte und dann da den Tempel baut? Hat er schon mal überlegt? Die Muslime. Hat er schon mal überlegt? Soll ich dir mal was sagen? Die Muslime ziehen den Tod vor das Leben. Verstehst du? Ja, der Sterben ist für uns ein Gewinn. Kommt das, Herrn, ja, für euch nicht. Landet ihr in der Hölle, Mann. Nein, ich gehe nach Hause. Das glaubst du? Ja, klar. Das glaubst du? Wir gehen nach Hause. Was? Das werden wir spätestens sehen, wenn es soweit ist. Ja, das sehen wir dann. Aber bei uns gibt es kein Zurück. Weißt du, bei uns ist ewig. Ewig ist lang. Die Ewigkeit, ja. Euer Paradies will ich gar nicht haben, Mann. Da ist Wallah, eine wandelnde Leiche. Ich will lieber. Warum soll ich nicht? Da habe ich Gemeinschaft zu Gott. Warum soll ich Gemeinschaft zu Gott, Mann? 72 Jungfrauen auf mich warten. Ich werde doch nicht Muslim wegen den Jungfrauen machen, was ich bin. Ihr seid doch neidisch wegen den 72 Jungfrauen. Ihr könnt mich verarschen, Alter. Ja, natürlich seid ihr neidisch, Mann. Hör auf zu erzählen. Warte, ich muss euch. Oder ihr seid keine richtigen Männer, also eins von beiden. Moment. Nicht jeder kriegt 72 Jungfrauen. Die muss man sich verdienen. Ja, nicht, natürlich. Nicht also, auf jeden Fall 72 Jungfrauen. Das muss man sich erstmal verdienen. Alter. Ganz einfach. Nein, das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so einfach, 72 Frauen zu kriegen. Nein. So leicht geht es nicht. Guck mal, ihr werdet im Paradies wandeln. Es gibt nur einen Weg, wie man die sofort bekommt. Ihr werdet nur im Paradies wandelnde Leichen sein. Ihr macht dort gar nichts. Nein, das stimmt doch nicht. Jeden Tag ein Jungfrau in Gender, jeden Tag ein Jungfrau, was ein Leben. Also, das wird doch da langweilig. Junge, das ist langweilig. Hör mal, komm. So, ihr habt doch gar nichts im Paradies, Mann. Ihr wisst ja gar nicht mehr, wie das richtige Paradies ist, Mann. Weißt du, dass in Gender bei euch alles erlaubt ist? Weißt du, wie der richtige? Warst du schon mal da? Hast du schon mal gesehen? Ich weiß, der Prophet hat davon erzählt. Ja, warst du da? Ja, woher wisst ihr das denn? Von euren Schriften, was? Oder? Natürlich, aber du sagst, wir wissen nicht, wie es da ist. Weißt du, was und du sagst, du weißt es, wie es da ist. Nein, du sagst, wir wissen das von unseren Schriften.
Ja, wir wissen ja, auch, was wir nicht selber da sind. Wir auch nicht selber da. Erklären, ja, was ich in der Bibel nicht da, steht, aber das ist doch Glaube. Entweder. Der Himmel, ich glaub nicht. Der Himmel soll voller Liebe sein. Was hat denn Adam und Eva oben gemacht? Haben die nur Schach gespielt? Was hat denn Adam und Eva oben gemacht? Haben die nur Schach gespielt? Eva hat von den Apfel gegessen, wo Gott gesagt hat, dass sie wollen. Dann wollen sie verbannt. Was haben die da oben gemacht? Haben die nur Schach gespielt und Lagerfeuer und gesungen und so? Natürlich. Die haben auch da oben Geschlechtsverkehr gehabt. Was erzählt ihr? Da nicht, ne? Unsere Schriften sagen das. Ah, pass auf, Anwar. Laut euch haben die da oben nur Schaf gegrillt und Anwar, pass auf. Alle meine Händchen gesungen und sowas, keine Ahnung. Pass auf, bei uns wird gesagt, du hast gar kein Verlangen mehr danach. Du hast kein Verlangen mehr. Wozu gehst du denn ins Paradies, Mann? Dann scheiße ich auf alles. Ja, du bist doch, pass auf, das zeigt doch, dass du Sklave bist dieser Sünde. Sklave dieser Sünde. Ah, natürlich, du bist Sklave dieser Sünde. Für dich gibt's nichts Größeres. Aber das ist doch sexverherrlichend, Mann. Das kann doch kein Gott sagen, verdammt. Das ja. Also ja, ich höre raus, guck mal, später werdet ihr sehen. Also jedermann hat das Verlangen danach. Ich hab dir doch erklärt, wenn ich jetzt Muslim bin, Muslime als Mädchen. Warum machen wir denn hier keine Unzucht und so? Warum halten wir uns zurück von diesen Sachen? Weil wir das im Paradies alles bekommen. Wir bekommen Frauen ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ich bekomme, aber ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen, ja. Aber das ist doch, was ist das für eine Vorstellung, dass man sagt, ich mache das jetzt nicht hier, weil ich das, die Sünde hier mache ich nicht, dass ich sie danach im Paradies mache. Guck mal, was er da oben reintut, ey. Mach mal die Scheiße weg. Was ist das? Ey, das ist ein Mann. Das ist ein Bild. Mach das Bild weg, ey, bitte. Was soll das? Das macht man nicht. Was war das weg? Was ist das? Aber wer macht denn sowas? Da siehst du mal, wie die Gehirne, von manchen Menschen einfach funktionieren. Gar nicht. Ja. Warte mal, bitte zurück zu Anwar. Ihr habt immer dieselben Fragen. Ja, ihr selber, ich schwöre dir auf alles, ihr seid so neidisch auf uns. Anwar, wie kannst du sagen, dass... Anwar, bis gerade eben habe ich dich doch ernst genommen. Ich schwöre, ich dachte, du bist noch ein guter Mann. Du bist ein guter Mann mit gutem Verständnis. Du hast einen Menschen... Das juckt mich, dass du mich ernst nimmst oder nicht. Und jetzt sagst du mir, im Himmel gibt es jetzt nur Jungfrauen, die auf mich warten. Deswegen soll ich ein guter Mensch sein. Ich sag dir das, was du in deinem Herzen hast. Du traust dir das aber hier nicht zu sagen, Mann. Jeder Mann, der ein Mann ist, der will viele Frauen haben im Paradies. Okay, und wenn ich jetzt eine Frau bin und ich will zum Islam konvertieren, was kommt mir zum Islam, außer ich werde erniedrigt und neben mir hat mein Mann noch 6 andere Frauen. Was hat dann die Frau? Die Frau hat keine Jungen, oder was hat die Frau? Erstmal, ich bezweifle, ob du auf Frauen stehst, bezweifle ich. Anwar, pass auf. Also so wie du gerade geredet hast, Anwar, LGBT. Anwar, pass auf, hör mal zu, Anwar, pass auf. Im Chat, die sind lustig im Chat, oder? Ihr seid lustig. Pass auf, Anwar, wenn du uns, ich denke jeden Christen hier drin, wenn du uns vor 2 Jahren gefragt hättest und gesagt hättest, wie ist es im Paradies Sex haben, und ich sagte, ich bin bei dir. Aber ich bin nun mal zum Herrn gekommen, ich bin nun mal zum Glauben gekommen und habe mein Leben den Herrn Jesus Christus übergeben, weißt du, und habe für Gebet gemacht. Und man wandelt nicht mehr so, man wird anders. Man wird einfach anders. Man merkt, dass es einfach, man ist anders. Man ändert sein Leben. Wozu halten wir uns denn hier von Sina fern und von dieser Unzucht und von dieser Fremdgeherei? Wozu? Weil das schlecht einfach ist. So, weil es einfach böse ist. Ja, es ist einfach böse. Weil wenn jemand wahrlich liebst, würdest du das nicht machen. Du würdest, wenn du jemanden liebst wie dich selber, du selber gehst dir nicht fremd. Du würdest auch nicht wollen, dass dein Sohn, sein Herz gebrochen wird von irgendeiner anderen Frau. Das würdest du nicht wollen, das würdest du nicht auch weitergeben. Es gibt natürlich schlechte Frauen, es gibt auch schlechte Männer. Hier auf der Erde ist das Beste, was dir passieren kann, eine sehr gute Frau. Das Beste, was dir passieren kann. Richtig. Und das willst du doch nicht weiterleben. Du hast ein schlechtes Gewissen, Ani. Du weißt, wenn du Single bist, mach was du willst, aber auch da wirst du dich nicht freuen. Du wirst nicht glücklich sein. So, das ist einfach, was es ist. So, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass deine Sichtweise, dass du sagst, wie gesagt, von einer Frau aus, was hat eine Frau aus im Islam zu suchen? Digga, sie wird erniedrigt, neben sie gibt es doch andere Frauen und so weiter und so weiter. Ich verstehe das. Warum wird eine Frau erniedrigt? Der Islam hat doch die Frauen erst die Rechte gegeben. Ja, bei euch darf doch eine Frau nicht mal erben, Mann.
Wer sagt das? Was sagst du nicht? Was sagt das? Dass sie mich erben. Andere, bitte nochmal. Okay, dann zeig mir mal, wo das hier. Ich hab den Vers jetzt nicht im Kopf, aber wenn das nicht stimmt. Nein, aber sag mir mal, wo das hier in Deutschland schon passiert. Nein, sag mir, wo das in Deutschland passiert ist. Deutschland ist nicht christlich. Deutschland ist nicht. Aber wenn sie Christin ist, es ändert nichts, dass die Person an sich Christin ist. Das ändert schon was. Du bist doch in Deutschland, oder? Du bist doch Muslim in Deutschland. Also gelten für dich muslimische Gesetze. Und ich bin Christ, für mich gelten christliche Gesetze. Also müsste ich, wenn ich eine Frau bin, nichts erben dürfen, weil ich Christ bin. Aber hier geht das Erbrecht nach dem Christentum. Nein, Quatsch. Pass auf, die Bibel sagt, nach dem atheistischen Dings da. Die Bibel sagt, wir sollen uns der Obrigkeit unterordnen. Das bedeutet, wir leben nach den Gesetzen in dem Land, wo wir leben. Außer die Gesetze gehen gegen das Wort des Herrn. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in dem Land nicht evangelisieren dürfte, dann dürfte ich sagen, oh, das ist nicht. Wo waren Aisha ihre Rechte? Was hat Aisha jetzt damit zu tun? Wo waren Rebecca ihre Rechte? Bitte, Anwalt, hau auf, lese es nochmal selber in der Bibel und dann kommst du wieder und sagst mir, ob sie drei ist. Sei so gut. Ich wünsche euch noch alles Gute und auf jeden Fall überdenkt nochmal nach. Es war nett, aber ich wünsche auch Gott, das habt ihr gar nichts. Und mit wieder Lukas Worte, möge Allah euch recht leiten zum Islam. Mit wieder Lukas Worte, Anwalt, verlasse den Islam, rette deine Seele. Kommt lieber zum Islam und geht ins Paradies, Leute. Dort habt ihr alles, was ihr euch wünscht. Ihr habt gar nichts. Traurig, wir haben alles, was wir brauchen. Uns wird dann nichts mangeln da oben. Ich gar wünsche nichts. Euch alles Gute und schönen Abend noch. Und danke, dass ihr mich auch geholt habt. Komm, alles Segen. Gut, Jungs. Bleibt stabil. Gottes reiche Segen. Ihr werdet sehen, dass der Islam alles übernimmt. Und erinnert euch an meine Worte. Und du lest die Bibel nochmal. Besonders den Teil mit Rebecca. Ich bin bis zum 9. Schuljahr auf katholische Schule gewesen. Was erzählst du? Ja, ich hab die Bibel mal ein, das war der Fehler. Bibel, das war der Fehler. Das war der Fehler. Du warst in einer religiösen Schule, das war der Fehler. Du hast gleich den religiösen Geist gekriegt. Sofort hast du den religiösen Geist gekriegt. Lies immer lieber den Koran und danach werdet ihr sehen, ich schwöre es euch. Einer von euch, vier, drei, wird auf jeden Fall konvertieren. Ich wünsche euch alles Gute, Mann. Ich schwöre. Danke, dass ihr so nett wart übrigens. Ne? Also, wir waren niemand beleidigt oder so, oder? Alles cool, ihr wart nett, Mann. Ihr wart nett. Muss ich zugeben. Und Evangelist, danke, dass du mich mal hochgeholt hast, endlich. Wie gesagt, ich wünsche euch die Rechtleitung. Möge Allah euch rechtleiten. Möge der Herr Jesus Christus dich rechtleiten. Schönen Abend noch. Ja, und auch im Chat, die unfreundlich waren. Ich wünsche euch auch die Rechtleitung. Bleib stabil. Alle zu dir, mein Lieber. Wir waren alle Freunde. Schönen Abend noch. Ciao, ciao. Schönen Abend. Ciao, ciao. Also bis zu einem gewissen Punkt war er ganz sympathisch, bis er gesagt hat, 72 Jungfrau, ja, das will er. Das hat er nicht rausgehauen, Alter. Also echt. Also aber mit dem konnte man wenigstens sich unterhalten, also das ging eigentlich. Also das war okay. Aber das mit den Jungfrauen hat mich schon gut rausgehauen, dass er wirklich denkt, also ein Gott ja, sagt, warten auf mich da oben, dann das wird sicher ein guter Mensch sein, ich verstehe es nicht. Also, dass er da ab dem Punkt war, also, das wollen wir doch alle, ja, da hat man es gehört, Digga, aber wenn du ein guter Mensch bist, eben nicht, Alter. Wahrlich. Oh, wow. Leute, Bruder Seifu. Ja, Bruder Ben. Bruder, ich hab gerade richtig Panik bekommen, ey. Warum? Was los? Digga, ich hab gerade so Panik bekommen. Ich hab meine Chipspackung gesucht. Ich dachte mir, wo sind die? Ach. Ich hab gedacht, dass du draufgesetzt. Gesucht. Wie bitte? Hast du gedacht, du hast dich draufgesetzt oder was? Nee, ich hab die gesucht. Ich dachte mir, hey, wo sind die Chips? Wer hat meine Chips gegessen? Und dann habe ich schon so Schweißausbrüche bekommen bis dem. Wollte schon deine Frau wecken und sagen, wo sind meine Chips? Ja, aber das ist auch wieder eine arme, verführte Seele. Ne? Betet bitte für Anwalt, ja, Leute, betet bitte für dich. Ja. Also möge der Herr Jesus Christus die Türen in die Augen öffnen. Das, ey, guck mal, warte, ich will was sagen. Habt ihr gemerkt, warum er dem Islam folgt? Es geht eigentlich nur um dieses, ne, was er da im Himmel haben will. Deswegen. Ja. Es ist traurig, es ist so traurig, es ist wirklich traurig, weil er hatte wirklich, also es ist traurig, es ist sehr traurig. Anstatt dass er versteht, dass es im Himmel einfach nur noch Liebe gibt, die Löwen jagen die Gazellen aus Spaß, um sie zu töten. Also, aber wie ihr gehört habt, das verstehen nur wahre Männer. Ja.
Also, ich fand es gut, wie du gesagt hast, dass du hättest vor 2 Jahren auch anders gehandelt. Also ich hätte auch natürlich. Vor 2 Jahren, ich hätte auch gesagt, ja, ey, ganz ehrlich, Frauen wieso nicht, aber wenn man versteht, was die Liebe des Herrn ist und das im Vergleich gegenüber ein, einfach nur sich zu befriedigen und im Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, das ist es nicht wert. Das ist es einfach nicht wert. Der wird aufwachen und dann wird er die ewige Hölle schmecken. Das ist das Traurige. Weil er wird seine Frau mit sich huren. Ja, mit schwellenden Busen auf ihm drauf. Weil er Sport ist. Da wird, ja, der leider zum Dämon und sagt dann: Ey, Moment, ich bin hier völlig verkehrt. Dämon, du hast mich hier falsch abgesetzt. Und dann wird der Dämon zu ihm sagen: Ey, du, pass mal auf, wir haben mich verarscht die ganze Zeit. Hier gibt es keine 22 jungen Frauen, hier gibt es nur uns, die Dämonen. Ja. Und mit uns wirst du jetzt ja gleich Sex haben. Ja. Aber habt ihr gemerkt, wie er auf einmal gegen Ende so auf einmal sich nicht mehr kontrollieren konnte, als ob ein Sinn in ihm wäre? So. Er konnte ja, ja, auch ein Dämon wird. Das ist ein Dämon, nicht Jim. Genau, als Dämon. Ob ein Dämon durch ihn gesprochen hat. Er konnte sich nicht mehr halten. Er hat irgendwelche Sachen, wenn dann erniedrigende Sachen, dass die neidisch wären. Und also einfach nur, weil der Dämon das nicht hören wollte. Der war der Scheiter. Er hatte keine Antworten mehr auf diese Fragen. Ja. Wahrlich, und meine Freunde, in der Bibel ist alles erklärend, selbst erklärend, von A bis Z ganz simpel gegliedert. Wenn man das erste Testament liest, danach das zweite Mal, alles ist verständlich. Das ist wie ein Puzzle, was sich zusammensetzt. Ja, aber das Traurige ist, da ist eine Blockade in ihm drin, ob da wirklich einen Dämon ihn jetzt stoppt. So, weißt du, ist irgendwas. Richtig. Jawohl. Ey, es ist krass, wirklich. Nee, guck mal, er sagt ja, was soll ich denn in den Himmel, im christlichen Himmel? Was ist denn da? Genau. Was warten da auf mich? Da weiß, oh mein Gott, das ist wirklich, ich kann es nicht mal aussprechen. Also, ich ja, aber wie traurig ist das? Und was ist das bitte für ein Himmel, dass du dir da alles wünschen kannst? Überleg mal, alles. Du kannst dir alles wünschen. Du kannst dir wünschen, dass du super aussiehst wie Super Mario. Was ist das für ein Himmel? Du kannst dir wünschen, dass du da keine Ahnung, ich werde nichts Falsches sagen, aber was ist das denn für ein Himmel? Das ist doch schon wie bei Dragon Ball. Weißt du, was das Kranke ist? Du darfst theoretisch in deren Gender darfst du theoretisch mit deiner Mutter Geschlecht Punkt machen. Das wäre erlaubt. Das wäre alles erlaubt. Auch Pädophilie wäre erlaubt. Heftig. Ja, wenn du dir alles wünschen darfst. Das ist krank, Alter. Und er hat das auch gesagt, wieso machen wir nicht die Sünden dann hier auf dieser Welt? Ich denke mir, wahrlich, weil du ein guter Mann bist oder nicht. Dann kommst du auch nicht ins Himmel, so ins Himmelsparadies, das kann man doch nicht sagen. Ich bin mit meinem Hund Gassi und ich muss sagen, die Temperatur ist ganz okay. Schöner Abend heute. Diese Woche am Freitag soll der Sommerende sein. Oh nein. Dann soll es sehr kalt werden. Oh nein. Ach, Steve, ich muss mal adden, ey. Ich komme immer noch nicht auf diesen Wandel klar, von ganz harmonisch auf man kann mit ihm reden, hin und her, alles okay, eine normale Diskussion. Dann dieser Wandel, als wäre irgendwas in ihn gefahren, so bam, wurde beleidigend, erniedrigend. Aber was ich nicht verstehe, was sie ständig mit Rebecca haben. Weil wenn die das lesen würden, dann würden die merken. Ja, angeblich Schwester Labans, Tochter der Abrahams Beutel, ich lese es mal vor hier. Sie ist die Großnichte Abrahams, die Zweitnichte von Grades, von Isaaks, der Sohn Abrahams und die Mutter der Zwillinge von Isaak und Jakob. Sie war halt danach mit dem, da steht, so finden wir, dass Rebekka 3 Jahre alt war, als sie Sitschak heiratete, als er 40 war. So, und das ist halt das,
was die im Kontext aber nicht verstehen, das ist das Jüdische, das verstehen die nicht. Aber die sollten mal lesen, was sie gemacht hat, weißt du, was das ist für ein dreijähriges Mädchen unmöglich hinzukriegen, was da in der Bibel steht, was sie gemacht haben soll. Und vor allem, das ist auch das erste Testament, das ist nicht das zweite, das ist das allererste so, und das ist halt auch aufgebaut mit der Tora zusammen. Also ich persönlich glaube jetzt nicht an alles, was im ersten Testament ist, wurde, aber alles, was prophezeit wurde von Jesus im ersten Testament, ist auch aufgetreten, dass er Markierungen an der Hände hatte und also solche Sachen, man hat ihn durchbohrt und solche Sachen, das ist alles dann aufgetreten, 300 Jahre bevor das überhaupt alles passiert ist. Das ist wiederum, da denkt man sich wahrlich, das ist der Herr. Aber was von dir, das muss ich auch fragen, das, was da jetzt in Gaza abgeht, so mit den ganzen Leuten so. Also, ich glaube, jetzt wird Ukraine abgelöst. Oh ja, jetzt ist Palästina in, weißt du, damit keiner mehr auf Ukraine guckt, die da irgendeinen Scheiß machen können. Ja, jetzt ist Palästina dran und ich habe mir das heute überlegt, was ich denke mal, ich kann mir vorstellen, die benutzen das, um irgendeinen Blödsinn zu machen. Um irgendwas wieder in die Luft zu jagen, irgendwie ein Ritual machen, irgendwas Teures in die Luft jagen wieder. Irgendjemand hat gesagt, die dritte Älteste der Kirche wäre in die Luft gejagt worden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das weiß ich nicht. Ach, schaffen wir mal, Gott. Deswegen, doch, schaffen wir mal nicht, Alter. Deswegen denke ich mir mal, dass da irgendein Blödsinn damit gemacht wird. Das ist meine Meinung dazu. So, dass die Menschen von der Aufmerksamkeit ablenken, so um irgendwie undercover irgend so einen Müll wieder anzurichten. So irgendwelche Ohrsprengungen oder sowas. Das war doch noch nie anders. In Deutschland Nord Stream 2, in den USA waren es die Türme. Also das ist doch... Und dann kommt irgendjemand in den Fernseher, labert irgendeine Scheiße, entschuldigt, dass ich so rede, und jeder glaubt es. Jeder glaubt es dann, was da gesprochen wird. Aber wir wissen, das wird so kommen, wir können das nicht ändern. Ich hoffe nur, dass so viele Menschen noch zum Herrn kommen. Ich hoffe, dass so viele Menschen noch zum Herrn kommen wie möglich. Das macht mir auch Angst. Weißt du, es steht in der Bibel, Jesus sagte, es wird Feuer über Jerusalem regnen. So, und das erinnert mich gerade an die Sachen, weil auf so einem Gaza, ich weiß es nicht, ich glaube 2.000 oder 4.000 Raketen haben sie auf Jerusalem und auf dem Gazastreifen geschossen. Also ich weiß ja nicht. Und das hat mich so richtig daran erinnert, was da Jesus gesagt hat. Und dann dachte ich mir, nur das Einzige, was noch nicht eintrifft, ist, dass das Universum über uns einstürzen wird. So, also ich denke nicht mit Poeten oder sowas. Das, was jetzt war, ist noch gar nichts. Das sind erst die Wehen. Das sind erst die Wehen. Das ist noch gar nichts, was jetzt hier passiert ist in Israel. Erstmal die Siegel gebrochen werden. Wahnsinn. Das ist mal richtig Angst, dass mal die Worte, also die Worte Christen. Warte erstmal ab, wenn die Al-Aqsa-Moschee auf einmal abgerissen ist und der Tempel gebaut wird. Was da los ist in der Welt? Ja, Axel, was meinst du dazu, dass die das als Vorwand nehmen, um da irgendeinen Blödsinn zu machen, dass sie das ja, also anpasst? Ich habe ja schon mal gesagt, also ich denke, der Netanyahu war ja kurz politisch zu kippen, ne? Die ganzen Reservisten wollten nicht mehr zum Wehrdienst gehen, die Piloten, die Kampfjetspiloten wollten nicht mehr zum Wehrdienst gehen. Und es gab ja die ganzen Friedensmärsche in Israel, endlich Frieden und so weiter. Und das wollen ja die Zionisten nicht. Also haben sie diesen Anschlag. Sind ja Satanisten. Die Zionisten, Netanyahu, sind Hochgrad-Freimaurer und die Hamas auch. Und die Offiziere bei Shin Bet und der Mossad, die sind auch eingeweiht, alle. Und da haben sie das Ding praktisch so durchgezogen, haben sie zugelassen. Und jetzt praktisch wollen, natürlich kann es sein, dass die dann den Gazastreifen, dieses Autonomiegebiet komplett einnehmen. Und, hallo zusammen, Gottes Segen. Gottes Segen. Das vermute ich, weißt du? Und vielleicht geht die Sache ja noch, wie du schon sagtest, noch weiter und auf diese Annexion vom Gazastreifen kann schon sein. Was wird dann irgendein anderer Attentat? Warte, die dritte älteste Kirche in Luft gesprengt und so weiter. Und dann eskaliert die Sache immer mehr und dann sagen die auf einmal mal, der Islam ist weg, die Al-Aqsa-Moschee ist weg und dann wird der dritte Tempel gebaut. Aber bevor der dritte Tempel gebaut wird, werden wir vorher drückt. Boah, das ist krass. Das ist krass. Hm.
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich glaube, auf jeden Fall du bemerkt sprichwörtlich. Also, wer ihn nicht jetzt mitbekommt, dass wir voll in der Endzeit leben, der ist vielleicht sagen, wirklich überhaupt gar kein Christ. Ja, der kennt überhaupt nichts. Das ist so wahr. Also, wenn ich merke, dass die ganze Regierung zusammenarbeitet, weißt du, dass man da nicht merkt, dass da sowas kann man unter Menschen nicht kontrollieren. Da muss eine Macht dahinter sein, die Macht hat, Länder zu kontrollieren. Das kann nur der Teufel. Weil der ist hier der Fürst dieser Welt und der hat die Fäden in der Hand. Richtig. Ganz einfach. Das sollen über 1500 Tote. Über 1500 Tote schon, ne? Ja. Hey, jetzt wahnsinnig. Das ist so Wahnsinn. Aber ich finde auch, das ist wiederum die Frage, wieso hat dann Palästina selber einfach über Nacht auf, also wirklich so random, auf einem Feiertag schießen die alles, was die haben, gefühlt auf einen Tag raus. als wär Silvester, Alter. So, und ich denke mir, was ist da los? Seid ihr behindert? So, also, wie kann man sowas machen? Ihr seid doch so klein, ihr wisst doch nur. Also, Israel wird von den USA komplett finanziert. Komplett! Also ich dachte erst, ganz ehrlich, als ich das Video gesehen habe mit dem Fallschirmspringer, dachte ich, das gehört zur Show. Dann zugelassen. Was ist ein. Als ich die Fallschirmspringer gesehen habe, dachte ich, die gehören zur Show. Weißt du, die gehören dazu, diesen Rave. Und das sah voll so komisch aus. Aber da habe ich gemerkt, dass es voll viele sind. Und dann habe ich gedacht, oh. Böse. Was ist ein Zionist? Ein Zionist könnte man auch sagen, ist ein Satanist. Die wollen den Staat Israel errichten, aber nicht praktisch ein wahrer Jude oder ein richtiger Jude wartet ja auf den Messias, dass der ihnen Israel gibt. Die Zionisten wollen das praktisch nicht so erobern. Dieses große Israel, also weißt du? Das soll ja gehen praktisch vom bis zum Euphrat. Vom Nil bis zum Euphrat, so groß soll praktisch Israel werden. Deswegen gibt es die beiden blauen Streifen auf der israelischen Fahne da oben, weißt du? Der obere Streifen ist der Euphrat und der untere Streifen ist der Nil. Von dort bis dort soll praktisch Israel sein. So. Und wie gesagt, der Stern hat nicht mit König David zu tun, das ist ein Hexagramm. Die Spitzen sind genau 66 Grad. Wir sind 66,6 Grad. Das ist ein satanisches Symbol, also Satan regiert Israel. Warte mal, es wird gesagt, Israel ist das auserwählte Gott, das auserwählte Volk Gottes. Volk von Gott, richtig, ist es auch richtig. Wenn jemand Israel antastet, ist es so, als ob man den Augapfel von Gott antastet. Na? Richtig, so ist es. Wer Israel segnet, wer Israel segnet, wird gesegnet. Wer Israel verflucht, der wird verflucht. Richtig. Also, aber die Regierung Gott nimmt auch seine Schützenhand weg von Israel, weil die sind ja keine Christen. Die haben ja den Messias gekreuzigt. Verstehst du, die Juden? Und die halten ja, die sind ja keine Christen, sind ja immer wieder abgefallen. Die sind ja nicht zum Wahnsinn durchgestoßen, weißt du? Und jetzt, deswegen lässt ja die Züchtigung ja alles zu, der Herr, dass praktisch die Palästinenser diesen schweren Angriff verüben konnten. Oder die Hamas vielmehr. So. Weil ich frage mich, wenn das Gottes Volk, auserwählter Volk ist, ne? Warum ist das so ein Hexagramm in der Flagge? Ja, weil wir eben Zionisten regieren Israel. Die Zionisten. Die sind ja keine wahren Juden, so, also sind schon Juden, aber die sind eben Zionisten, sind Satanisten, die wollen eben diesen Großstaat Israel errichten. Aber in der Bibel ist es ja, dass der Herr Israel dieses Land geben wird und nicht sie sich selbst das zu erobern haben, weißt du? Sie haben praktisch so lange zu warten, bis der Messias kommt und ihnen das Land dann gibt. Früher war Jerusalem eine christliche Stadt, eine komplett christliche Stadt. Weil nachdem der Messias da gestorben ist, also halt Jesus,
dann wurde dich halt voll durch die Apostel und den Jüngern von Jesus wurden die ganzen Geschichten erzählt. In Jerusalem, da wurde er auch gekreuzigt. Und die alle, alles war komplett christlich. Danach kam dann Mohammed mit dem Islam als, und hat sich als Prophet gegeben mit seinen ganzen Sachen. 21 Jahre später, richtig, genau. Genau. Und danach kam der ganze Scheiß und dann kam alles zusammen. Und die Juden sind freiwillig Christen geworden. Es gab, die Juden haben mit den Christen zusammen gelebt und es ist friedlich und es wurden immer mehr Christen. Und erst sehr, sehr, sehr spät hat dann das Osmanische Reich halt versucht, die, Jerusalem einzunehmen. So. Und deswegen hat sich dann jetzt in der Zeit, in der Neuzeit, jetzt Israel quasi als Staat sich halt immer wieder das zurückerkämpft und Palästina halt komplett zerstört. So. Und ja, genau. Wahnsinn. Aber in Jerusalem selbst leben ja alle drei Religionen friedlich. Also die Christen, Muslime und Juden leben ja ganz normal in der Stadt. Ich denke mir mal jedes Mal, mein Gott, was muss es dann jedes Mal immer für ein Glockentrommeln geben, Alter? In irgendeiner Moschee oder Kirche oder keine Ahnung was hier, muss das Ganze irgendwo trommeln und hier muss man beten und da muss man beten. Hey, Bruder Axel. Ja. Ich habe hier gerade gesehen, dass die Hamas voll viele Menschen einfach unschuldige Menschen entführt haben, ne? Ja. Was sagt ihr eigentlich dazu, Muslime? Was sagt ihr dazu, dass die so unschuldige Menschen entführen? Macht doch Videos dagegen. Warum macht ihr keine Videos? Ja, gute Frage, Alter. Vielleicht haben die es einfach nur so undercover gemacht, ne? So, damit sie Leute als Bedrohung, als Druckmittel für irgendwas benutzen können, für Geld oder irgendwie sowas in der Art. Ja, aber was ist das bitte? Hier geht's um Frauen und Kinder, ne? Ja, für die ist es einfach nur, wir erniedrigen das Volk, was uns erobert hat. Sonst hättest du ja nicht gesehen, du siehst ja, plötzlich, als wäre Silvester, schießen die 4000 Raketen in die Luft, einfach so. Also bitte, also was für ein Satan, also wirklich. Wie viele Raketen? Knapp 4000 Raketen. Heftig, Axel. 4000 Raketen. Ja, und Wahnsinn. Dann, wusstet ihr auch, dass die Palästina von iranischen Staat unterstützt wird? Ja, wissen wir natürlich. Die Hisbollah, der Schia-Muslime, also die Partei Gottes und der Gazastreifen, die Hamas wird auch vom Iran unterstützt. Sonst hätten die ja diesen Angriff, die ganzen Raketen, das hätten die alles nicht gehabt, ne? Genau, die haben nichts, Alter, und das wird alles von Iran gemacht, alles für die finanziert, alles für die gebaut und geschickt. Ja. Und ich denke mir dann, was denkt sich Iran dabei so? So, was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Ihr könnt doch nicht Jerusalem zerbomben, das ist Wahnsinn, also Gottes Wahnsinn, so. Ja, aber ich habe ja gesagt, das sind alles Satanisten, auch Ahmadinejad und so weiter, der iranische Führer, das sind alles Hardcore-Satanisten. Das sind alles Freimaurer und Hardcore-Satanisten. Deswegen passiert das. Denkst du, das iranische Volk hat Bock auf einen riesengroßen Weltkrieg mit dem Westen oder was? Ich glaube nicht. Genau, deswegen schicken die Palästina los, die sie eh noch so klein sind, aber hier kriegt ihr noch den letzten Schmodder, was wir noch haben. Versucht mal damit was zu erreichen. So. Es ist Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Und dass die Palästina das auch mitmachen, also. Ich glaube, die Bevölkerung, die findet das auch alle nicht so geil. Aber das ist ja eine totale Diktatur, denke ich mal, der Gazastreifen, weißt du? Da bist du ja den Arabern, wenn du da nicht mitmachst, ist ja total schlimm. Also, stimmt, du hast ja keine Wahl da. Kommst nicht raus aus dem Gazastreifen. Die Palästinenser, die hier in Deutschland leben können, die haben ein riesen Schwein. Also sonst geht es ja den Palästinensern total hart. Also es ist ein total hartes Leben, würde ich mal so sagen, da am Gazastreifen. Ich frage mich nicht, warum die jetzt einfach nicht alle nach. Also okay, gut, ich kann es mir vorstellen, dass die Leute nicht freiwillig nach Israel gehen und einfach sagen, ja, wir leben jetzt dort, weil die erkennen es ja nicht an. So. Kann ich irgendwo verstehen. Aber du lebst trotzdem dann in Frieden. Warum machst du das nicht einfach so? Und warum schießt ihr auf einmal irgendwelche Raketen los? Also, was ist denn hier los? Also welcher Gedanke kam über euch, dass man über Nacht sagt, jo, an deren Feiertag, genau an diesem Tag, hauen wir jetzt alles raus, was uns Iran gegeben hat.
Das ist Wahnsinn. Das ist einfach purer Wahnsinn. Freunde, wie gesagt, ihr versteht nicht, dass Jerusalem selbst, alles um drumherum, Christen waren. Nach Jesus Kreuzigung wurden alles Christen, weil die haben das gesehen und die Jünger und die Apostel haben das als Gebeichte gesehen und gepriesen durch die ganzen Städte und getauft. Das waren alles Christen. Und der erst danach Frage, sind die Jerusalemer, der Islam gekommen. Wer hat vor 3000 Jahren in Israel gelebt? Wer hat vor 3000 Jahren in Israel regiert? Das war doch König David, König Salomon. Gericht, ja, und meistens waren das auch Kaiser, irgendwelche römischen Kaiser. Nein, nicht vor 3000 Jahren. Nein. Wer da? Was meinst du? Von was meinst du genau? Ich meine zu der Zeit, wo König David regiert hat. Wem wurde denn das Land versprochen? Gott hat sein Volk aus der Knechtschaft aus Ägypten herausgezogen, herausgeführt und in dieses Land gegeben, richtig? Ja. Aber warum sagen denn die Muslime, die Juden haben kein Land und das gehört den Palästinensern, wenn man aber in die Geschichte geht? Wer hat denn da früher gelebt? Wo wurde denn fast vor über 4000 Jahren nach Abrahams Zeit ungefähr, ich weiß jetzt nicht ungefähr wann, aber wem wurde dieses Land versprochen? Den Palästinenser oder den Juden? Richtig, stimmt, hast du recht, den Juden, ja. Ja, das stimmt. Vor allem im Islam selbst ist ja Abraham selber auch als Jude betitelt. Also ich verstehe das nicht. Das macht alles keinen Sinn, wenn man den Islam wirklich gleichstellt mit der Bibel. Bibel hast du jede Antwort wie ein Puzzle. Im Islam kriegst du nur Fragen in den Kopf. Bitte, jetzt kommt wieder das, ich hoffe, dass du diesmal jetzt ruhig bist, Abu. Abu? Ja, Danny, ich wollte nur kurz was sagen. Zu dem einen Freak, der meinte, Ibrahim war Jude. Ja. Alle Propheten waren Muslime. Das steht auch im Koran. Was war Jesu? Mohammed a.s. hat das Glaubensbekenntnis. Nein, was war Jesu? Lass mich ausreden, ihr Käfer. Mohammed, nein, nenn mich nicht Käfer. Nenn mich nicht Käfer, Mann. Du bist doch ein Käfer, oder nicht? Nein, bin ich nicht. In deinen Augen wahrscheinlich, aber ich bin nicht gottlos. Doch, bist du. Bist du gottlos. Für uns bist du gottlos. Ich soll die Christen respektieren, steht in den Koran. Abu Maji, was ist das für ein Bild? Bist du in der Kirche? Aber Maji, wo bist du da? Sitzt du in deiner Kirche oder wie? Danny, nimm den Islam an endlich. Ja, aber Maji, sag mal ehrlich, bist du da jetzt in der Kirche oder wie heimlich? Was ist das für ein Bild? Guckt euch mal das Bild von Abu Maji an. Kannst du mal Maji, das ist Allah wunderschön. Abu Maji, wo bist du? Das ist der Tauhid, mein Lieber. Nein, Abu Maji, du bist da irgendwo. Abu Maji, wo bist du in der katholischen Kirche da? Wo bist du da? Monotheismus. Ja, du bist Katholik. Katholik geworden. Abu Maji, bitte hör doch auf. Ich bin blind, Alter. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu. Nein, Abu Maji, aus den Glauben. Das ist auch nicht respektvoll deiner Religion gegenüber, das weißt du, oder? Was ist nicht respektvoll? Das einfach in einen Raum zu werfen, so wo Leute das nicht anerkennen, das ist nicht respektvoll deiner Religion gegenüber, das weißt du auch. Hör mir mal zu, La ilaha illallah bis zum jüngsten Tag. Abu Maji, du weißt doch nicht, ob du in den Himmel kommst. Was bringt das? Danny, glaub mir. Hast du denn heute schon gute Werke gemacht? Hast du Hasanat gesammelt? Ja, Alhamdulillah, ich habe gebetet. Wie viel Hasanat hast du gemacht? Allahu alam, das weiß nur Allah. Ja, aber warte mal ganz kurz. Was ist, wenn die Waage kommt? Wenn die Ameise gegen dich aussagt, die Fliege sagt gegen dich aus? Reichen denn die Werke, wenn die Engel dann zu dir kommen? Ja, die Waage wird zu dir kommen.
Die Waage wird sowieso kommen, Danny. Ja, aber warte mal, auf wie viele Ameisen bist du heute getreten? Dafür musst du Rechenschaft ablegen. Was redest du da, Danny? Ja, natürlich, die Ameise wird gegen dich aussagen. Er ist auf mich getreten. Der will seinen Hack. Die Ameise will seinen Hack. Verstehst du seinen Hack? Und damit die Ameise nicht vergibt, alle Alem, kein Jenner. Danny, wenn nein, du eine Ameise... Wenn du auf diese Ameise tretest und es ist ihr Hack, das ist der Hack. Verstehst du? Und du bist dann eines Tages aller Weißes in Jenna, dann ja, dann wirst du da auch Rechenschaft ablegen. Im Islam ist da gibt es 72 Jungfrauen, Alter, was laberst du? Wenn du ein Tier ja, und in der Bibel gibt es 72 Homosexuelle. Was nein, in der Bibel, sag sowas nicht, sag nicht sowas, wir sagen nicht sowas. Das ist nicht schön, das ist nicht respektvoll. Weißt du, wie ich meine? Bei uns gibt es eine Liebe im Himmel. Liebe? Eine Liebe, wo auch Löwen und Gazellen sie befreundet sind. So eine Liebe gibt es, sowas kannst du nicht. Warum brauchen wir irgendwelche Frauen dafür? Was will ich denn damit, Alter? Meinst du etwa die Liebe, wenn man im Alten Testament ein Mädchen vergewaltigt, dass die Frau ihren Vergewaltiger heiraten muss? Oh, redest du von der Liebe? Reden wir von Aisha, die mit 6 Jahren geheiratet hat und mit 9 die Ehe verloren hat mit Mohammed. Ich verstehe. Aber ich habe eine Frage an dich, okay? Die Bibel hat mehr Widersprüche als ein Comic, mein Lieber. Aber du willst die Belohnung haben. Sir Pamela, du wartest auf Belohnung, Allahs. Du hoffst dir, warte bitte. Abunaji, ich bitte dich. Was ist, wenn du aber eines Tages, du stirbst und auf einmal Allahs Belohnung ist nicht so schön. Was ist, wenn Allah nicht mit dir zufrieden ist und du kriegst 72 Jungfrauen und diese Jungfrauen sehen so aus, Abunaji? Was ist dann? Guck mal, wie die Menschen an Peter sich lustig machen. Belohnung, Abunaji. Guck mal, was ein Acho Charmota. Unglaublich. Ja, Abunaji, jetzt bitte hör doch. Du siehst aus wie eine Tante und redest. Denkst du, Jesus sah Jesus so aus wie du? Sag mir ehrlich, guck dir mal deine Visage an, bitte. Was hast du mit Jesus zu tun? Aber Mann, du willst persönlich werden. Was ist das? Was ist das? Du bist doch keine 5 Jahre alt, oder? Dann sehe ich eben aus wie Müll. Das ist doch egal, Abunaji. Der sieht aus wie LGBTQ-Präsident. Der Herr achtet auf das Herz. Ich respektiere LGBT-Präsident. Ne, ist okay, Abunaji. Aber nochmal, Abunaji, bitte, du musst umkehren. Du musst wirklich umkehren. Wallahi, wenn du stirbst, du kommst in die Hölle. Abunaji, bitte. Jesus war Muslim, Danny. Nein, er war nicht Muslim. Markus Kapitel 37 hat er gebetet. Nein, Abunaji, bitte. Und er lief 3 Schritte nach vorne und fiel auf sein Angesicht nieder. Hör auf damit, du Heuchler. Bitte, Abunaji, bitte, das stimmt nicht. Er hat gefastet wie die Muslime, er war beschnitten wie die Muslime. Wer von euch? Nein, Abunaji. Ihr seid doch alle Vorhaut. Immer Arme. Den nicht beschnitten wird, die Muslime, immer Mann. Den, immer Beleidigung. Wie kommst du drauf? Warte mal, ganz kurz. Ich habe mal eine Frage. Du sagst, der war beschnitten wie die Muslime. Wie kann es sein, dass dieser Pakt nicht mit einem Muslim gemacht wurde, sondern mit einem Juden? Wie kann es sein, dass du dann sagst, der war beschnitten wie die Muslime, wenn dann sind die Muslime beschnitten wie die Juden? Die Juden sind beschnitten, die Muslime, weil die richtigen Juden sind ja auch gottergebene. Wir sind auch gottesfürchtig. Wer sagt, dass wir nicht gottesfürchtig sind? Die Juden selber sagen, ihr seid Hampelmänner. Was redest du da? Ja, aber was die Juden sagen, interessiert mich nicht. Ja, interessiert mich das, was die Juden sagen. Aber manche, was laberst du? Ich bin Christ.
ich bin beschnitten, aber ich bin Araber, weil ich in Bagdad geboren bin. Was hältst du davon? Wo bist du geboren? In Bagdad, Irak, bin ich geboren. Ich bin Araber, ich bin beschnitten, aber ich bin Christ. Was sagst du dazu, Mann? Weil es aus Hygienegründen, aus der Kultur heraus, wir sowas machen, aus der Kultur heraus. Nein, der Prophet hat ganz klar gesagt, es ist Pflicht eines Muslims, sich zu beschneiden. Also red keinen Unsinn, du Idiot. Ich glaube, sein Herz ist total verhärtet. Sein Herz ist total verhärtet. Ja, mein Herz ist verhärtet. Aber deswegen hat auch Jesus Schwein gegessen. Und warum ist ihr Schwein nicht Chinsir? Er hat Fisch gegessen, tatsächlich. Guck mal, wie der die ganze Zeit rumbeleidigt. Du hast den komplett islamischen Geist. Guck mal, wie kannst du ihr seid doch Najid. Bist du fast erfüllt, weißt du? Ihr seid doch aber mal nicht beleidigend werden jetzt. Bruder, da hat uns Najid rein. Wunder bitte, Bruder. Der weiß, was Najid sind, Bruder. Besegnen wir ihn und lassen wir ihn ziehen. Was für Götzendiener, unglaublich. Aber wir küssen keine Steine, Abu Majin. Nein, wir küssen keine Steine. Ich euch nur das Kreuz kreuzweise rein. Guck mal, ich habe eine Frage. Hast du heute eine schöne Dosis Kamelurin getrunken? Hast du heute wieder Schweinefett getrunken? Warte mal, Abu Najin. Ja? Wie sieht das aus? Stimmt das? Hast du Schweinefett gegessen, Jawad Lahram? Abu Najin, hör doch auf mit Schweinefett. Beantworte doch die Frage, Abu Najin. Du hast den islamischen Geist. Nimm den Islam an und rette deine Seele von Menschenanbetung. Nein, Abu Najin, guck mal, du läufst da mit Terrorbuch rum und so. Die kriegen Angst vor dir. Folge Isa alaihissalam, dem wahren Jesus. Nicht dem verfälschten, das ist aus der verfälschten Bibel. Was? Die Bibel hat mehr verfälschte. Abu Najin, bei mir ein Beweis. Bei euch steht schon drin. Wann Jesus auch kommt und Jesus ist bei euch gekommen, auch bei euch im Koran steht das. Alhamdulillah, unser Koran ist kein Bilderbuch wie die Bibel. Okay, wer war Jesus bei euch im Koran? Erzähl mir das mal. Was? Wer war Jesus bei euch im Koran? Jesus, weißt du, wer das ist, Mann? Jesus, ihr nennt doch Yeshua Isa, oder nicht Jesus? Ja, danke, gut, dass du es weißt. Was war er bei euch? Er ist ein Prophet, einer der fünf größten. Alhamdulillah. So. Ja. Und weiter? Ja, erzähl mir weiter. Ja, hat Jesus nicht gesagt, Johannes Kapitel 10, Vers 17, hat er nicht gesagt, der einzige Vater ist der einzig wahre? Hat er das nicht gesagt, laut Bibel? Ja. Als jemand zu ihm gesagt hat, du bist gut, sagt er, warum nennst du mich gut? Keiner ist gut außer dem einzig wahren Gott. Hat er hier kein Tauhid gepredigt? Oder hat er hier... Nein, Abu Majin. Wenn man was liest, sollte man schon noch verstehen, was man da liest. Und nicht einfach um das verstehen Willen, wollen, was man den möchte. Willen dessen, der mich gesandt hat, was ist damit? Ja, wenn du mich siehst, bist du den, der mich gesandt hat. Was heißt das? Was heißt das für dich? Was? Das heißt für mich... Wenn ich sage, wenn du mich siehst, bist du den, der mich gesandt hat. Was heißt das für dich? Nein, der hat es nicht so gesagt. Er sagt, es geht nicht um meinen Willen, sondern um den Willen dessen, natürlich hat er das so gesagt. Nein, schlag. Lies ja, aber er sagt doch, wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat, sagt er auch. Das hat auch zu als Jakobus ihn fragt, weil Jakobus den Herrn fragt, wann er in den Vater sein, sagt er, Jakobus, so lange wandelst du mit mir und hast mich immer noch nicht erkannt. Wer mich sieht, okay, hat den Vater gesehen. Ich habe eine Frage an dich. Du sagst doch, er hat die Sünden vergeben und ist gestorben für die Sünden, gell, sagst du? Amen. Okay. Okay, warum sagt er dann am Kreuz, mein Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun? Ich kann dir die Frage beantworten, aber du lenkst mal von der Frage ab. Hör zu, Yamunafek, mit mir gibt's sowas nicht. Wenn er denn Gott ist, wieso sagte er, mein Vater, vergib ihnen? Ja, vergib ihnen, den Leuten, die sind mit einer Sünde geboren. Warum sagt er, vergib ihnen, wenn er selber vergib ihnen? Die Erbsünde, weißt du, was die Erbsünde ist? Wallahi, die Bibel hat keinen Sinn. Niemals. Imagine, bitte sag mir sowas, bitte. Bitte. Die einzige Wahrheit, Alhamdulillah. Abu Majin, bitte, pass auf. Abu Majin, pass auf. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَّا جَهَنَّمُ يُرْجَعُونَ. Nein, wir sind kein Kafir. Hör auf mit dem ganzen Scheiß hier. Dankeschön. Was hat er gesagt? Kannst du bitte übersetzen, was er gesagt hat? Also wir sind halt gottlos so und wir sollten auf dem Weg gerecht werden. So. Der Herr Jesus Christus segne ihn dafür. Ich hoffe, dass er den Recht leitet. Wir beten für ihn. Ich beende den Stream, ja? Ja. Mach dich mal klar. Ja, es ist halt traurig, ne? Es ist eine verlorene Seele, ne? Es ist halt eine verlorene Seele. Wir müssen für den Abu Majin beten. Der einfach, oder? Man sieht ja auch dieses Hass erfüllte in ihm, dieses extrem. Ja.
Beide. Auch die, der davor. Ja, einfach dieses, was meint ihr, wenn irgendwann der Islam so, sagen wir mal, okay, die würden in einem islamischen Land leben, was meint ihr, wie die mit uns so umgegangen wären? Ja, das siehst du doch, wer da schon redet, Bruder. Das sieht man doch schon, wenn der schon redet. Genau. Ja. Also. Wisst ihr, was der so ein Bild hat? Der hat so ein Bild mit so einem Messer da, so gepostet, und hat er gesagt, ich bin gekommen, um die Kuffat zu, ne? Ja, das kann ich, das habe ich gesehen, Bruder. Er hatte so ein Messer unten im Kommentar gehabt. Ja, eigentlich müsste der das ins Gefängnis. Aber ich verstehe sowieso nicht, Bruder, die laufen einem Propheten in der Hand, der keinen Beweis hat, dass er überhaupt ein Prophet ist. Weißt du, kein Null. Ja. Ich verstehe das nicht. Und der Herr Jesus Christus hat so viele Wunder und gute Taten gemacht. Die stehen da, die sind passiert. Da waren Zeugen da, die das gesehen haben. Mehrere Perspektiven von Johannes, Lukas, so Petrus, so viele Leute. Wisst ihr, ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe vor allem, nicht. Ne? Vor allem steht das bei denen auch im Ersten Testament, da haben die auch gesagt, es wird einer kommen, der wird durchbohrt worden sein, er wird für Leiden für die Menschheit, er wird Gott, das Gott Lamm ist, wahrlich, er wird das Gott Lamm ist sein. So, und ich denke mir, das ist dann eingetroffen, was wollt ihr mir gerade erzählen? 600 Jahre bevor Christi gekommen ist. Ja, das ist, wenn man die Bibel liest wie so ein Roman und nicht einfach, wenn man verstehen möchte, was da passiert. Richtig, richtig. Wenn man sich wirklich mal hinsetzt. Das ja, mal Zeitung lesen, so eine Bildzeitung. Weißt du, ich lese jetzt die Bibel wie so Bildzeitung lesen. Mal ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja, aber es ist so. Die lesen so die Bibel. Das ist hundertprozentig. Die gehen irgendwie im Google, sehen irgendwelche Verse, gehen den nachschlagen, lesen. Ach, guck mal, da steht da. Dann lesen sie weiter. Anstatt mal das Buch zu nehmen und einfach mal ein Evangelium lesen. Einfach mal das Johannes-Evangelium zu lesen. Einfach einmal lesen. Ja. Und zwar ordentlich lesen und versuchen zu verstehen, was dieses Evangelium einen sagen möchte. Oder mit dem Matthäus-Evangelium anfangen. Dann kann er sehen, alle Prophetien, die im Alten Testament, die der Herr, wo prophezeien, was der Herr tut, und der Herr das dann noch erfüllt im Neuen Testament. Aber Matthäus-Evangelium fängt mir so an. Ja, aber guck mal, wie dämonisch, also jetzt wirklich, also das, wie dämonisch und wie besessen muss man sein, dass man andere Menschen den Tod wünscht. Jetzt ehrlich, was muss da in der Birne nicht normal sein, dass man so einen Hass hat, wirklich so einen Hass. Ich rede wirklich von einem extremen Hass und ich sehe das auch zum Beispiel, wenn Deutsche den Islam angenommen haben. Ja, das wird immer extrem. Guckt euch mal die Augen von denen an, wenn die so dich angucken, die gucken dich so richtig erstarrt an, so ob du so ob die Seele bei denen so rausgezogen worden ist. Ehrlich, das ist unfassbar, wie die so heftig. Letztens, wir waren evangelisieren und da war so eine deutsche Muslimin, die trägt nicht mal Kopftuch. Ich bin Muslimin, Alhamdulillah. Ja, aber hast du schon mal die Bibel gelesen? Oh, nerv mich nicht, geh Moschee mit mir und dann debattier da mit meinem Imam und so. Dann, die kriegt so Wort und nee, wirklich, dort überhaupt null Ahnung und so. Und dann Lippen noch gemacht und der eine Deutsche da, ich bin Muslim. Alhamdulillah, ich bin Muslim. Seit wann? Seit einem Monat. Hast du schon mal die Bibel gelesen? Nee. Ist so krank, ne? Die lesen Wahnsinn. Nicht mal die Bibel. Ja, das also, ist so nee, brauche ich nicht. Ja, es ist verboten, eine andere Schrift zu lesen oder mit ihnen überhaupt in Kontakt zu treten. Ja, aber guck mal, die denken sich so, ja, in der Schule, wenn ich jetzt da den Islam annehme, ja, dann gehöre ich auch dazu, ich werde in Ruhe gelassen. Ja, genau, also, genau, ist so. Ja. Aber nichtsdestotrotz bleibt immer das letzte Glied der Kette. Ganz einfach, ja. Die werden immer hinten dran stehen, immer. Ja. Was habe ich davon, einer Religion zu folgen, nur damit ich so ein paar Freunde habe in der Schule und damit ich so zugelassen werde? Was bringt mir das? Das bringt mir doch kein ewiges Leben. Was passiert, wenn ich dann morgen sterbe? Ja, wow, Ansehen weg. Weg ist alles weg. Ich glaube, das größte Problem ist, dass die meisten Leute halt einfach
ich sag mal, eingeboren werden mit dem Islam so. Und wenn es halt deine Eltern, wenn das halt deine Eltern praktizieren, wieso sollst du es nicht praktizieren? Dann, natürlich machst du das dann auch. Aber wenn man, ich meine, dass du halt durch die, ich sag mal, die Leute, die dir sagen und der Koran selbst sagt, dass du an Schriften anschauen darfst, das ist doch ein bisschen beschissen. So. Wenn du keine andere Schriften anschauen kannst, dann kannst du auch nicht den Koran mit einer anderen Schrift ausgeben wie der Bibel. Und dann merkst du halt, dass der Unterschied. Ja. Fast jeder, der die Bibel liest, also ich kenne persönlich Leute, die haben gesagt, mein eigener Onkel, der war selber Muslim und ist dann konvertiert nach 15 Jahren. Zum Christentum, ganz von freien Willen aus. Niemand hat ihn gedrängt oder sonst irgendwas gemacht. Von freien Stücken aus. Oder Leute, die von der Moschee kommen, sind bei uns in die Kirche gegangen und danach sind sie zu uns gegangen und haben gesagt, diese Liebe, die ihr unter euch habt, das mit dem Vergeben, das kennen wir sogar. Und die sind dann auch unkonventiert worden. Ja. Amen. Hallo. Amen. Wenn wir mal damit das mal sehen und dann vergleichen, dann sagen wir selber, wahrlich, das ist nicht meine Ethik, nicht so gewaltverherrlichend. Ich will nicht meine Frau schlagen, da steht auch in der Sura drin. Ein Mann sollte nicht gefragt werden, wann er seine Frau schlägt. Also bitte, das ist doch. Na gut, ja, Leute, wir werden den Stream. Und ich wünsche euch eine gute Nacht, Gottes Segen, kommt zu alles den Gottes Herrn Jesus Christus. Trefft eine bewusste Entscheidung, Leute. Nehmt den Herrn Jesus Christus an, geht heute noch am besten auf eure Knie und fragt einfach mal Gott, wer bist du? Auch du, Abo, ich weiß, dass dein Herz ist hart, aber demütige dich und werf deinen Stolz weg. Alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. Wer mich sucht, der wird mich finden. Wer klopft, dem wird aufgetan werden. Der Herr Jesus wird bald wiederkommen. Deswegen, Leute, seid bereit, verkündigt das Evangelium. Schämt euch nicht für die frohe und lebendige Botschaft, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. So. Gott segne, Leute, und gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.